Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Satzbank, der Show, in welcher wir Ding. Willkommen bei der Satzbank. Hi. Das beschreibt's ganz gut. Ja. Tatsächlich. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe drüber nachgedacht und mir ist absolut nichts eingefallen. Das kommt manchmal vor, man sitzt da und denkt sich so. Wie gesagt, das ist die ja. Wir reden. Das sind die Folgen. Manchmal auch über Videospiele. Und dies und das. Dies, das. Zum Beispiel über Popcorn und Nachos. Was ist besser? Ich meine, es kommt auf die Situation an, aber generell würde ich sagen, Nachos sind der Popcorn so sehr überlegen, dass Popcorn nicht mal im gleichen Universum Nachos stattfinden haben einfach sollte. Viel mehr Geschmack als Popcorn. Ja. Bei Popcorn aber ist schon ein Problem. Aber manchmal habe ich mehr Bock drauf. Ja, Popcorn ist an sich halt eine wichtige Sache bei solchen Fragen. Popcorn wäre an sich ein super Snack, weil es auch super, ich meine, es ist halt auch nicht allzu viel Kalorien und sowas, aber was ich an Popcorn sehr hasse, ist einfach, dass ich immer was von dieser komischen Haut irgendwo den Gaumen oder das Zahnfleisch sport. Ja, das ist so unangenehm. Es ist so unangenehm. Vor allem zwischen den Zähnen. Ja. Yeah. Mhm. Und das killt Popcorn komplett Kerne. Für mich. Diese Schale, ne? Ja. Und dann kaut man manchmal auf so einen Kern drauf, den man nicht gesehen hat. Ja, und man denkt sich so, oh, den kann ich noch zerkauen. Das ist nur so ein kleiner Kern, aber du kannst ihn nicht wirklich zerkauen. Nee. Und dann, nein. Johnny hat heute auf den Kern gebissen. Auf den Kirschkern aber. Auf den Kirschkern. Das war richtig dem ist unangenehm. Nicht gut Kirschkern essen. Der war hier drin. Das ist ein Kuchen. Und da war noch so ein Kern in so gekauften. Ach, schön in die Tastatur. Stimmt, drüber gekrümelt. Das ist doch kein Problem, du spielst doch über Mobile. Wir haben Blackbox davor aufgenommen. Oh, meine Leertaste hat letztens nicht funktioniert und das war so frustrierend. Ich wollte einen ganzen Text schreiben und dann gucke ich hoch und es war so ein Wort, der ganze Satz. Wieso warte mal. War sie voll? Du guckst auf die Tastatur beim Schreiben? Ja, manchmal schon. Also manchmal bin ich irgendwie so nicht. Ich kann das wie gesagt nicht. Ich bin nicht gut in 10 Fingern oder so. Ich bin richtig schlecht. Ich muss immer so schauen. Hab das nie gelernt. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie fixen, das nervt mich gerade komplett. Und dann wollte ich die Leertaste abmachen und dann habe ich es nicht richtig hingekriegt. Dann die Leertaste abmachen, macht niemals die Leertaste ab. Da sind nämlich so komische Bügel und sowas drin. Immer wenn ich versucht habe, die Leertaste wegzumachen, ich bekam sie nie wieder richtig hin. Irgendeinen von diesen Bügeln bekam ich nicht mehr rein. Ja, die haben meistens so eine Bügel. Dann hatte ich viel Glück, weil ich habe das versucht und ich habe es nicht hinbekommen, aber es hat einmal so knack gemacht. Und ich so, oh. Und dann habe ich probiert und jetzt geht's nicht. Scheint Krümel drin irgendwo. Ja, die geht auf jeden Fall wieder. Einfach ein Kirschkern drin gewesen. Ich hatte auf jeden Fall vorher den PC neu gestartet und so. Also ich habe geguckt, dass es keine Ahnung, Softwareproblem ist oder so. Immer dieses Windows-Update. Da geht einfach die Leertaste nicht mehr. Die Tastatur sollte ich auf jeden Fall mal reinigen. Die ist wirklich siffig. Ja, das soll ich auch mal machen. Ich würde sagen, ich habe Windows-Update, weil ich habe gehört, dass das ein, zwei anderen Leuten auch passiert, dass aktuell der Xbox One-Controller am PC immer wieder die Verbindung verliert. Der geht bei mir ständig auch schon vorher. Warte mal, hast du den über Kabel oder Bluetooth? Bluetooth. Über Kabel wäre es schwer, Verbindung zu verlieren. Aber das ist eine Sache, die seit 2 Wochen ist und ich bin immer mit einem fucking Bosskampf und dann seid ihr Controller. Na, ich höre jetzt auf. Und dann geht er automatisch wieder kurz an und es ist so verwirrend. Okay, das habe ich nicht. Kabel. Aber ich habe oft, dass es sich nicht connectet und dann Batterien raus, wieder rein. Nochmal versuchen, Dongle rausziehen, wieder reinstecken. Bei mir, Festplatte starten. Ist es generell irgendwie schon immer ein bisschen schwierig gewesen, den überhaupt richtig dran zu halten. Also der funktioniert, aber ich müsste ihn jedes Mal neu koppeln. Das ist irgendwie total dumm. Und dann, wenn ich meine Kopfhörer versucht habe zu verwenden, dann irgendwie bei Bluetooth-Dingens, also ich benutze halt so einen extra Dongle, weil ich habe nichts Internes im PC, versucht dann die ganze Zeit, sich mit irgendwas anderem zu connecten, wahrscheinlich meinem Controller, und dann kann ich meine Kopfhörer nicht verwenden und das ist auch dumm. Deswegen habe ich mir gedacht, bleibe ich bei Kabel. Oh. Ich weiß gar nicht genau, ob das ein Bluetooth-Dongle ist. Das war bei dem Controller dabei. Ja, halt. Ich habe auch das Teil beim Controller dabei, weil dieser riesige Stick. Ihr habt einen Controller beim Controller dabei? Es gibt welche, wo das dabei ist, glaube, und welche, wo es nicht dabei ist. Aber ich glaube, der ist nur für den Controller da. Also ich kann da jetzt keine Kopfhörer oder so connecten. Mein Xbox One-Controller ist auch per Kabel dran. Ich habe einen Series X-Controller mittlerweile. Peinlich. Das ist doch die neue Xbox-Konsole. Guck mal, das ist nicht mal besonders lang. Das ist richtig unangenehm, als ich hatte ja auch Probleme, jetzt meinen
meine Kopfhörer habe ich ja ausgetauscht, weil das nicht, weil es weit weg ist, der PC. Jetzt kann ich mit dem Controller so ungefähr so bis hier. So sehr viel weiter. Schau ich das an, Controller am Kabel. Wie das aussieht. Ne? Jetzt bräuchtest du ja den Controller. Nee, ich auch mal du bräuchtest aber dieses Telefonkabel dran. Ne, zum also mein Switch-Controller funktioniert kabellos, was soll ich sagen? Ja. Und das ist ein Series X. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Wie der One. Super. Sagen, es gibt keinen Unterschied. Ha? Das freut uns. Ein Feini. Ja. Wo ist denn dein PlayStation 5 Controller? Okay. Hast du den schon gezeigt? Ich hab, ja, den finde ich blöd. Ich habe in meiner Hand gerade ein DS-Spiel gefunden. Ich nehme eure Guesses jetzt an. New Super Mario Bros. 3. Es ist Pokémon Schwarze Edition. Das ist pures Gold in deiner Hand. Das hätte man von mir nicht erwartet. Nein, das wäre so. Schwarz und Weiß, zwei so teuer, aber nicht die Einser. Nee. Tut mir leid, Maeve. So ist das Leben. Ich kann mich einfach nicht leider mit Fakten zerstören. Fake-Fan. Ich hab leider nicht, aber was mit den Goldpreisen von Pokémon Editions. Ich hab letztens meine das Gold. Ich hab meine ganzen Spiele eingepackt und dabei, also alles in Kisten und so und hierher gebracht und dann war das Zimmer leer und dann habe ich genau diese Edition noch irgendwie auf dem Boden gefunden oder so. Und ist das überhaupt hier? Und die Kisten waren schon weg und dann habe ich das schnell in meine Brieftasche gesteckt. Warum habe ich geguckt, was ich hier habe? Ist das Spiel nicht drin? Wo ist mein Hardcore? Oh. Gerne dann mal jetzt dazu. Mal wegen den Preisen. Was glaubt ihr, ist das teuerste Videospiel in eurem Besitz? So, jetzt im gängigen. Ich weiß es. Markt jetzt oder in Zukunft? Ultrasonne. Nee, ich glaube nicht. Das ist ultra teuer. Das mit viel Abstand. Wie viel hast du geblecht? Dafür? 300. Ja. Ja, okay. Das kann ich nicht übertrumpfen. Das Video war, aber es ist auch in einem super guten Zustand und sowas. Und ich habe es wirklich für das Video gebraucht. Das war, bevor ich noch mein. Oh Gott, die Flashcard dazu hatte. Und dachte ich mir, ja, das war fucking unnütz, aber. Das ist ganz nett, denke ich. Ich habe keine Ahnung, was ich für Spiele habe, die was wert sein könnten. Bestimmt irgendein. Ja. Also Paper Mario 2 original? Nintendo oder ein 64-Spiel oder so. Das wäre meine Antwort gewesen, aber ich hatte das damals nur ausgeliehen und das ist wahrscheinlich das irgendwann zurückgegeben. Das ist wahrscheinlich mein teuerstes. Vermute ich. Es ich sei glaube. Denn, ich glaube nicht, dass Last Story und Pandora's Tower für die Wii teurer sind als Paper Mario 2. Nein, Pandora's Tower habe ich mir vor. Nicht mal ganz in einem Jahr für 20 Euro geholt oder so. Ah, oh, ja, okay. Das ist, shitty Wii-Spiele sind eins zu weit. Nein, Moment. Sieht man das schwarze Wii-Spiel? Da ist ein bei den Wii-Spielen. Das sind die Wii-Spiele. Ja. Da ist es. Das schwarze da, das Spiel dazwischen. Tut mir leid, ich wollte deinen Höhenflug nicht zu sehr bremsen. Ne, ist okay. Ich bin mir halt, wie gesagt, nicht sicher. Aber sonst Paper Mario 2. Ja, das ist immer eine gute Antwort. Gamecube-Spiele sind generell super viele. Wenn man einfach eine reguläre Gamecube-Sammlung vor ein paar Jahren angefangen hat, ist halt, nach der Pandemie sind die halt so teuer geworden. Ja, ich denke mal, langsam Gamecube-Nostalgie hittet halt die Leute. Ähnlich wie beim DS. Beim DS ist es ein bisschen, habe ich auch den Eindruck, dass das jetzt so richtig hingeht. Nein, nicht nur beim DS, sondern ganz über die Preise steigen so ein bisschen. Ach so, das meinst du. Ja. Ja, dass da so ein bisschen jetzt die Leute ankommen, aber beim Gamecube wollen aus ihrer ist das Kindheit schon lange die Spiele so. Wieder kaufen und so. Ja, yeah, Gamecube ist schon Gamecube lange ist so. Doch schon das Problem bei Gamecube ist halt lange auch, so alt. Was wahrscheinlich an sich auch ein Stück weit DS-Problem ist, dass sie halt nie Re-Releases bekamen. Beim DS ist es aber sehr viel einfacher, einfach dir eine R4-Karte oder so zu kaufen, wo du einfach ROMs abspielen kannst. Das stimmt. Aber ich habe die Hoffnung, dass das ein bisschen die Preise dann unten hält. Beim Gamecube waren wahrscheinlich generell irgendwann die Preise ein bisschen weiter oben, weil es halt auch jetzt nicht die verbreitetste Konsole war. Dementsprechend nicht so viele Spiele auch von allen in meinem Umlauf Okay, waren. Welches von meinen Gamecube-Spielen könnte das wertvollste sein? Wahrscheinlich Mario Party. Ich habe Mario Party 5. Habe ich auch. Mario Party sind, die Gamecube-Teile waren immer teuer, deswegen habe ich keinen einzigen davon. Also sie waren immer so, auch in guten Zeiten, bei so 50 Euro. Und ich dachte mir, ja, ihr wisst, wie ich zu Mario Party stehe. Okay, ich glaube, inzwischen gibt es irgendeiner von den Teilen ist auch irgendwie bei, ich glaube, 100 Euro oder so. Aber dann ist mein wertvollstes Game ja, okay, 100. Weil sonst wäre ja immer noch ein neues Spiel da drüber. Nein, ich meine schon, ich würde jetzt keins erwähnen, das unter dem Standardpreis ist. Habt ihr irgendwelche Special Editions?
Oh, aber denk, ich habe keine Spielsammlung. Doch, von Mario Kart 8 habe ich die Steelbook Edition. Na, ja, Steelbooks habe ich auch ein paar, aber... Ich habe eine Special Edition. Von Story of Seasons. Yo, Pioneer of Oldestown. Habe ich erst vor 3 Wochen oder so gekauft. Und wie ist es? Für 20 Euro. Er hat in der Zwischenzeit nur Witcher 3 gespielt. Ich habe das Spiel noch nicht ausgepackt, ne. An Sammlerstücken oder so habe ich diese eine Skulptur aus Club Nintendo oder wie das hieß. Und die habe ich kurz bevor sie auch rausgenommen wurde, noch gerade bekommen und musste sehr viel dafür sparen. Wow. Auf die bin ich cool. Das ist cool. Die ist ziemlich super. Cool. Die ist sehr verstaubt. Ist unfassbar staubig, aber... Du willst also sagen, du würdest ein Date trotzdem noch zu dir nach Hause einladen, obwohl die Figur so verstaubt ist. Nein, nein. Die muss erstmal abgestaubt werden. Das war ebenfalls eine Referenz an das Jackbox-Video, das wir aufgenommen haben. Solltet ihr euch anschauen. Ich weiß nicht, ob das davor schon rauskam und so ist, deswegen soll ich es mal anmerken. Ich liebe die Röhre. Danke, ich generell Figurensammler, Johnny? Oder seid ihr generell so Leute, die Figuren sammeln? Ich mag die schon, aber ich sammle die nicht. Ich mag die halt. Pulli, warst du das nicht, denn immer welche Figuren auf Amazon vorgeschlagen wurden? Ach ja. Ja, bei Logis ist im Hintergrund, aber nicht wirklich Figuren. Nee. Ich hab nicht wirklich Figuren. Wenn die, ich hab die für Videos gekauft. Ich hab die Layton Sammelbox, wo die drei Spiele, die ersten drei Spiele reingehören. Vielleicht ist die auch was wert. Nice. Bestimmt, könnte ich mir vorstellen. Aber, wenn wir gerade dabei sind, ich arbeite aktuell an dem, noch eifrig an dem Game Gear Video, welches irgendwann noch kommen wird, was ganz nett ist. Heißt, ich denke, ich werde soweit diese Woche noch fertig schreiben. Was mir noch fehlt, ist der kleine Review-Anteil von den Spielen. Also ich habe einige dafür schon gespielt, aber ich will noch ein paar mehr machen. Bis ich dann noch eine kurze Zusammenfassung soweit schreibe. Ansonsten bin ich fertig damit. Und wenn ich das Video gemacht habe, dachte ich mir, Mann, ich sollte wahrscheinlich auch noch eins über den Game Boy irgendwie machen, weil Atari Lynx, Game Gear und der Game Boy war so die erste wirkliche Generation von Handhelds. Und wenn ich jetzt den Lynx und den Game Gear gemacht habe, dann sollte auch der Game Boy drin sein. Und so eine richtige Retrospective auch mit den beliebtesten Spielen und sowas. Ja, ja, klar. Eine Retrospektive. Was daraus wurde und, Vor allem, wenn man ja auch die Handhelds alle auf kurz oder lang auch immer mit dem Gameboy so ein bisschen vergleicht, auch im Kopf, ne? Ja. Es war direkte Konkurrenz. Und, klingt nach einem guten Video auf jeden Fall. Aber, ja, genau, aber was ich mir dafür dann geholt habe noch war, wenn wir schon dabei sind, ich habe mir noch 2 Game & Watches da bestellt, damit ich dafür schon mal was vorbereite und das ist der eine davon, der super cool ist. Das ist so cool. Ja, ich habe vorhin noch ein Bild gezeigt. Das ist der Game & Watch, auf dem die eine Smash Bros. Stage Das ist das, wo ich rausgezoomt habe. Ich habe Pause gedrückt und rausgezoomt und dachte so, wow, das ist irgend so ein Gerät von Game & Watch. Ja, yeah. Und das ist das Octopus-Spiel. Das heißt auch das, was der eine Super Smash von Mr. Game & Watch ist, wo zum Octopus wird. Das heißt, das ist sehr geschichtsträchtig. Mhm. Und dann habe ich, Morgi hatte das erzählt, und dann habe ich gesagt, ich will noch, du brauchst noch den mit dem doppelten Screen. Wo der wie der Vorgänger vom DS aufklappbar ist. Der ist auch relativ interessant, weil der zum Aufklappen, also da gibt es welche mit mehreren Spielen drin. Ich habe irgendeinen mit irgendwas mit Donkey Kong, glaube ich. Und, ja, er hat ihn schon bestellt, das war die Pointe an der Stelle. Genau, und bei denen ist relativ interessant, dass sie, dass es die Handhelds waren, wo das D-Pad von Nintendo zum ersten Mal verwendet wurde. Also bei den Aufklappbaren. Das heißt, das stammt alles von daher. Es gibt eine Menge Geschichte mit diesen kleinen Handhelds. Nintendo hat das Steuerkreuz erfunden und andere dürfen es eigentlich auch nicht verwenden, oder? Es gibt viele verschiedene Mechanismen. Die haben technisch umgesetzt. Ja, genau, deswegen ist auf dem Xbox ist das Ding rund und nur so ein paar Richtungen drehbar mit so mit dieser Verformung drauf, aber es ist eigentlich rund und PlayStation hat 4 Knöpfe, die aber auch hinter dem Case miteinander verbunden sind, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gilt, weil D-Pad doch was relativ anerkanntes ist. Vor allem gab es in der Vergangenheit sehr viel mehr, die ähnlich waren, vor allem wenn man bei 2 Konsolen geht. Die hat ja alle nur Steuerkreuze und ich meine, es gibt, denke ich, verschiedene Mechanismen, wie man die machen kann. Da ist Steuerkreuz drauf und das ist von Microsoft das Steuerkreuz. Oh, da steht mein Flashback drauf. Ja, das ist mein Product Placement an der Stelle. Was sie jetzt ja wieder verwenden, ist das hier. Ja, das meinte ich. Das funktioniert genauso. Es funktioniert genauso, aber es ist halt irgendwie rund. Naja. Die Pads sind aber generell mehr, sind nicht mehr ganz für die Spiele ausgelegt.
Bist kein D-Pad. Ah ja, stimmt. Selbst bei Plattformern oder so benutzt du ja nicht das D-Pad, ne? Doch, ich hab's vor 5 Jahren nicht benutzt, aber inzwischen schon doch. Achso, okay. Ich habe meine Meinung geändert. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass du immer den Stick benutzt hast. Und ja, habe ich auch. Das war, als wir über Shovel Knight damals geredet haben. Ja. Yeah. Aber ja, das fand ist. Ich super anstrengend, mit einem Analogstick zu spielen. Celeste. Weiß ich nicht mehr. Celeste mit Analogstick? Ja, wäre anstrengend, finde ich. Ja, also, ja, oder hat's geholfen? Ich weiß nicht. Hält Johnny seinen Switch-Controller die ganze Zeit? Ich auch nicht. Ja, na, weil ich nicht zu Wort kam. Der ist ja eigentlich. Also das ist ja das D-Pad, so das Steuerkreuz. Und sie haben es auf dem Game-Controller schon mal verkackt. Und ich wollte nur alle warnen, die zum Beispiel Tetris 99 oder so auf der Switch spielen. Das Steuerkreuz auf dem Pro-Controller macht immer Inputs, die du nicht machst. Der ist so empfindlich, dass du aus Versehen mal nach oben oder nach unten drückst. Und bei Tetris ist das dein Untergang, weil du dann plötzlich einen Stein einfach irgendwo platzierst, der wo er nicht hingehört. Lieber at my Flashware, danke für deine Claimer Warnung. Ich wollte schon lange Tetris 99 spielen und ich dachte mir, Mann, was wäre der richtige Controller dafür? Eifrig habe ich also bereits den Switch Pro Controller gekauft, aber nach deiner Erzählung war mir klar, dass das nicht die richtige Wahl für mich ist. Ich konnte das gerade nochmal verhindern. Und ich schaue mich weiter nach Alternativen um. Es ist schrecklich, die Joy-Cons sind meine Alternativen. Morgi spielt mit Joy-Con dann, ja. Naja, du kannst halt Party-Controller nehmen. Ja. Also das macht kleiner Tipp an die Tetris 99-Enthusiasten da draußen. Beziehungsweise, ich frage mich, ob es vielen anderen so geht oder ob das so mein Problem ist. Nein, das D-Pad vom Switch-Controller ist absolut grauenhaft. Das ist, allgemein anerkannt. Nee, ich dachte, es wäre gut, weil ich mag die Handhabung und so, aber es macht einfach Inputs, die ich nicht drücken will. Also ich fühle euch beide nicht so ganz. Und ich benutze nicht so oft das D-Pad, aber vor allem, wenn ich Fire Emblem spiele auf der Switch oder so, benutze ich es halt nur, weil es halt viel angenehmer ist. Ja, aber das ist ja kein Action-Spiel. Da brauchst du ja nicht. Ja, ich meine, es stimmt, aber es ist halt trotzdem so ein Ding, mir würde es auffallen, wenn die Inputs kacke wären, weil dann, das würde mich halt nerven. Das passiert mir nur, wenn ich schnell ein schnelles Spiel spiele. Oder vielleicht ist auch ein wenn ich ein Menü navigiere, dann einfach. Das D-Pad ist hauptsächlich nicht angenehm. Ich navigiere schnell im Menü, ne? Also so Zuckungen im Daumen dann oder so. Mit dem Joy-Con passiert es ja nicht. Na stimmt, der hat auch. Das Joy-Con D-Pad ist die größte Scheiße. Beziehungsweise mit dem Xbox-Controller passiert es auch nicht so. Deswegen. Xbox besser als Nintendo? Ich sollte einfach welche Konsole das beste D-Pad hat. Was ist da los, Fully, heute? Das beste D-Pad hat übrigens das Master System. Man könnte meinen, Fully hat das Xbox-Verkaufsvideo. Jo, was? Das ist noch so viel grauenhafter, als es aussieht. Das ist einfach so, so ein Handy. Ich kann's. Der sieht aus, als würde man alle Richtungen so drücken und es ist, man hat nicht wirklich irgendeinen Druck. Aber. Er sieht halt aus wie ein Controller. Aber das erinnert mich ja daran, was sie beim Genesis gemacht haben. Mega Drive, ja. Die Amerikaner beeinflussen mich. Mega Drive. Dich? Das D-Pad finde ich halt echt kacke. Also es gibt verschiedene Mega Drive Controller. Es gibt den Freebutton Controller und den Six-Button Controller. Das D-Pad von dem Freebutton Controller ist sehr schwammig. Das ist auch der, den Maeve hat. Und dann gibt es den Six-Button-Controller, der ist halt der wurde hauptsächlich für Fighting-Spiele und sowas gemacht und der hat ein super cooles D-Pad. Wahrscheinlich das beste 2D-D-Pad, das ein Controller jemals hatte. Oh, das ist ein großes. Ich will das sehen. Wie? Wie, was, wie? Na, Mega Drive oder Genesis Six-Button-Controller. Sechs Knöpfe halt. Ja, das D-Pad ist halt, es fühlt sich halt auch komplett anders an von dem Six-Button-Controller. Es ist nicht mit dem Three-Button-Controller zu vergleichen. Also ich hatte nur den Three-Button-Controller in der Hand und war nicht so ein Fan von dem Teil. Es war ähnlich wie das 360 D-Pad, das finde ich auch ganz schön scheiße. Das ist ganz schön scheiße. Wie ich sage, es ist ähnlich, aber es ist halt einfach sehr wackelig und locker und sehr schwammig. Ja, genau das meine ich, du hast halt irgendwie nicht Kontrolle. Beim PS3-Controller kannst du ja alle Buttons super tief reindrücken. Und das ist so unangenehm, wenn du halt ein Spiel auf D-Pad basierend spielst auf dem PS3-Controller. Also mir tat das richtig in den Fingern weh. Warum ist Maeve so verschwommen? Aua. Wir haben Maeve verloren. Sieht aus wie verschwommen. Ja. Also es ist auch, aber es ist halt einfach. Ah, er hat das Animal Crossing Tool drüber, ne? Ja. Ey, warum ist das so gut ausgeleuchtet? Das ist die frei, die Webcam, das leuchtet da durch. Die hat vernünftig aufgeleuchtet. Ich
glaube, das kommt von der anderen Seite, das Licht. Ich glaube, Maeve sucht seinen Controller. Glaubst du? Siehst du? Der, ja, ich weiß, Schatten. Ich habe so eine Vermutung. Entweder das oder das ist ein Einbrecher bei dir. Ist da ein Einbrecher bei dir? Zwinker Nein. mal, wenn du Hilfe brauchst. Oh, shit! Oh, ich wollte ein Telefon nehmen, aber ich habe hier keins. Oh Gott, ist der dreckig. Schrecklich. Oh, du hast ein Sailor. Ah. Ich erinnere an sich auch, da ich will ihn nicht holen, beziehungsweise ich habe die USB. Oh mein Gott, wie scheiße ist dieses Ding. Die sehen aus wie, ich finde, die sehen immer aus wie, ja. wenn so ein Cartoon. Ja, ne? Genau. Controller. Okay, malt. Moment. Das ist ja richtig schrecklich, ey. Mhm. Oh Gott, die Tasten gehen nicht mehr richtig. Ich habe den mal auf dem Trödelmarkt geholt und nie benutzt so wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich damals als Kind immer gedacht, SNES ist besser, weil der Controller besser ist. Überleg gerade, welches D-Pad ich immer, also was ich schon mal richtig gut fand. Den müsste man mal richtig aufarbeiten. Ich war noch nie richtig überzeugt. Ich mag Steuerkreuze, aber keins war so richtig nice. Ich mag den von One und Series X tatsächlich. Also ja, stimmt, gut. Xbox macht das gut. Ja. Was ich habe, sind die USB-Nachbauten von dem Mega Drive Mini, die relativ nah am Original sein sollten. Lass mir mitzählen. Ist nicht ganz das gleiche, aber. Also, da hätten wir zum einen den. Sieht so dumm aus. Man sieht, er ist auch sehr wackelig und alles. Ja, aber er ist wackelig. Und dann der Six-Button-Controller. Oh Gott, langes Kabel. Das soll, den verwende ich ja für meine Retro-Spiele immer. Der ist ja voll der ist eigentlich ganz okay, cool, und ne? Was macht den jetzt so anders? Wackelig ist ja eigentlich nicht das so schlimm, wenn er wenigstens reagiert. Das ist halt nicht seltsam wabbelig ist. Okay. Was sagt ihr eigentlich zu dieser Aufrolltechnik des Kabels? Viele Leute hassen das. Ich mach das auch immer so. Das stimmt damit nicht. Da gehen die Kabel kaputt oder so. Vielleicht gerade auch der, den ich euch gezeigt habe, war der, zu eng gewickelt. Der, den ich euch gezeigt habe gerade eben, ich habe zwei von den Six-Butt-Controllern, bekam ich damals von dem Product Placement. Den ich euch gezeigt habe, war der, bei dem das D-Pad sogar durchgebrochen ist. Oh. Oh. Das heißt, da kann ich nicht mehr nach rechts drücken, was nervig ist. Aber ich habe ihn dafür aufgeschraubt und konnte ein bisschen sehen, wie das D-Pad funktioniert, was auch ganz nett war. Saß du da und dachtest so, ach so funktioniert die Technik. Ich dachte mir, ach so, das sind also die Teile, die auf die Teile da unten drücken. Ich habe jetzt noch den hier gefunden. Das ist so richtiger, das ist so oldschool. Shit. Und der hat mich sehr an den erinnert, den du vorhin gezeigt hattest halt. Ja, ja. Das ist ein originaler NES. Ja, das ist ein Controller, sehr ähnlich. Ja, das ist ein richtiger NES. Ich habe noch den anderen NES-Controller, Moment. Den Dogbone. Kennt ihr den Dogbone-Controller? Ich glaube nicht. Nein. Aber hier funktionieren die Tasten doch richtig perfekt vom Nintendo-Controller. Der Dogbone ist von dem Famicom, was mein, also das ist der japanische NES. Da gab es auch irgendwie so eine Version mit dem Dogbone. Und ja, ich habe die Controller auch so eingewickelt. Natürlich der normale NES-Controller, der ganz nett ist. Mhm. Nice. Und der Dogbone. Können wir mal eine Runde Ice Climbers zusammen spielen? Oh. Versteht ihr, warum er so heiß? Ja, ich verstehe es. Der ist ganz cool, aber sein Kabel ist super kurz. Was ist denn mit diesem goldenen Controller, NES-Controller? Was ist mit dem eigentlich? Goldener SNES-Controller. Ja, nicht ganz golden, aber der ist so ein bisschen gülden. Also, der ist halt auch viereckig, wieder graue, aber der ist halt nicht grau, sondern der ist halt ein bisschen vergoldet quasi. Weil das ist zum Beispiel so, wie ich NES gespielt habe. Nämlich in Ungarn hatten bei meiner Third-Party-Controller. Das war kein Third-Party, das war ein Originaler. Ach so, meinst du einfach der goldene Famicom-Controller? Der goldene? Ich weiß nicht, ob es der goldene Famicom-Controller ist, aber es würde mich wundern, wie in Ungarn einfach ein Famicom. Die Farbgebung wie von dem Game & Watch? Genau diese Farbgebung. Ja, das ist der originale Famicom, der in Japan rauskommt, der war auch rot und gold. Die Controller waren fest an dem eine Konsole verbaut, was super dumm ist. Oh. Weil das verdient Micro, nicht, weil das ergibt ja keinen Sinn. Warum sollten die so einen Controller haben? Weil ich denke, dass es gerade in Ungarn, in Osteuropa, dass da einfach Fakes unterwegs sind. Aber das müsste ein echter NES gewesen sein. Also ich habe ganz normale NES-Spiele gespielt. Also ich denke, es war eine Klonkonsole oder sowas. Weil an sich, ich glaube nicht, dass außerhalb von Japan die goldrote Version rauskam. Das ist nämlich das, was ich irgendwann mal festgestellt habe. Und seitdem bin ich sehr verwirrt davon und frage mich immer so, aber wie kann das sein, dass das für mich der NES-Controller im Kopf war?
weil ich den so als Kind kennengelernt habe. Wie gesagt, ich denke da speziell in der Region einfach, dass halt Das kann sein. Vielleicht Original erinnere war. ich mich nicht so gut daran. Vielleicht gab es aber auch, vielleicht war es ein Controller aus Japan oder so, wo es vielleicht Versionen gab, wo auch die goldenen 1 verkauft wurden. Also es gibt auch nicht wirklich Sinn, weil bei dem Famicom die Controller fest verbaut waren. Das heißt, man kann nicht Ja. einfach die wegmachen und an einem anderen NES verwenden. Seltsam. Ja. Gibt Absolut diese seltsam. Farbgebung gab es für den Game Boy Seltsam. Micro als Faceplate und der sieht nice aus. Der Game Boy Micro ist vielleicht eine der Dinge, die am meisten wert gestiegen sind, die ich besitze. Der ist jetzt nicht Ich hätte mir besonders damals teuer, einen. aber. Ja, Hätte mir damals einen für die 70 hast du mir ja kaufen gezeigt sollen. uns, ne? Yeah. Wollen wir denn einen Wertanlage-Podcast machen? Ja, das Also war mein eben Game das Boy Ding mit Micro, meine Wertanlagen. Freunde. Ich habe erst 30 Euro Mehrwert seit ich gekauft habe vor 10 Jahren. Ja, ich dachte, das war das Thema. Ja, ich fand's Hä? trotzdem nur lustig. Okay. Weil er halt wirklich, ja, glaube ich, nicht allzu viel gestiegen ist. Nicht? Bin Ich bin ich ziemlich sicher, nicht. dass der Game Micro sich so verdreifacht oder verdoppelt hat. Ich meine, er ist selten, das hat er. Aber wie viele Leute wollen in Minecraft? Minecraft. Ich hätte gerne ein Game bei Minecraft. Ich habe noch Ja. den NES und SNES Mini. Oder Classic? Nee, Mini heißen die, glaube ich, ne? Ja. Also Und Game Boy ich Micro. befürchte fast, die sind heutzutage wahrscheinlich Den Game Boy genauso wert. Micro bekommst du so den Famicom für 390, den habe ich nicht, den und so einen silbernen. Oh Gott, hier ist auch einer für 400, aber ein anderer ist für 130. Ich denke, Also, die kommt auf den super teuren Zustand sind. an. Also, Ja, ja. naja. Ich hatte mir einen Was ist? verkratzten gekauft und dann die Faceplate noch ausgetauscht. Die ist wahrscheinlich auch nicht original. Ich hätte damals einen Hm. einfach für 70 kaufen können. Und mit damals meine ich so Das habe ich gemacht. 2014, 15? Genau da habe ich das gemacht. Aber ohne verkratzten Bildschirm, einfach ein ganz normaler. Einfach so. Also, Der war jetzt nicht der komplett wäre halt verkratzt, der auch war einfach gebraucht. auch Ja, verkratzt. der wäre auch gebraucht gewesen, aber ne, da stand halt Zustand trotzdem sehr gut. Natürlich sind die gebraucht. Ja. Ja, klar. Ich für meinen Teil würde an allen, die gerade zuschauen, empfehlen, das Beste, was man machen kann, ist sich einfach einen Game Advance mit irgendeiner Bildschirm-IPS-Mod oder sowas zu holen. Ich habe für Definitiv. meinen 120 Euro gezahlt und ja, yeah, Was ist eine ziemlich okay. IPS-Mod? Für eine Beleuchtung? Ja, für neues Display halt. Achso. Da gibt es verschiedene Mods. Ich glaube, IPS ist Das sieht auch inzwischen am die besten beste, die es aus. gibt. Micro ist auch nicht so eine moderne Technologie drin. Der leuchtet halt aber auch jetzt nicht so krass. Und besser als SP, das Backlight im Micro auf jeden Fall. Aber Als die das alte SP-Version. Es gab nämlich auch eine kann sein. SP-Version, die kam, die wurde irgendwie verkauft als, das ist eine seltsame Timeline. Es kam der Nintendo DS Lite raus und der hatte ja auch schon ziemlich strahlendes, schönes Bild. Und Ja, da konnte man tatsächlich mal draußen spielen. Also der DS hatte nicht so gut wie DS Lite. man konnte mit den anderen nicht draußen spielen, mit dem unbeleuchteten? Nein, du hast nichts gesehen. Ich hatte Das nämlich stimmt einen nicht. normalen DS, Meine der hatte ja Erfahrung auch ist eine ganz Backlight. andere. Ich Es habe war, dass immer die den Beleuchtung Beleuchtung keinen gehabt, den Unterschied draußen gemacht hat. sehen. Du konntest nichts draußen sehen. Aber Das mit dem stimmt. Light Was? ging's. Auf einem Doch. Gameboy. Nein, warte, im Gameboy kann Draußen man konnte draußen man was mehr sehen, halt. sehen, wenn es hell war. Ja, beim Gameboy schon. Ja, ihr redet gerade von Gameboy, ich meine DS. Und Ja, wegen aber dem beim Backlight, DS, wegen ich dem habe den schwachen DS. Backlight. Ich war draußen oft am Picto-Chatten, okay? Ich war auch oft damit draußen, aber es war sehr viel, also es war nicht so Und ich hell. Und weiß dann noch, haben dass ich irgendwann die da. ersten Leute ein Light bekommen und dann habe ich gemerkt, oh, du kannst ja richtig was draußen sehen auf deinem Light mit dem Ja, Teil. pass auf, Vielleicht ich habe ich es weiß auch noch, dass es verdrängt. so war, dass bei dem DS die Beleuchtung draußen einfach von der Sonne überleuchtet wurde. Das heißt, auch wenn man Licht an- oder ausgemacht hat, es hat keinen Unterschied gemacht. Aber generell konnte man Genau. trotzdem das wirklich okay erkennen. Ach, Also man konnte schon stimmt! was erkennen, Oh, das habe aber ich komplett ja, vergessen. Das war einfach es war nicht so Klick. gut. Dann war der einfach, da war nichts auf diesem Ja, Bildschirm genau. zurück. Ja, Einfach kein richtig Klick. Unterschied. Es war, nein, nein, das war, also es war ein Unterschied, es war einfach aus. Nee, draußen war kein Unterschied. Reden wir von Achso. draußen gerade? Nein, 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 also es gab doch dieses, auf dem DS konntest du in den Einstellungen irgendwie das Licht richtig ausmachen. Ja. Ja. Und Unten draußen rechts ist hat es da so ein keinen Unterschied Button. gemacht. Das war ein Riesenunterschied. Das war ein Riesenunterschied da nicht, wenn du draußen bist, wenn die Sonne scheint. Ja. Da war nämlich das Weil Licht vom DS selber viel zu schwach. die Sonne dann das beleuchtet, oder? Ja, weil die Sonne einfach viel stärker Ja. leuchtet als das Licht vom Und dann DS. bei dem Light habe ich festgestellt, oh, du kannst ja was draußen sehen mit den Teilen.
Der Light hatte so ein gutes Bild, einfach wo man auch die drei Stufen einstellen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wo gemeint war, aber wird schon stimmen. Also ich meine nämlich die Backlight-Technologie vom SP war halt... Alter, Melk hatte kein DS, oder? Wurde. Ich hatte, glaube ich, kein DS. Nee. Du hast kein DS. Hab bei Game of Color aufgehört und die neueste Konsole war dann der 3DS. Einfach, auf jeden Fall genau die Backlight-Geschichte. Der DS Lite kam raus und hat ein super gutes Backlight, mit dem man angeblich auch draußen was erkennen kann. Habe ich gehört. Und dann zur gleichen Zeit haben sie dann noch eine neue Welle von Game Boy Advance SP rausgebracht, die dann auch dieses Backlight haben. Und ich glaube, das müsste auch ungefähr ein etwas gleiches sein wie beim Game Boy Micro. Das heißt, es gibt auch einen offiziellen SP, der dieses gute, richtige Backlight hat und nicht nur Frontlight. Der Game Boy Advance SP hatte dasselbe Ladekabel wie der erste DS, glaube ich. Ja. Das ist mir einmal zugute gekommen, weil ich meine Kumpel war, der hatte einen SP und ich hatte mein Ladekabel vergessen. Und dann er so, ja, du kannst meins nämlich so. Wie? Oh, es funktioniert. Was für ein Pokémon gab es auf Game Boy Advance? Rubin, Saphir, Feuerrot, Grün. Achso, nee, okay, ich bin nicht verwirrt. Und Smaragd. Maeve, hattest du nicht gerade ein DS-Spiel da? Ein Pokémon-DS-Spiel? Nee, das ist 3DS, was ich hier hatte. Ja. Okay. Ja, ich dachte, du hattest irgendwie aber noch... Aber kann auch DS-Spiele auf dem 3DS spielen? Was willst du hier Maeve einfach so exposen? Ja, das stimmt. Ich hab dann nur gefragt, woher. Okay, Maeve, wenn du wirklich keine DS hast, wie du behauptest, warum hast du dann ein DS-Spiel? Nee, ich glaube ihm das schon, aber ich dachte mir, woher hast du dann dieses DS-Spiel? Ich hab tatsächlich kein DS-Spiel hier, nee. Hm. Du könntest es auf dem 3DS spielen. Es gibt gute. Ey, die DS war eine fantastische Konsole. Ich liebe so viele Games davon. Ja. Ich mag viele DS-Spiele, aber ich liebe keins. Ich liebe sehr viele. Okay. Die Layton-Spiele, New Super Mario Bros. Mario Kart DS ist der beste Teil der Reihe, wenn er modern wäre. Ist Layton das geheimnisvolle Dorf? Mit allem, was sie da versucht haben. Ja. Die ersten vier Layton-Teile sind da. Hab ich auf dem Smartphone gespielt. Ist auch gar nicht so dumm. Zählt das? Funktioniert, ja, klar. Also Mario Party DS hat unfassbar coole und kreative Minispiele. Aber liebst alles du Mario Party DS? Ich liebe Mario Party DS, aber Mario Party DS hasst mich. Mich hat Mario Party DS geliebt. Ich hatte keine Probleme mit dem Spiel. Ich glaube, es hat noch nie jemand so schlecht in Mario Party DS abgeschnitten wie ich. Das ist wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es geht. Dass man noch schlechter diesen Story-Modus hinter sich bringen kann. Ich hatte jedes Problem, was man sich vorstellen kann. Alles ist schief gelaufen. Ja, das kann sehr gut sein. Aber es ist trotzdem alles schief gegangen, was schief ging. Das kann. Das kommt vor. Ich liebe... Nein, Nintendox nicht. Aber ich liebe Animal Crossing Wild World. Du nicht, geh weg, Hund. An Nintendox gibt es nicht so viel zu lieben. Das süßeste Spiel, das reicht doch. Außer ja, aber Hunde. Es hat echt nicht viel Content. Aber es ist süß. Sicher, ja. Es war irgendwie eine Tech-Demo. Ich hätte es voll, also es wäre viel passender gewesen, hätten sie anstatt irgendwie Face Raiders und diese AR-Karten auf dem 3DS, sie hatten ja vorinstallierte coole Sachen, hätten sie da einfach Nintendox schon mit drauf gehabt auf dem Gerät, das wäre so ein... Ja, aber Nintendox hat sich auf dem DS gut verkauft. Also wollten sie es natürlich nicht verschenken. Ja, aber sie haben dafür dann den Nachfolger viel zu spät gemacht. Ja, das stimmt. Ich würde gerne an dieser Diskussion teilnehmen. Ich hatte das Gefühl, wir wiederholen nur die Worte, die ich in meinem Video von vor 2 Monaten über genau diese Thematik losgeworden bin. Das hat eh keiner gesehen. Große Worte. Was große Worte? Willst du mir widersprechen oder was? Nein, ich will nicht widersprechen. Ja, hallo? Auf der Satzbank ist auf Platz für 3. Ich hab dich schon mal durch eine PNG von dir ersetzt. Und du weißt, dass ich es wieder tun würde. Er war gar nicht krank. Ich hab die Show, ich hab mich selbst durch die Show schon mal ersetzt. Also, das ist okay. Damit will ich sagen, ich hab gestreamt. Was? Ja. Damit irgendwas läuft, habe ich die Ersatzbank laufen lassen. Da sind 3 gute Folgen durchgelaufen. Wenn ich einen Schlafstream mache, leugne ich das. Ich lasse auch die Ersatzbank laufen, wenn ich mal schlafe. Das war halt eine gute Idee. Ist halt guter Content, ne? Dafür machen wir diese Videos. Top-Notch-Podcast.
Also wenn ich jetzt wieder schlafen sollte, ich bin self-aware an dem Punkt. Aber du hättest so eine App vorinstallieren sollen, wo du die dann so, wenn du dich bewegst oder so, Geräusche machst, die das dann aufzeichnet. Was? Es gibt so Apps, wo du dann deinen Schlaf monitoren kannst und dann kannst du dir im Nachhinein anhören, habe ich mal im Schlaf geredet oder war ich mal wach und hab's vergessen. Sowas finde ich super creepy, das würde ich nie machen. Yeah. Oh, das ist auch creepy. Das habe ich mal einmal gemacht. Die ganze Zeit an und nimmt dich auf. Ich meine, es ist aber in so einem Stream dasselbe. Also Fully war nicht da, aber wenn man sich filmt beim Schlafen für einen Stream. Ich würde es gruselig finden. I'm just sleeping. Würdet ihr das machen on Stream? Schlafen? Ja. Hab ich. Wobei ich hatte ein bisschen Angst. Die Cam nicht mit Cam an, meine ich natürlich. Und Mikrofon und allem. Das nicht. So würdest du es nicht machen. Nee. Du sagst, dass ich, wenn ein Video durchläuft, während du im Hintergrund schläfst, so das nicht. Sieht nicht als im Stream schlafen. Fully steht in der Ecke, ich schlafe gerade. Ich habe das gemacht so, als ob man wirklich das gemacht hätte. Ich werde das bestimmt mal machen. Da sehe ich mich. Ich nicht. Aber... Ja. Ich sehe kein Szenario, in dem ich nicht einfach auf Stream beenden klicken Mogi würde. Mogi sieht Johnny da nicht. Ich sehe Johnny da nicht. Ich hätte ein bisschen Angst, dass ich mich... vielleicht müsste ich mir einen Schlafanzug kaufen oder so. Ich habe Angst, dass ich irgendwie dann beim Schlaf mich so freistrampel, dass man irgendwas sieht, was man auf Twitch nicht zeigen darf. Genau, das ist es halt. Oh, shit. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, Mogi. Ist dir das schon einmal in deinem Leben passiert? Nein, aber es wäre so... Das weißt du ja nicht, er schläft ja. Ja. Ich meine, schlaf dir mit vollen Klamotten, Hose und T-Shirt? Oder? Also ich schlafe ja meistens nackt. Das würde ich dann nicht machen. Aber ich weiß es nicht. Das wäre die einzige Sorge. Ich meine nur, ansonsten würde ich es machen. Ich habe nur so 10.000 Mal in meinem Leben geschlafen. Was, wenn du schläfst und reflexartig einfach merkst, oh, ich trage ja noch eine Hose, ist unangenehm, und dann ziehst du die aus. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, ich vergesse vielleicht, dass ich streame. Mich mal in einem Halbschlaf kann das sehr leicht passieren. Ja, und dann gehe ich auf Toilette oder so. Im Halbschlaf beantwortet. Ich weiß nicht, was ich tun würde im Halbschlaf. Oh, ich habe vergessen zu streamen morgens und dann gehe ich erstmal auf mein Handy und auf eine gewisse Seite. Ach ja, da war ja was. Mach das mal. Ich meine, das ist durchaus ein Risiko, das man nicht unterschätzen sollte. Sonst kann den Besten passieren, dass man einfach im Stream masturbiert. Ja, oder? Also... Huch. Obwohl. Sie hat vergessen, den Stream zu beenden. Was dann passierte, werdet ihr nicht glauben. Ja, aber Frauen werden dafür nur für 24 Stunden gebannt. Ja. Es gab Leute, die haben das ja schon durchaus einfach vergessen. Aber ich frage mich, okay, wie seid ihr nicht paranoid genug, einfach sofort OBS zu schließen? Was ist denn los bei euch? Mir ist es ja passiert, Fully, und du hast mir gesagt, dass ich nur streame. Ja. Und du hattest OBS noch an, oder? Ja, das lag, aber das hatte einen Grund. Ich wurde in genau dem Moment abgelenkt, wo ich es beenden wollte. Aber das verstehe ich nicht. Ich bin immer super sicher. OBS aus, Kamera leuchtet nicht. Gut. Das mit der Kamera mache ich auch. Ich weiß nicht, ich kann nicht paranoid genug sein. Mit der Kamera mache ich auch. Also hätte ich mich umgezogen oder wäre duschen gegangen, hätte ich sowieso was vor die Kamera gemacht. Oder, also ich hätte natürlich gesehen, ob die leuchtet, aber ich mache trotzdem manchmal was davor. Kann dir so ein Animal Crossing Brindhut zu empfehlen. Ich kann euch noch was Besseres empfehlen, was ich für meine Webcam hatte, als ich noch eine verwendet habe, weil für die Logitech-Kameras gibt, die werden auch mit so einem Deckel verkauft, den kann man auch nachkaufen. Das ist so ein Deckel, den kannst du dann zuklappen. Und dann, ich meine, du kannst natürlich auch irgendwas anderes drüber werfen. Also ich sag, wie es ist, so ein Taschentuch ist perfekt geeignet. Ja. Man nimmt es so, und das ist ja eigentlich nur, also hier ist es ja so gefaltet, und das reicht schon. Muss es nicht mal wirklich öffnen. Ich meine, ich habe auch ein brennendes Tuch, aber... Ich würde es euch jetzt zeigen, wie es aussieht, aber es hält perfekt. Deckt ihr denn eure Cam ab? Es hält so. Einfach nur so, also wenn ihr nicht aktiv seid irgendwie. Ja. Warum holt ihr euch die Camdecke? Statt ein dummes Taschentuch immer drüber zu legen. Seit ich einmal vergessen habe, den Stream zu beenden. Ja, okay, ich sehe den Punkt. Ich hatte den Deckel nicht. Ich hatte dich sogar geradet vielleicht. Irgendwen hatte ich geradet, und das hat mich abgelenkt. Ja, und dann hat Tesi hatte dir geschrieben, kannst du Johnny sagen, dass er noch live ist? Und dann hast du mich in deinem Stream angerufen. Ja. Das war gut. Was hast du gemacht? Nein.
Ich saß da nur. Und du saßt einfach so und hast geguckt so. Hm. Ja, ich habe Fully Stream halt noch weiter geguckt, ich war irgendwie abgelenkt von irgendeinem. Ach so, ich wurde angerufen auch von jemandem. Und dann habe ich es irgendwie vergessen, dass ich OBS noch beenden wollte. Ich dachte, es wäre schon beendet. Also, bei mir ist nicht mehr passiert. Was mache ich? Pass auf, ich habe einige Sicherheitsnetze, wenn ich den Stream beende. Zuerst gehe ich dann wieder auf meine Pre-Stream-Szene, wo wie dann so sowieso nichts sehen würde. Ich dann mute ich natürlich Desktop-Audio und mein Mikrofon, logischerweise. Ich mute nur mein Mikrofon. Warum nicht beides? Hast du Angst oder was? Weil Musik läuft. Dann meistens noch irgendwie dabei oder so, keine Ahnung. Ich meine, wenn ich den Stream beendet habe. Ich meine. Oder willst du, wenn du offline bist, noch ein bisschen... Wenn ich den Stream beende, ist nicht das allererste, dass ich irgendwas auf dem Desktop, also generell irgendwas am PC anmache, was mich bannen lassen könnte oder so. Also habe ich da irgendwie keine Angst vor. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum du so einfach. Ja, aber warum bist du so paranoid, dass du alles machst und dann noch das Programm beendest? Du kannst doch einfach nur das Programm beenden. Ich beende das Programm und denke mir so, ja, jetzt wird halt eh nichts. Dann beende ich das Programm, dann mache ich mein Mikrofon aus, dann mache ich die Kamera aus. Nee. Wie machst du dein Mikrofon? Mikrofon brauche ich danach meistens. Indem noch ich ja auf den Knopf. Immer nur den hier. Ja, und dann bin ich wieder zurück. Oh ja, ich liebe das jetzt auch mit dem neuen. Ich auch einfach so nach oben. Knackt der auch? Hat's geknackt? Nee, ist einfach nur verschwunden. Ist alles nur Software. Dreck. Das knackt, glaube ich, nicht. Noch nicht. Ja, irgendwie mein Squeech. Ich sollte mal irgendwie Öl holen oder so. Schwere Zeiten. Du kannst Popcorn nehmen. Wie viel bewegst du deinen Mikrofonarm? Ich? Na, ich mein Fully, weil er sagt, es quietscht, so. Ich soll's mal ölen. Naja, jedes Mal, wenn ich's halt so ein bisschen bewege, quietscht es halt doof, ne? Aber ich mach das auch in... Oh Gott, warum quietscht das so? Warte mal. Weiß ich nicht. Meiner ist 7 Jahre alt oder so, der quietscht nicht. Ja. 2 Monate alt oder so? Keine Ahnung. Aber ihr seht dann durchaus den Punkt, warum ich mir denke, ja, vielleicht soll ich das mal ölen. Ja, da müsste irgendeine Feder gerade irgendwo bei dir nein, so langsam. Ich sehe auch nicht ganz, ich sehe immer noch nicht ganz den Punkt, weil warum bewegst du dein Mikrofon so weit hoch im Stream? Nein, mache ich ja nicht im Stream. Ich mache das ja immer nur, wenn es Stream zu Ende ist, mache ich da immer so. Was für eine Luftfeuchtigkeit ist bei dir? Ah. Also ich mache das manchmal, ich gestikuliere sogar mit dem Mikrofon, dass ich irgendwas erzähle und dann so irgendwie das so mit einbaue in die, wie ich gerade rede. Das könnte auch den Arm belasten im Laufe der Zeit. Das machst du wahrscheinlich weniger, Morgi, deswegen ist deiner gut in Schuss. Ja, ich bewege es öfter, weil für meine Dickmirme-Videos muss ich dann das Mikrofon, verwende ich das zwischen immer, dann muss ich es ja immer drehen und dann auch ganz nach oben umstellen. Und dann so nach unten zeigen zum Tisch rüber. Mach's mal so über, also dass man es nicht mehr sieht, aber nee, das kannst du nicht noch zu dir hindrehen, oder? Ich kann alles machen, Moment, ich bin nur kurz weg. Dass der Knopf nach unten guckt? Ja, genau. Ja, Morgi, komm nicht wieder. Weil ich glaube, wir würden ihn genauso gut hören, eigentlich. So Podcast, ja, das reicht schon. Yeah. Ja, und du klingst so, ja, du klingst genau wie vorher eigentlich. Es ist halt ein gutes Mikrofon, du kannst es halt aus mehreren Perspektiven und so verwenden, deswegen verwende ich es auch für meine Videos, wo ich an dem Tisch sitze, einfach so. Ja, aber jetzt ist es aber ein bisschen anders. Irgendwann hol ich es komisch vor, oder? Wenn du jetzt ohne den Arm, man kann sich auch immer so ein bisschen hinter so einem Mikrofon verstecken. Man fühlt sich so ein bisschen wie... Ich hab's immer ein bisschen außerhalb, aber man fühlt sich wie unter so einer Decke. Ich verstecke mich da nicht hinter dem Mikrofon. Der Geräusch für Live-Segmente ist es nicht sonderlich gut geeignet, Mikrofon so weit weg zu haben. Einfach weil dann doch die Lautstärke sehr stark variieren kann. Ich habe auch einen Leichtkompressor in OBS an, außer in der Szene, den kann man scheinbar nicht kopieren. Und dann wüsste ich nicht ganz, wenn es so weit weg ist, ob man mich wirklich vernünftig hört und sowas. Deswegen, Ja, es klingt jetzt gerade schon anders, weil du es umgedreht hast. Ja. Willkommen bei der Ersatzbank. Aber bitte mach das nicht. Heute. Ich finde das unangenehm. Erzähl uns Fully, dass er erst immer schreckt. Johnny tut so, als wär's ein Versehen, aber sonst immer, wenn er was isst, schmatzt er so laut vor sich hin. Ja! Geschmatzt. Er flüstert so laut. Ja. Soll ich's mal demonstrieren? Nein! Hör auf! Alle sagen nein und er ist schon am Reinstecken. Und er hat schon im Mund.
Schaut euch an, wie er sich zusammenreißt. Okay, ja, jetzt war es. Jetzt reißt er sich so zusammen. Naja, er hat sein Mikrofon gemutet im Discord, du Bastard. So. Ich esse so leise. Ihr habt doch gesagt, ich soll's nicht machen. Dann wollte ich es euch ersparen. Ich kann es auch nochmal mit Schmatzen machen. Nicht. Der Bastard! Ja. Das hat mich wütend gemacht. Aber Fuli nicht gut drauf zu sprechen. Nee. Ich lieb so, jetzt reißt er sich zusammen und ich so voll laut am Kauen und bin aber gemutet. Das Kabel. Aber Johnny ist immer der Meinung, man kann nur mit offenem Mund schmatzen. Aber ich sage, Johnny ist ein Magier und schafft es mit geschlossenem Mund zu schmatzen. Ja, man kann natürlich Kaugeräusche machen, aber ich nenne das, ich finde, das ist nicht Schmatzen, wenn man. Aber ich frage mich. Es reicht ja bei den Tischmanieren, den Mund zu schließen. Das ist ja kein Schmatzen, wenn man den Mund schließt. Es ist ja so interessant, wenn man neben Johnny sitzen würde, wie laut er wirklich schmatzt. Laut. Weil eigentlich haben wir ja dieselben Mikrofone, ne? Und ich sag, wie es ist. Das sagen mir auch Leute im Real Life, Maeve. Ich bin Chewbacca aus How I Met Your Mother. Also da kaut der eine Charakter auch sehr laut und dann nennen sie sich. Ah, ja, ich hab einen Moment Maeve gebraucht. Ist teilweise sehr leicht zu unterhalten. Das wäre so interessant, jetzt neben Johnny zu sitzen und zu hören, wie er ist. Das wäre jetzt so interessant. Maeve, komm vorbei, wir streamen zusammen. Ich bin der simple Maeve halt. Ich hab jetzt Platz, früher konnte man nicht zu zweit an meinem Stream-Setup sein. Jetzt können hier vier Leute sein. Johnny muss sich extra ein neues Zimmer holen, damit ich neben ihn sitze. Ich habe nur solche dummen Klappstühle hier, wenn man sich neben mir setzen möchte und die sind viel tiefer. Ach stimmt, Stühle habe ich auch nicht. Ja. Oh, naja, Maeve kann stehen. Ah, du kannst ja wirklich stehen. Kannst den Tisch hochfahren. Ist ja kein Problem. Ich mache es jetzt. Aber nicht. Als ob ich im Stream stehen würde die ganze Zeit neben dir. Ja, für so eine Stunde. Na, eine Stunde geht natürlich. Könnte ich mir das 9-Euro-Ticket, komme ich vorbei. Ja, ich bezahle dann die Fußpflege, oder? Ich massiere dann einfach. Und das ist der ganze Grund, warum ich dich einlade. Pro Stunde, wenn man steht. Oh nein, deine Füße sind so lange gestanden. Jetzt brauchst du doch richtig Massage. Was wenn meinst man steht, du, verbrennt man um die 150 Kalorien pro Stunde. Oh. Pro Stunde? Okay, let's go. 150 Kalorien, das ist wichtig. Der Fully sollte wirklich. Fully, setz dich hin, sonst stirbst du. Also, ja. Du fällst uns noch vom Fleisch. Ja. Von Haut und Knochen. Fleisch ist ja nicht auch, viel. Ich habe jetzt auch irgendwie nur 2 Stunden Switch Sports gespielt und ich habe im zweiten Tag immer noch Muskelkater in meinem rechten Arm. So ist hast es bei mir auch, wenn ich Wii Sports spiele. Ring Fit gemacht? Hm? Hast du mal Ring Fit gespielt? Ja, ja, Ring Fit hat mir tat alles weh. Also ja. Mir tat einfach alles absolut. Weh. Ring Fit nach 15 Minuten. Ring Fit habe ich das Gefühl, hält dann aber auch wirklich hauptsächlich fit. Anstatt dass es yeah. trainiert oder so. Was gut ist, aber. Also ich find's gut, ja. Ja. Ich hab's irgendwie einen Monat lang jeden Tag tatsächlich gemacht. Ich hab durchgezogen. Hab gehasselt. Ja, und dann habe ich einmal irgendwie eine Pause machen müssen und habe ich es nie wieder angerührt. Ja, das wie ich. Immer. Bei mir war das so, ich musste eine Pause machen, weil ich von diesen auf der Stelle laufen. Und wie mein Fuß so. Oh, das Schlimmste ist auch mit diesen Knien so ganz hoch zu gehen. Und da dachte ich mir, okay, jetzt mache ich mal einen Tag, mal die Füße erholen und dann morgen wieder und ja, Monate später. Ich finde eigentlich das Laufen am angenehmsten. Man kann einstecken, glaube ich, dass an die Konsole daran erinnert. Ja. Das Laufen fand ich erst angenehm, nachdem ich mir so eine Matte hingelegt hatte, um darauf dann zu ich auch überlegt, ob ich mir so eine Yogamatte dafür hole. Ja, das war mein Setup. Hm. Mogi, wie läuft dein Ring Fit Abenteuer? Ich hab's nie gespielt, Hast du schon den Boss besiegt? Ja. Ey, die Bosse waren Schwachsinn. Manchmal hat man die gemacht. Ich dachte mir, Alter, meine Trainingseinheit gestern war so normal und heute muss ich komplett das Doppelte davon machen, weil dieser Boss einfach nicht stirbt. Ja, der ist so schwer. Der ist so schwer. Das bringt wirklich an körperliche Grenzen. Ey, ich bin gestorben. Ich diese fucking Presse immer gegen den Bauch so: Ah, hör auf, ich hab keine Lebensbalken mehr. Nein, ich hab doch Konzept. Da nichts. Das ist echt ein gutes Konzept eigentlich. Weil man will wirklich, und man will es ja schaffen dann. Das Hauptmenü hat ein richtig gutes Lied. Das stimmt. Und das höre ich auch im Stream. Nein, red weiter, ich bin sehr interessiert.
Hey, es ist jetzt mal Zeit, dass du deine Elden Ring, wir haben seinen Elden Ring gefunden. Wir können alle so viel über Ring Fit erzählen. Also ich kann schon über Elden Ring auch zuhören. Kein Problem. Ja, aber ich kann da nichts sagen. Können wir nicht über Elden Ring Fit reden? Oh. Oh mein Gott, das ist ja dasselbe Wort im Spiel. Du spielst Elden Ring, aber jede Bewegung machst du in echt nach. Das gibt's. Das will Dashko machen demnächst. Das gibt's, das kann man tatsächlich. Das kann man wirklich machen. Man kann so tun, dass man die Bewegung macht. Wenn du kannst auch ein spaßiges Spiel spielen. Ja, also warum spielst du denn Elden Ring? Spiel einfach Mario 64 und mach die Bewegung in echt nach. Das gibt's. Das kann man machen. Du warst nicht in der Hauptstadtfolie, du kannst hier nicht mitreden. Ja. Ich mag's nur ein bisschen zu ärgern damit. Das war der Satz. Ich mag's nur ein bisschen. Wir nicht, wir meinen das tot ernst. Ja, ich mag Elden Ring ein bisschen. Ich find's okay. Aber ich bin halt größtenteils sehr gelangweilt. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe Zeit verschwendet und da habe ich keinen Bock mehr. Aber wenn's halt spaßig ist, dann habe ich eine spaßige Zeit. Aber es ist halt ein Bruchstück von meiner Erfahrung. Diplomatisch zu bleiben. Du warst nicht mal bei den schlechten Stellen. Das motiviert mich. Von dir musst du dich irgendwie noch eine Strafhunde so einlösen. Ich würde sagen, dass du einmal Malenia töten musst, wäre mal so ein Ziel für einen Stream. Ich meine, ich würde es bestimmt schaffen. Sicher. Nein. Also ich traue es mir halt zu, dass ich das schaffen würde. Die Frage ist so, wie lange brauche ich? Ach, nicht so lang. Okay. Weiß ich nicht. Aber schaffen würde ich es bestimmt. Irgendwann mal. Na dann, let's go. Warum traust du mir nicht? Ich hab alle anderen Swordsbosser auch geschafft. Warum traust du mir nicht zu, dass ich mal Nenya schaffen würde? Man will, weil ich den Kampf über drei. Ich habe auch alle anderen Swordsbosse besiegt, öfter als du. Ja. Ein gutes Stück öfter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe Malenia 3 Tage nacheinander versucht und ich kam nicht voran. Dann habe ich mit Summons. Du hast damals auch bei Midir lang gebraucht und ich habe Midir recht früh hingekriegt. Also keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch Glück. Nicht viel reden, Fully machen. Fully hat Dark Souls 3 mit den Twin Blades gespielt und sagte so, also ich hatte ja keine Probleme damit. Ich mit der einen auch Waffe, die so viel stärker ist als alle anderen. Ich hab Friede damals auch mit Claymore das erste Mal gemacht. Und nicht mit Twin Blades. Ich kam auch ganz gut zurecht. Aber dafür habe ich sehr lange bei Gale gebraucht. Auch mit Twin Blades. Tja, Johnny. Da ist der Souls Talk. So schnell die Kontrolle verloren. Ich habe mich gerade gemutet, um was zu schreiben, weil ich dachte, ah, das kann ich kurz nutzen, um jemanden auf Discord zu antworten. Aber ich habe mir jetzt eben auch. Man will nicht in der Situation sein, wo Morgi einen so anguckt, wie er gerade Fully angeguckt hat. Das ist das Schlimmste. Fully hat sich einfach hingestellt, hat gesagt, der mit Abstand schwerste Boss der gesamten Souls-Reihe. Ein gutes Stück schwerer als die anderen. Er ist auch ein gutes Stück cheaper in jeder Hinsicht. Und du sagst so, ja, ich habe kein Problem, ich würde ihn schaffen. Und er sagt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich würde ihn schaffen. Wann? Er hat nie gesagt, dass es kein Problem ist. Genau, ich habe nie gesagt, dass es kein Problem ist. Ich würde wahrscheinlich voll auf die Schnauze bekommen, aber irgendwann würde ich den Boss bestimmt schaffen. Irgendwann, ja. Ich habe nicht was anderes behauptet. Wäre eine gute Bestrafung, Fully. Merkst du ja. Ich will aber nicht. Irgendwann. Aber Fully sagt, Cuphead ist nichts für ihn. Nee, Cuphead ist auch nichts. Weil es zu schwer ist. Nein. Das ist der ganze Grund. Ich fühle Cuphead einfach nicht so sehr. Keine Ahnung. Außer den Artstyle. Der ist super nice. Da kann man auch nichts anderes sagen, ne? Habt ihr den, also wenn Leute sagen, Cuphead sieht nicht gut aus. Ich hab ihn gesehen, wir werden den Trailer noch anschauen. Ja, ich dachte, ich mach schon mal eine Überleitung, aber... Ich hätte noch was Okay, wir machen jetzt die Gamer-Woche. Das kann man ja danach. Sowieso schon. Ich habe nämlich noch was anderes vorbereitet, was ich euch zeigen will. Aber hey, es war Zeit für mein absolutes Lieblingssegment der gesamten Woche. Die Gamer-Woche. Gamer-Woche. Heute diesmal mit Mouthful-Mode von Kirby. Yeah. Spiele, die ich über den Kopf gespielt habe, bei mir persönlich. Es wären tatsächlich einige. Ich habe einige Game Gear-Spiele gespielt, aber ich... Nicht, wie viel, was ich darüber sagen kann aktuell. Johnny zieht sich die Mütze über seinen gesamten Kopf. Warum bin ich Maves Bitch? Ich weiß auch nicht. Aber sieht aus wie ein Superheld. Muss ich schon sagen. Mave wollte, dass ich das mache. Red ruhig weiter, Morgi.
Es gab diese Woche aber was, beziehungsweise letzte Woche was relativ Interessantes, und zwar war das Summer Games Fest. Ja. War das der Name? Ich glaube schon. Mhm. Und das ist quasi die unoffizielle E3. Sie die inoffizielle E3, ja, es läuft immer noch, aber okay. PC Gaming Show. Vielleicht kommt Nintendo irgendwann noch dazu. Die PC Gaming Show? Vielleicht kommt da noch ein Direct. Aber wen interessiert's? Ich glaube, es kommt noch Konami oder so, und wann hat Konami zum letzten Belang ein relevantes Spiel gemacht? Capcom kommt heute noch. Sind Konami die mit den... Warte, Capcom kommt noch, also sie haben doch ihre neuen Spiele, die kommen schon angekündigt. Vielleicht sagen sie was dazu. Welche Firma macht jetzt plötzlich diese ganzen Glücksspielautomaten? Plötzlich, Konami. Das ist Konami, und das ist sehr viele Jahre her. Und Pachinko ist kein Glücksspiel, okay. Ja, das ist was ganz anderes, weil Glücksspiel ist in Japan verboten. Mario Sunshine sieht das anders. Nein, es ist jeder weiß, dass es Glücksspiel ist, aber jeder tut so, als wäre es nicht so. Gamerwoche, Morgi. Ja. Ich bereite gerade eine Übertragung vor. Und zwar, ich hab gestern nur die Xbox-Konferenz gesehen, und es gab zwei Spiele insgesamt. Also das, was jetzt kommt, das ist von der PlayStation State of Play. Es gab auch eine PlayStation-Konferenz, und wir alle wussten, dass es früher oder später kommt. Ja. Und dann kam es, und ich dachte mir, ja, wurde auch Zeit. Und zwar haben sie natürlich ein Remake von Resident Evil 4 angekündigt, was ich als immer noch als eins der besten Spiele aller Zeiten sehen würde. Mindestens eins der besten, die ich jemals gespielt habe. Und man sieht nicht wirklich allzu viel im Trailer. Und generell war es auch nicht die größte Überraschung, weil es war klar, dass sie an Resident Evil 4 Remake arbeiten. Ich glaube, es gab vermeintliche Leaks davon und sowas. Aber sie haben auch davor zuletzt Resident Evil 2 remaked und dann Teil 3. Und dann kam durch inzwischen durch noch Teil 8. Und war nur eine Frage der Zeit eigentlich, bis es kommt. Ja. Und ich war klar, dass sie nach Teil 8 der Teil 4 Remake. Den habe ich sogar nachts abends gesehen. Das Remake für 4 gab es irgendwie vor 4 Jahren schon. Es gab so eine Art. Aber als ich es gesehen habe, ich habe sofort an dich gedacht, und ich habe sogar auch in die Gruppe reingeschrieben, so um 1 Uhr nachts oder so. Nach dem Motto, wenn Moggy aufsteht, der wird glücklich sein. Dieses Resident Evil werde ich endlich mal spielen, glaube ich. Wirklich. Solltest du das Original mal spielen? Ich weiß nicht, ob sie ganz den Humor von dem Original und so hat. Das Original ist halt auch mehr so eine Parodie. Vielleicht spielst irgendwie du das Remake, und dann frage ich dich nochmal, was davon soll ich das Original oder das Remake spielen? Du kannst bis dahin das Original Dorf spielen. Und dann spiele ich Village. Es ist schon hübsch. Schau euch das Village an. Das ist halt super cool so zu sehen, weil ich meine, es ist das Dorf einfach aus Resident Evil 4. Ja? Da war ich. Ja, und da brennt gerade der Polizist. Da gibt's einen Speckstein. Alter, ich hab mal Specksteinschleifen gemacht. Das war spaßig. Und da ist natürlich Louis, den kennt man auch. Er hat eine Red 9 in der Hand. Die beste Waffe im Spiel, ganz recht. Mir egal, was ihr sagt. Wir wissen alle, dass es Fakten sind. Und da war Ada gerade. Und Ashley sieht ein gutes Stück anders aus in dem Teil. Und ich mag ehrlich gesagt die Designentscheidung dahinter nicht. Okay. Ich hoffe, dass sie das noch abändern werden. Man wird nicht gleich ein Foto von ihr sehen. Oh, und es ist sehr nicht wie Ashley eigentlich aussieht im Original. Und das ist sehr seltsam. Ashley ist einfach dieser nervige Charakter. Sie ist diese verzogene Tochter des Präsidenten und sowas. Und warte mal, das ist Ashley? Ja, das ist Ashley. Achso, das habe ich mir schon gedacht, dass es sie ist. Sie sieht halt ganz anders aus als damals. Ich weiß, ich habe das Gefühl, sie haben nicht mehr ganz... Aber warum? Sie hat halt den perfekten Look für ihren Charakter, und das ist irgendwie nicht ganz das. Ich weiß auch nicht. Ich meine, es passt wahrscheinlich, aber das stört mich, bis das halt einfach Ashley so viel anders aussieht. Das ist ein komplettes Redesign. Ja. Ich schau gerade nach. Oh ja, oh, sie sah mehr so. Ich habe eine Übertragung gemacht, Johnny. Nein, ich habe die alte. Ach so, du hast ja auch gedacht. Ach so, ja. War so Britney Spears-artiger Look. Ja. So ein bisschen so eine Brat halt. Ich meine, es sah immer noch so, aber ich weiß nicht. Sieht zu alt aus irgendwie. Sie ist zu Hause. Sieht älter aus hier, ja. Das war natürlich das eine Spiel, das angekündigt wurde, was, wann kommt's raus? 24.03.2023 oder so? Oh, da kommt noch ein bisschen was. Ja, vielleicht ganz am Anfang, glaube ich, war das, oder? Ja. Leon! Das ist nur dieser ikonische, Pfad. Oh, das ist ganz am Anfang. Ja, das kennt man auch. Das ist auf dem Weg in das Dorf am Anfang. Oh ja, am 24.03.2023. Ich habe eine Frage zu dem Logo. Das Logo ist nicht mehr so cool wie das Original. Das Original war nicht 4 Resident Evil.
Ich habe zuerst gesehen, dass es so zerrissen ist, die Buchstaben, und dann habe ich Bäume gesehen. Ja. Ja. Das basiert auf dem US-Cover von Resident Evil 4. Das war auch mit diesem weißen Hintergrund und den schwarzen Bäumen und sowas. Was nicht so cool aussieht, ich denke, das Cover, das wir bekommen haben, ist ein gutes Stück cooler. Und das, was wir bekommen haben, ist... das hier. Ich muss das erst suchen. Ah, ja, stimmt. Ja. Das ist super cool, auch mit dem Chainsaw Man da unten und sowas. Ja, doch. Fürchte Resident Evil. Ja. Yeah. Aber ich habe dieses Resident Evil direkt am ersten Buchstaben erkannt, nur wegen der Font. Also hat sich schon durchgesetzt, diese Schrift. Oh ja, das ist die neue Resident Evil. Sicher. Ja, ja, wegen Resi 7 und Resi 8 habe ich es direkt. Ich meine, ich habe eine. Ich dachte wegen 2 und direkt dachte, gesagt, ich dachte, das ist Resident Evil. Ich dachte, du meinst wegen 2 und 3 jetzt. Wie? Also achso, kann auch sein. Nee, einfach nur, ich kenn die Spiele ja kaum, aber ich kenne halt immer so Trailer und dann dachte ich so, das ist doch weil das ist Resident Evil 7 und 8, die spielen ja da mit diesen Buchstaben, ne? Ja, genau, und das wird auch immer so angekündigt. Immer so eine Sache oder so ein Titel und dann shiftet es sich so rum. Das hat mich darauf konditioniert zu denken, das ist doch Resident Evil hier. Und dann war es so. Ah, okay. Ja, ich dachte jetzt bei dem Logo, du meinst Resident Evil 2 und 3, weil die sind da genauso. Also 1 zu 1 so. Das ja, kann auch sein. Wie gesagt, ich habe immer Trailer in den Jahren gesehen und dann diese Font mir hat sich eingeprägt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, weil ich meine, das ist ein Spiel. Die Sache ist, wir wussten, dass das Remake kommen wird und sie haben große Schuhe zu füllen. Auszufüllen, denn. Viele der beste Teil. Es wird, oh, hauptsächlich für Moni. Sag sowas nicht, Johnny, das ist, es gibt Konflikte in der Community. Für viele der beste Teil, heißt nicht. Ich meine, es gibt ja mit Sicherheit auch Punkte, die man ausbessern kann. Nein. Im Original. Nein. Nein, ich denke nicht. Ich denke, es gibt einen Punkt, den man im Original ausbessern kann. Es gibt keinen Punkt. Nein, ich meine das ernst. Gar nichts? Ich meine das ernst an dem Punkt. Ich denke, Resident Evil 4 ist für das, was es ist, ein ziemlich perfektes Spiel. Was sie natürlich ändern sollten, ist, es war ein relativ früher Third-Person-Shooter und dementsprechend kann man, während man zielt, sich nicht bewegen und es verwackelt automatisch das ist doch schon ein bisschen, während man zielt. Und das ist eine Sache, die viele Leute von dem Spiel abhält. Ich glaube, Mave hat das auch ziemlich gestört. Ja, das ist ja schon mal ein Aspekt. Ne? Ja, das werden sie ändern, es gibt keinen Zweifel daran. Sie werden das Gameplay aus Resident Evil 2 wieder nehmen, also, yeah. Und ja, ich denke, Resident Evil 4 es hat nicht wirklich Schwächen. Hast du auf jeden Fall Zeit, bis März noch die HD-Mod zu spielen. Ja, yeah, und ihr könnt auch generell noch bis März das Original spielen. Ihr solltet das Original nicht einfach so, das ist eine gute Gelegenheit. Ich hab's ein paar Stunden gespielt, reicht das nicht? Ich meine die Zuschauer generell. Das Spiel existiert nicht. Ja, das natürlich. Ich meine, ja, ich weiß, sie haben es gezeigt. Aber dann am Ende hatten die eine Liste mit all den Spielen von der Präsentation. Da hatten sie Silksong aus irgendeinem Grund nicht drin. Das war super seltsam. War so ich glaube, das war irgendwie ein Fehler. Das Spiel gibt's gar nicht. Also, was angekündigt wurde, das war gestern während dem Xbox Showcase und das war eine absolut große Überraschung. Und zwar haben sie Hollow Knight der Silksong angekündigt. Und das ist eine große Überraschung, weil Silksong, wann haben sie zuerst revealed, dass sie daran arbeiten? Vor Ewigkeiten. Das war, glaube ich, 2019. Und seitdem hat man nie wieder was davon gehört. Ich weiß, dass bei jeder Direct, bei allen, nicht Direct, sondern bei jedem Showcase, was auch immer, Direct ist mir drin wegen Nintendo. Man hat immer drauf gewartet, ob das Spiel über irgendwas, das mal was gesagt wird, weil. Ja, das bei so vielen Leuten war es immer Elden Ring, Silksong. Von einem von beiden will man was hören. Ja. Und man hat, Elden Ring kam inzwischen natürlich raus und alles, aber Silksong, es kam nach wie vor nichts. Und dann einfach so kam gestern einfach aus dem Nichts dieser Trailer von Silksong. Man denkt sich, was? Das existiert? Und das sieht so gut aus. Und es sieht ziemlich so gut aus. Es sieht aus wie Hollow Knight. Aber es sieht sehr viel mehr actionmäßig aus. Ich weiß, es gibt Plattformstellen, aber ja. Ich musste erst mal fragen, yo, ist das neu? Also ist das. Kennt man dieses Gameplay schon? Sehe ich gerade ein neues Spiel oder nicht? Also ich war mir nicht sicher, weil ich ja, das Original. Ich hab's ja nicht gespielt. Also ich habe ein bisschen gespielt, aber ich dachte, vielleicht gibt's irgendwie so ein DLC oder irgendwie. Ich hab's gesehen, ich dachte auch zuerst, dass es nur DLC sein wird. Ja, ich dachte nicht, dass es Silksong wird. Aber man hat Hollow. Wow! Seidenlied.
Finde ich auch schön. Ah, sieht halt super cool aus. Und spielt natürlich diesen einen Charakter aus Hollow Knight. Ich habe ihren Namen vergessen. Und was ich soweit sehe beim Gameplay, was wurde ich sehr interessant finde. Was? Ich glaube, der Name wurde gerade gerufen, als du es gesagt hast. Ja, ich habe es auch zweimal gesagt. Hornet! Ja, im Game. Ja, Hornet, ja, genau. Und was relativ interessant ist, was man sieht, man hat viele verschiedene Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Das war eine Sache, die in Hollow Knight nicht wirklich gesagt war. Ich meine, es gab diese Ordenteile, die man ausrüsten kann, wo man ein verschiedenes Zeug machen kann. Aber hier hat man halt wirklich verschiedene, wirklich unterschiedliche verschiedene Angriffe und Movesets und sowas, was, denke ich, super interessant wird. Und auch ja, Dinge, die man begrenzt oft einsetzen kann, wie zum Beispiel Drainaden gerade. Also, Hornets Gameplay sieht so viel dynamischer aus, als was der kleine Hollow Knight hatte. Ich nehme immer kleinen Hollow Knight. Bisschen? Nicht ja, so sieht, geil, ich finde, er sieht schon sehr viel dynamischer aus. Als ja, aber nicht, wenn du, also, wenn du mal richtiges, wenn du richtig drin bist im regulären Hollow Knight, ist das nicht zu anders tatsächlich. Aber das ist doch das Schöne an den Spielen. Ja. Also, das Spiel könnte ich mir sogar gut bei Johnny vorstellen. Ich mag solche Spiele eigentlich sehr, aber ja. ich hab ja Hollow Knight eine Stunde gespielt und dann auch irgendwie nicht mehr. Ich denke, Hollow Knight könnte für alle funktionieren. Ist ein gutes Spiel. Hollow Knight ist ein gutes Spiel, ja. Nee, ich glaube, Melf meint, dass ich gerne solche Sachen mache, wo man immer wieder neu versucht und so. Mhm. Sich durchbeißt. Aber eins ist, es ist für Metroidvania wirklich lang. Im ersten Run, ja. Hollow Knight ist aber tatsächlich, ich habe auch ein, zwei neue Runs darin angefangen. Und es ist wirklich beeindruckend designt von dahingehend, wie offen die Welt ist. Und man muss nicht so viele Dinge machen, um es durchzuspielen, wie üblich in diesen Spielen. Und man hat sehr viele Freiheiten. Das heißt, ich bin gespannt, wie der ganze Weltaufbau in Silksong sein wird, weil Hollow Knight hat da wirklich ziemlich gute Arbeit geleistet. Ich meine, der Trailer suggeriert mir so ein bisschen, dass sie vielleicht mehr auf Combat-Action gegangen sind. Ich meine, wie gesagt, Plattforming-Stellen hat man gesehen, aber ein bisschen weniger von der Welt. Ich denke nicht. Was Hollow halt ein großer Teil von Hollow Knight war, auch mal ruhige Stellen und so zu haben. Hollow Knight hat ja auch viel. Aber es kann natürlich auch voll, ja, ich kann halt voll daneben liegen. Ich sage einfach nur, was mir der Trailer halt für Vibes gibt. Generell, ich denke, was sie zeigen wollten, war, dass sie neue Gegner gemacht haben. Das war nämlich so einer der Punkte, was sie auch schon meinten, dass es bei Silksong anders sein wird. Meine ich zumindest, dass sie es meinen. Es hat irgendjemand mir gesagt, dass sie es gesagt haben. Keine Ahnung. Ich habe keine Quelle dafür. Das heißt, wahrscheinlich wird es nicht stimmen. Aber was natürlich ein Problem aus Hollow Knight aus dem ersten Teil war, dass es nicht zu viele verschiedene Gegner gab. Und oftmals hat man Gegner gesehen, beziehungsweise sehr oft gesehen. Man dachte sich, ja, ist okay, ich habe es verstanden. Das heißt, daran werden sie hoffentlich arbeiten. Aber wir hoffen, dass wir das nicht alle Gegner gesehen haben aus Silksong. Ich denke, es waren noch nicht alle. Aber ich denke, das ist eine Sache, die sie damit auch so ein bisschen zeigen wollten. Ja. Dass sie mehr neue Gegner-Variationen haben. Gesehen. Was zum Beispiel ich gesehen habe, war dieser eine Gegner, der einfach den Topf auf dem Kopf hat. Und das heißt, er ist immun gegen Angriffe von oben. Was sonst nicht. Gab es in Hollow Knight einen Gegner, bei dem das wirklich so zutrifft? Ich glaube nicht wirklich. Es gab welche, da konntest du keinen Schaden machen, aber du konntest da trotzdem abprallen. Ja, sie konnten ihren Schild. Ja, genau. Das waren aber nicht wirklich. Die konnten halt trotzdem den Schild nach oben halten. Ja, aber die beim Schild nach oben, die kann man trotzdem von oben am besten immer angreifen. Konnte generell. Ja, brauchst du ein anderes Teil. Sehr viel, die waren sehr stark. Mhm. Leute, ich bin wirklich gespannt auf Silksong. Und es bekam natürlich auch kein Release-Datum, was ziemlich cool ist. Also, irgendwann wird es bestimmt kommen. Aber in der Xbox-Präsentation meinten die, alles, was man hier sieht, sieht man innerhalb der nächsten 12 Monate im Game Pass auch. Jedoch, wie gesagt, beim Listing haben sie das hier nicht gezeigt. Wo ich nicht weiß, ob die gleiche Regel auch hier zutrifft. Aber vielleicht trotzdem innerhalb der nächsten 12 Monate? Ich weiß nicht. Spricht er dagegen? Wir werden sehen. Vielleicht haben sie es auch einfach vergessen. Es ist so komisch gewesen, dass das Einzige war. So eine kurzfristige Entscheidung, das doch noch diesen Trailer reinzunehmen. Und dann war diese Liste nicht aktualisiert. Sie machen aber, gibt es aber teilweise, kommt es auch generell zu Fehlern. Zum Beispiel war bei Demon's Souls. Ja, aber meistens ja auch so auf die Weise. Als das Demon's Souls Remake angekündigt wurde, zum Beispiel, stand auch dran, dass es für PC kommen wird. Echt? Ja. Und es kam nicht für PC. Sie haben dann auch den ursprünglichen Trailer erst einmal runtergenommen und dann nochmal neu hochgeladen, ohne dass dran steht für PC und sowas. Ich glaube, das hattest du erzählt. Ja. Ist ja krass, weil das muss ja schon so produziert gewesen sein. Also, der Trailer und alles. Also, es können einige Fehler passieren bei sowas. Kann sein.
Hatten sie nicht irgendeine Konsole auch in irgendeinem Trailer mal vorweg? Also so, da stand dann, keine Ahnung, PlayStation 5 oder irgendwas, obwohl es die doch gar nicht gab oder irgendwie so? Es stand Nintendo NX an manchen Spielen schon dran, bevor wir die Switch hatten. Oder so, da gab's das, da stand... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich habe diese Erinnerung. Ja, das genau. Wow, für die NX, für die NX. Für die NX, ja, das war's. Die gute NX. So, dann hat mir Johnny noch zwei Trailer geschickt, die wir anschauen könnten. Fangen wir direkt mit dem an. Der alte Tassenkopf. Habt ihr den ersten Trailer gesehen? Der war so, der war auch so schön. Mit diesem... Also das DLC sieht so gut aus und ich glaube auch erst, dass es wirklich kommt, wenn es da ist, aber es dauert nicht mehr lang. Ich glaube am 30. ist es da und ich habe so unfassbar Bock. Es ist so cool, dass sie dabei ist. Ich kenne sie aus den Comics jetzt und aus der Serie. Ah ja, stimmt, die Serie. Ich bin Cuphead-Fan. Ich finde Cuphead so cool, von der ganzen Aufmachung und Optik und Stil und alles, aber ich mag das Gameplay einfach nicht so sehr. Ich habe diesen Trailer, glaube ich, auch falsch geschickt. Ich glaube, den meinte ich nicht. Man sieht anscheinend nur hier diesen Cuphead. Ja, das ist nur ein Gameplay-Trailer. Den anderen Trailer, den gab es halt nicht neu. Ich wollte nur, keine Ahnung, ich wollte nur zeigen, dass Cuphead auf dem Weg ist. Und kurz aber das ist reden, auf jeden Fall, dass ich mich übel drauf freue. Das schließt sich nahtlos an das Cuphead-Gameplay an. Zeig mal den Trailer für diesen DLC generell. Die haben da so coole alte Animationstechniken auch wieder. Schick mir den. Ja, ja. Der ist doch dein Vorschlag. Ja, ja. Der hast doch bestimmt den Vorschlag dabei, oder? Ja, ich muss das ja jetzt auch suchen. Oder ich brauche ja jetzt langsamer als du. Okay, dann schaue ich. Ob er in den Vorschlägen irgendwo ist. Ich weiß nicht mal, was der Trailer ist. Delicious Last Course, Boss Game. Oh, nee. Never mind. Ja, ich wollte es ja nur kurz sagen, also ich wusste auch nicht, was man alles jetzt von Cuphead gezeigt hat. Als ob es nicht dabei ist. Ja, aber es kommt halt bald. Ich sollte Cuphead auch mal durchspielen. Ich habe nie über die zweite Welt hinausgespielt. Ich sollte sie irgendwann mal wieder anfangen. Hä? Ich finde den auf YouTube nicht. Tja, das ist wohl besser. Hä, der war richtig schön, da waren so Puppen dabei und so. Ja, deswegen habe ich dir anscheinend auch das Falsche geschrieben, weil ich dachte, das ist es natürlich. Ich hab den vorhin erst gesehen, oder? Hier. Ist er das? Nein, ich find's nicht. Da waren... Ja gut, dann machen wir den anderen Trailer rein. Ich muss sagen, es ist aber wirklich seltsam, dass du Cuphead so sehr magst und Hollow Knight nicht weitergespielt hast. Das ist komplett was anderes. Ich würde nämlich sagen, dass von dem Ganzen, wie man Gegnern ausweicht und punisht und sowas von den Bosskämpfen her, dass das... vom Feeling her durchaus ähnlich sein kann bei den beiden Spielen. Ich habe Hollow Knight nicht aufgehört, weil ich irgendwie das Kampfsystem nicht mochte oder so. Aber das habe ich auch nicht gesagt. Game an sich ist ja anders, komplett anders strukturiert. Ja, eben. Ja, ja. Ich muss ja nur auf dieser Map irgendwo hin und dann mache ich da einen Kampf und dann kann ich es versuchen oder scheitern. Kann ich es schaffen oder scheitern. Und bei Hollow Knight muss ich ja Metroidvania-mäßig mir merken, wo war ich jetzt, wo könnte ich noch hin. Was cool ist, aber ist ja schon sehr anders. Ja, aber ich meine auch speziell die Bosskämpfe an sich, denke ich, relativ ähnlich sein können. So ein bisschen. Ich seh deinen Punkt. Halt vom Ausweichen, Zurückangreifen, Punishen und so weiter und so fort. Und auch über Projektile drüber bouncen und sowas. Ja, vor allem mit dem Stoß nach unten. Ja, ausschließlich mit dem Stoß nach unten. Ja. Und dann kann man auch, wenn man oft genug getroffen hat, kann man auch seine Energiekugel abfeuern und sowas. Es ist sehr ähnlich wie Cuphead. Ja, das kann sein. So, dann du hast mir noch was geschickt. Gefunden. Hast du es gefunden? Jetzt habe ich das gefunden, was ich sehr cool fand, auf jeden Fall. Das ist der alte Trailer, ne? Aber das ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall, ja. Weil beim Game Fest scheinbar war nur diese Stelle zu sehen. Ja, ich liebe die Aufmachung wieder. Okay. Dann schauen wir doch mal rein. Natürlich nur für die Switch. Wenn ich Cuphead denke, dann denke ich Switch. Es war zuerst Xbox-exklusiv. Das stimmt. Und jetzt ist es eine Netflix-Serie. Oh, das ist so super. Cool. Das ist so cool. Ja, und dann ist hier so Lummerland oder so. Also ist ja auch so. Das erinnert mich immer an die Wenn die Zeit. Daraus ein RPG machen würden, würde ich Cuphead spielen. So. Kann ich statt Portal Cuphead spielen? Das ist so gut an diese tatsächliche Fernsehproduktion. Portal wird das schnell. Aber ich will viel lieber Cuphead spielen. Kannst du auch spielen. Kannst du auch nicht spielen.
Dann darf ich es jetzt spielen? Natürlich. Na gut. Nein! Du spielst erst das eine zu Ende. Wie hast du Cuphead schon mal durchgespielt? Nein, ich habe hab die zweite Welt nicht gemacht. Also das, wo die Biene ist und sowas. Ich werde Cuphead wahrscheinlich nochmal durchspielen, bevor ich dieser den Design. Ich liebe den! Dieser Salzstreuer einfach als Charakter. Ich weiß nicht. Würdest du sagen, das ist ein Hamburger Jung? Ja. Ja, so stelle ich mir meinst du, meinst du Cuphead Hamburger 2 vor. Oder so könnte dazu auch so einen Stil bekommen? Für manche Level oder so? Also jetzt es gab, glaube ich, ein Level, was zumindest der Hintergrund war, glaube ich, ging in die Richtung. Es ist alles möglich. Das war ja im ersten Teil. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas Stop-Motion animiert halt. Ja, ja. Mhm. Das hier ist gerade halt Puppen so. Nicht Stop-Motion, sondern. Ich meinte jetzt aber In-Game. Ah, ja. Ja, und dann brennt das da. Das ist super. Das Geräusch. Oh, was? Das kommt schon fast. Oh Gott. Ja, das ist bald da. Den will ich eigentlich nochmal durchspielen, bevor es kommt. 30. Juli, das ist mir jetzt so plötzlich. Das kostet 8 Euro oder so. 8 Euro, ja. Das geht Morgi zu schnell hier. Das ist so ein Stil. Die schenken das eigentlich. Das ist so ein Stahl, okay. Die schenken mir das eigentlich. Ja. Unter 10 Euro, das ist ein Geschenk. Ist es? Ist ja wirklich so, ja. Naja, der Plucky Squire. Plucky Squire sah unfassbar cool aus, fand ich. Das war noch ein anderes Spiel, was Johnny mir geschickt hat. Das hat Tim mir geschickt. Ich hatte das nicht selber mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wo das gezeigt wurde. Ob es einfach nur die letzten Tage. Devolver anscheinend. Devolver, genau. Devolver added again. Da wurde es gezeigt, dann denke ich mal. Ja, die Devolver-Konferenz. Die eine war mal lustig und danach haben sie es immer zu sehr versucht. Das war nicht mehr lustig. Das stimmt. Aber das ist es. Davis Plucky Squire named Jot. Jot roamed the land in search of adventure. Oh, ich liebe es! Das sieht sowas von nach einem Spiel aus, was wir hier spielen. Ja, yeah. aber wartet erstmal ab. And generally being very heroic. Ich mag, und der Arzt heißt mich so. Anschau. One day he discovered something. Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Oh! Yeah. Oh, shit. Oh mein Gott, das ist so cool. Und es hört nicht auf. Ja, der Trailer ist gleich vorbei. Moment. Okay. Da, das will ich super. Hast du es auf der Tasse gesehen? Oh mein Gott, das ist cool. Du brichst aus dem Buch aus und es gibt trotzdem noch Texturen, wo du dann reintauchst. Da muss viel schief cool gehen, dass wir das hier nicht zusammen spielen. Das sieht super aus. Und kein Release-Datum. Auch von der Optik her ein Switch-Game? Das sah ja viel zu strong aus. Scheinbar. Also, ich meine, ich würde sagen, dass draußen sah aus wie Links, nicht so gut aus wie Link's Awakening. Okay, ja, das schafft sie wahrscheinlich, ja. Das ist nicht die so unrealistisch, es ist hauptsächlich nur sehr kreativ. Sieht so exklusiv aus, aber ist nicht, oder? Ich habe beide Trailer nicht. Waren irgendwie von Nintendo. Ich weiß nicht, warum ich nichts anderes auf YouTube finde gerade. Also, das Cuphead-Ding habe ich auch nur. Haben. Anscheinend. Ja, aber ich habe richtig gebraucht, um den Cuphead-DLC-Trailer zu finden. Das war voll seltsam. Naja. Ja, das waren die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall hervorheben wollte. Den Rest, ich fand vieles ziemlich cool. Ich liebe, dass Hot Wheels und Forza auch gestern gezeigt wurde, dass die zusammen... Hot Wheels-Spiel, das rauskam, nicht auch schon von denen? Ja, ich erinnere mich auch, dass da irgendwie schon mal das ziemlich cool aussah mit so relativ realistischen Hot Wheels Maps. Aber ich fand das trotzdem cool. Ja, yeah, sie haben auf jeden Fall. Forza-Spiel gezeigt und ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung über das Spiel, aber es sieht halt so gut aus. Ja, dann haben sie danach irgendwie nochmal Forza gezeigt, haben sie gesagt, mit Hot Wheels, dass ihr Forza 5 gespielt habt. Ich dachte mir, warum? Forza 5. Das ist irgendwie gefloppt angeblich auch. Nein, also das ist ein richtig viele, wirklich? Ja, angeblich ist Forza 5 echt ein Schläfer gewesen. Also es war auch einfach langweilig, das Spiel. Ich habe mitbekommen, dass sie super viel gespielt haben, als es rauskam. Und bei mir meinten das mehrere Leute im Chat. Da, ja, keine Ahnung. Das ist ein richtiges Vorzeigespiel. Ja. Und ich habe nur zwei Trailer rausgesucht, außer Johnny hat mir niemand was geschickt. Ja, ich habe leider die Shows nicht so ganz verfolgt, leider. Ich wollte das alles noch machen. Was mich so verwundert hat. Ja, ich weiß. Dieser Beispiel bin ich so informiert.
Ich habe die Sachen geguckt und also ich habe so nebenbei laufen gehabt, aber irgendwie ich habe halt auch noch Xbox wirklich geschaut, aber ja, ich denke Resident Evil 4 Remake. Ich habe nur gesehen, dass es ultra viel Space Thema gibt, also ich bin Naja, vor allem Starfield wurde dann auch sehr lange gezeigt. Starfield sah so und man denkt sich so aus. Das habe ich gar nicht gesehen. Starfield also es ist ein RPG und es spielt über 1000 Planeten. Mensch, da wird bestimmt alles. Ey, als sie das gut gezeigt haben mit den vielen Planeten. Echt, das sah alles gut aus. Und dann haben sie über die Ausmaße des Spiels geredet. Und ich dachte mir, Bethesda, wollt ihr uns verarschen? Wir erinnern uns doch an Fallout 76. An den Launch. Ich erinnere mich noch an No Man's Sky. An No Man's Sky erinnere ich mich dann nämlich eher. Ja, das auch noch mit diesem Laser-Bauteil. Ja, das schon. Aber No Man's Sky hat sogar ein Comeback oder so eine Art Redemption. Fallout 76 auch. Und Moment. Und No Man's Sky ist ja aber von sich aus schon darauf ausgelegt gewesen, das sind so generierte Planeten, oder? Also es gibt doch unendlich oder so. Ja, und das ist dann halt natürlich da auch. Naja, das sagst du jetzt so, aber die haben es halt nie, es wirkt eher so wie, es sind limitierte 1000 Planeten. So, natürlich ist das unfassbar viel, aber es klingt so wie, das kann ja nicht alles ausgesehen sein. Na eben, das kann ja nicht. Die haben den Algorithmus geschrieben und das generieren lassen. Ja, aber bei No Man's Sky hat man nie behauptet, dass es also, oder nie erwartet. Yeah, das so stimmt. Ja, die haben das halt nicht erwähnt, dass es generated stuff ist, ne? Selbst aber wenn es nicht generated ist, dann kann es nicht gut sein. Das hat halt erklärt, warum die Planeten alle unfassbar langweilig aussahen. Sahen nicht langweilig aus. Die Planeten, ich fand, die sahen sehr langweilig aus. Die Planeten, die am Ende gezeigt wurden, der Anfang ist extrem langweilig gewesen. Bei Starfield, meint ihr jetzt? Ja, bei Starfield meine ich. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das, was man am Ende gesehen hat bei Starfield, fand ich echt cool. Ich weiß aber, dass ich Starfield nie spielen werde. Es hat auch so viele komische Mechaniken und so. Ich dachte mir, ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Ja. Wo man verschiedene Charaktereigenschaften von seinem eigenen Charakter einstellt und sowas. Und ist alles ganz nett, aber ich glaube, es ist mir zu viel. Ich glaube, ich habe wirklich keine Lust. Meint ihr, Starfield mag Astronauten-Lasagne? Ja. Ich will nicht nachfragen, was das ist. Das ist das Starfield, was ich möchte. Der Spin-off zu einer beliebten Zeitungsstrip. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das mit der Lasagne verstanden habe. Ich habe es schon einmal gesagt, das war untergegangen, dass es klingt wie Garfield. Achso. Der Trailer, der mich aber irgendwie am meisten irgendwie gepackt hat, vor allem ist auch eigentlich aus der State of Play. Das war der Final Fantasy 16 Trailer. Habt ihr ihn gesehen? Nein. Oh, das sah ziemlich cool aus. Muss ich eigentlich, aber ich weiß gerade nichts mehr. Achso, doch, checken. Ich habe da komplett drüber geredet, wie ich es immer mache. Und am Ende so, war das übrigens eigentlich jetzt ein neues Final Fantasy? Und alle so, ja, oh, okay. Es war cool, aber ich habe nichts mit Final Fantasy so zu tun. Sieht halt immer super sick aus, die Trailer. Ich für meinen Teil habe ja vor nicht allzu langer Zeit Final Fantasy 15 durchgespielt. Und das ist nicht so übel wie viele andere. Das ist der 16er Trailer. Und ich fand, das sah schon sehr cool aus. Es hat viel 14er Vibes, ist ja auch vom gleichen Team, aber halt trotzdem sehr viel eigenen Stuff. Da ist ja Fully dabei, wenn es von Final Fantasy 14er Team ist. Gleich geht's los. Und Musik ist ein Banger. Damit meine ich, der Film. Mit den blauen Menschen. Da war ein blauer Mann. Ja, an diesem Punkt hatte ich halt so, ich war schon so abgestumpft von der State of Play in dem Moment, dass ich nicht so aufmerksam war. Dann habe ich nicht bemerkt, dass es ein neues Final Fantasy ist. Creative Business Unit 2! Oh mein Gott! Nein. Die Kämpfe sehen schon ganz cool aus. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Hat gewisse MMO-Vibes, das ganze System. Oh ja, das war auch, wo sie dann damit geprahlt haben, wer alles daran arbeitet, wo sich das Kampfsystem irgendwie auch, weil ich von Devil May Cry aus dem Team habe und sowas. Ja. Yeah. Das habe ich gesehen am Ende dann. Und Yoshi P ist Producer. That we may bring an end to the strife and found a new order to see us unto tomorrow. Wäre schon sehr lustig. Ja, könnt ihr. Oh, nice. Es hat auch viel Dark Fantasy Vibes.
Was ich eigentlich auch ganz gerne mag. Gleich, das gleich scheint soweit eine ganz sinnvolle Ergänzung. Gleich kriegt Fully Gänsehaut, wenn die Namen auftauchen. Ich krieg Gänsehaut, wenn ein Chocobo auftauchen würde. Das ist für mich das Nostalgischste an Final Fantasy. Hat man im ersten Trailer man schon. Final Fantasy 4 für den DS, war's das? Ich glaube, das habe ich mal fast durchgespielt. Chocobos tauchen in jedem und Teil auf. Man hat quasi scheinbar Kaiju-Battles zwischen den Beschwörungen. Ich also das wollten sie eine. Auch in F15 machen, aber konnten nicht. Ja, ganz. Aber hier siehst du ja, du steuerst die ja tatsächlich selber. Ich mochte auch die Stellen hier in Automata, wo man sowas hat. Das war auch super cool. Jo. Na, das ist schon sehr cool. Okay, Fully. Das sieht nach so einem Fully-Ding aus. Ja, ich hab da voll Bock drauf. The Empire. Sieht so gut aus. Odin? Der auf dem Horse war Odin. Ganz viele Bekannte. Alle gibt's im Final Fantasy 14. Da gibt's sowieso alle. Zu jedem Teil doch immer. Yeah. Da gibt's auch. Aber die sahen auch. Da gibt's auch Nier-Charaktere. Wie in jedem Teil. Das stimmt. Und Monster Hunter-Charaktere und. Es gibt Final Fantasy 7? Ja. Nee, nee. Ich meine diese ganzen Bahamut, Shiva, Ifrit und sowas. Diese, was sind das? Aber du hast nicht in jedem Final Fantasy zum Beispiel Garuda oder so. Okay, oder okay, Odin okay, das mal. Kann sein. Nein, nein, Gerudo ist aus Zelda. Nein, Garuda. Ich glaube, in 15 gab es auch keinen Odin. Stimmt, ja, es gab wahrscheinlich keinen Odin. Aber ja, sieht ganz nett aus, denke ich. Weil jetzt ehrlich gesagt, Trailer hat mich nicht sonderlich gepackt, aber das ist okay. Jetzt zeig schon, Bobby. Was hast du? Was hat dich gepackt? Resident Evil 4. Nicht so wirklich an dem Trailer, ehrlich gesagt. Nein, von deinen Sachen. Wie von meinen Sachen? Du hast doch auch Trailer rausgesucht. Er hat schon Resident Evil 4 gezeigt. Ich habe mal Trailer gezeigt. Die haben ihn beide gepackt. Wait, hattest du nicht noch einen? Nein. Ich hatte halt Resident Evil 4 und Hollow Knight. Stimmt, stimmt. Entschuldigung. Sag doch mal jetzt, was dich gepackt hat, Moggy. Resident Evil 4 reicht uns nicht. Nee, nee, richtig. So, und ich schätze, das war soweit, was wir von dem Summer Games Fest gesehen haben, denke ich. Ich meine, es fehlt halt auf jeden Fall Nintendo noch für mich, ne? Ja, das ist das Wichtigste. Aber, die werden aber nichts zeigen, oder? Naja, vielleicht doch. Nicht. Also irgendwann oder? Kommt werden bestimmt sie? Bald eine Direct. Ach, das ist auch gar keine angekündigt bisher, ne? Ich dachte, nicht. Es wäre eine für den 15. Juni schon und irgendwie, ich dachte, es wäre real, aber dann war es doch nicht so. Das war seltsam. Hat da auch eine Version angekündigt. Ich war auch irgendwie auf einen Fake reingefallen oder ich weiß es nicht. Das ist gemein. Twitter ist Nintendo, was macht ihr? Nintendo kommt auch nicht zur Gamescom. Wir wollen gar keinen Erfolg haben. Sind so erfolgreich mit der Switch, das reicht denen jetzt. Brauchen sie nicht. Aber Nintendo hat noch ein Spiel rausgebracht, falls wir noch in der Gamer-Woche sind. Und ja, ich. Und das ist? Und ich habe bereits 10 Stunden Mario Strikers Battle League gespielt und gestreamt. Ich bin süchtig. Ich finde das Spiel super. Wenn man Fan von Mario Strikers Charged war für die Wii, dann denke ich, dass man einiges vermissen könnte. Die ganzen bunten Sachen, so von wegen, dass da die Charaktere, jeder Charakter hat einen Special Move und die Items sind auch ein bisschen kreativer und der Ball lädt sich im Laufe des Spiels auf, wenn du ein gutes Passspiel machst und so. Das gibt's alles nicht mehr. Aber ich war ja eher Fan vom GameCube-Teil und habe Jahre auf dem. Der Wii-Teil sah immer komisch aus. Für mich. Ja, fand ich. Fandest ich war du? Auch nie so ein großer Fan, aber da war hatte halt online und das Gameplay war schon ähnlich, denke ich. Wie beim ersten. Ja, aber es kam ja auch nur ein Jahr nach dem GameCube-Teil raus. Also es war nur so eine Art Erweiterung davon, hatte ich immer das Gefühl. Und ein noch. Jahr danach? Noch cool, oder zwei oder so. Ja, oder? Okay. Also auf jeden Fall, selbst wenn es drei wären, jetzt sind nochmal 15 Jahre oder so vergangen. Und jetzt kam plötzlich ein nächster Teil, obwohl ich nie überhaupt nicht mehr damit gerechnet hatte. Und das haben sie auch erst vor ein paar Monaten angekündigt, jetzt ist es schon da. Und ich bin komplett, also das Gameplay finde ich so gut. Ich verstehe, wenn man sagt, das ist mir den Preis nicht wert. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder sich das holen sollte, nur also man kann schon noch warten, obwohl Nintendo-Spiele werden nicht billiger, ne? Nur die Hauptspiele, die anderen eigentlich schon.
Paper Mario bekommt man zwischen auch schon günstiger oder sowas. Also wenn einem das zu teuer ist, das sehe ich komplett, aber ansonsten, wenn man sich beschwert, da ist zu wenig Content drin, zu wenig Maps, zu wenig Charaktere, das stimmt, das ist valid Kritik, aber ich sehe, dass die Entwicklung auch da reingeflossen ist, dass dieses Gameplay einfach ausgeglichen und spaßig ist und cool und es ist bisher das kompetitivste und deepste Gameplay, also man kann die meisten coolen Moves und Überlegungen machen beim Spielen und es gibt so viel Abwechslung, wie man kann die anderen, man kann die Teamkameraden rammen und die dadurch nach vorne boosten und man kann irgendwie jeden Pass aufladen und man kann Pässe machen, die man gar nicht jemandem zuspielt, sondern die kann man auch irgendwo hinziehen und es gibt meiner Meinung nach sehr viel mehr Abwechslung im Gameplay als früher, wo es einfach nur so, oh ja, ich spiele mal ein bisschen los. Fully wollte nämlich genau das, denke ich, einfach ein bisschen spielen und Spaß haben und das war dann nicht so für ihn, aber ich bin da voll drin. Ich war komplett lost und dann wollte ich irgendwie online spielen und dann musste ich irgendwie erstmal einen Club gründen oder einem beitreten und ich war so, was? Ja, das musste ich okay, gar well? Ja, wie spielen wir dann online? Ach nee, stimmt, ich habe bisher auch nur gegen Freunde online gespielt. Ich weiß noch nicht, ob ich habe noch nicht den Free-for-all-Online-Modus ausgecheckt. Da musst du dir halt irgendwie einen eigenen Club erstellen. Sonst kannst du Mario Strikers Battle League ist so Spaß. Ich bin noch nicht gut, weil es ist fucking schwer, in diese Steuerung reinzukommen. Aber ich hatte schon so viel Spaß damit. Ich wünschte, ihr hättet es auch, beziehungsweise ich wünschte, es wäre nicht so teuer. Damit man einfach mal ein bisschen bolzen könnte. Das wäre halt auch, vor allem, wenn du sagst, dass so viel Zeug gibt, ist halt auch wieder ein großer Skill-Gap dann zwischen uns. Ich glaube nicht, dass wir es miteinander wirklich spielen könnten. Mm, aber ja, gut. Ist halt dann wieder so, wenn wir mit dir Mario Kart 8 spielen. Auf dem GameCube. Okay. Du bist halt das irgendwo ganz weit vorn und wir fahren irgendwie noch hinterher. Ja, okay. Echt mal, Johnny. Schwitz mal dann klotz doch mal ran. Schwitz doch nicht so hier in die Nintendo-Spiele so rein. Ich finde Tryharden so spaßig. Ich spiele immer noch die ganze Zeit Elden Ring und ich glaube, ich hasse Elden Ring. Warum? Was ist jetzt los? Wie, warum? Also so gut, warum ich bin in Strikers auch echt nicht gut, weil ich will es immer noch so spielen wie die alten Spiele. Ich krieg das nicht raus. Mein Gameplay ist immer noch wie früher, aber das neue Spiel muss ganz anders rangegangen werden. Da bin ich noch sehr verkopft. Musst du ran? Ja, muss ich erstmal ein paar Runden joggen und trainieren. Ich dachte, du liebst jetzt Elden Ring. Ich meine, ich liebe es nicht. Es hat nur... Okay, warum habt ihr euch getrennt? Was ist los? Was hat sie getan? Kämpf gegen die Late-Game-Bosse und du weißt, was es getan hat. Hast du noch Liebesbriefe von ihr aufbewahrt? Frag mich zum Glück, wo die Spiele ist. Okay, wenn du den Feuerriesen gemacht hast, Gott! Verzeihung. Du wirst keine Frage mehr stellen. Letzte Woche ist noch, ich glaube, ich liebe Elden Ring und dann jetzt heißt es, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Nein, das Spiel ist halt, Du hast gesagt, ich wurde jetzt warm damit, jetzt habe ich mich gefühlt, als würde ich ein Souls-Like spielen und dann wieder nicht. Eine Ehe geht auch durch dunkle Zeiten. Es hat echt miese Bosskämpfe, was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich habe aber trotzdem für nächstes Wochen will ich dann noch den einen Run fertig machen und dann will ich mit Alter noch einen Koop-Run anfangen. Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Ich hoffe, ich schaffe irgendwann mal Witcher durchzuspielen. Lässt ihn nicht los. Herr May, willst du mitmachen beim Koop-Run? Mich lässt Witcher nicht los. Fällt mir gerade ein. Ja, sag mir Bescheid. Dann schaue ich mal. Wie ist denn dein Witcher-Abenteuer, Maeve? Lang. Und hart? Sehr lang. Ich habe die letzte Woche damit verbracht, irgendwelche Weingute von Monstern zu befreien, weil sich diese Questreihen irgendwie ziemlich lang gezogen haben. Aber ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich die Nebenquests irgendwie zuerst machen will, bevor ich jetzt Hauptquests mache. Ich würde sagen, dass Johnny den Kopf geschüttelt hat und ich kann nur zustimmen, denn die Scheiße habe ich nicht gemacht. Moggy macht diesen Spruch und nimmt erstmal einen guten Schluck von der Coke Zero. Das war der Restschluck, der war nicht so gut. Oh mein Gott, ich habe gerade das Gleiche gemacht. Bei mir sieht man es nur leider. Die war schon so gut wie leer und ich so. Und jetzt hast du noch mal. Nein, bei mir war noch was drin, aber es war der letzte Schluck und er ist ein bisschen warm und keine Kohlensäure. Ja, ganz bisschen war auch noch drin. Das war der Uwe. Stimmt, der Uwe. Unten wird's eklig. Wie viel fehlt dir eigentlich noch in Witcher 3, Maeve? Ich habe das Gefühl, du, wie lange bist du schon dabei? Ich habe jetzt im letzten DLC quasi alle Nebenquests erledigt und werde jetzt die Hauptreihe-Quest machen und dann bin ich fertig. Die Hauptquest wurde auch noch super cool im zweiten DLC. Bin gespannt. Ich will jetzt nicht sagen, wo ich bin. Weil ich gar nicht so genau weiß. Achso, ich dachte gerade, willst du hier irgendwie dann kannst nicht spoilern. Natürlich das Hauptquest du durch. Am Ende von dem DLC kannst du natürlich noch das Dark Souls Bonfire finden. Stimmt. Das hast du mir gezeigt, ne?
Ja, es existiert. Es gibt ja am Ende von 2 DLC so ein Easter Egg. Was einfach ein Bonfire aus Dark Souls ist. Du hast übrigens noch die Übertragung an, Moggy. Ja, ich will euch noch was anderes dann zeigen. Nach der Gamer-Woche. Vielleicht ich hoffe, dass ich nächste Woche davon berichten kann, dass ich Witcher 3 endlich durchgespielt habe. Und hast du denn die Main-Story irgendwie vorangetrieben oder noch gar nicht so wirklich? Doch, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Aber die letzte. Okay. Quasi bis letzte Woche habe ich die Main-Story vom zweiten DLC gemacht und jetzt in der vergangenen Woche nur Nebenquests quasi. Ist das hier gerade ein Elterngespräch? Ja. Also deine Leistung hast du jetzt noch nicht so nachgewiesen. Na, also wie fandest du die Charaktere? Also ich mochte ja, warte, war das Novigrad? Ja, den Teil fand ich, glaube ich, ziemlich am spaßigsten, weil Uli die ganzen schon wieder Charaktere mit den, noch nicht mal die Hauptstadt betreten und Uli will sich zum Spiel äußern. Ja, ausgerechnet mit der Hauptstadt will er jetzt ankommen. Ich meine, ja. Mochtest du die Hauptstadt etwa? Ja. Nee, ich glaube, den Teil fand ich am spaßigsten und ich mochte die Charaktere sehr. Hast du Witcher 3 durchgespielt? Ja. Ah, okay. Wusste ich nicht. Und alle waren irgendwie, also nicht alle, aber viele waren Arschlöcher. Ja. Und manche musste ich umbringen. Hast du auch die DLC gespielt? Nö. Ich sag's, wie es ist. Leute, die Hurensohn Junior umbringen, sind schwach. Nein. Doch. Doch. Ich hab, glaube ich, kaum drüber nachgedacht. Hat niemandem was getan. In meiner Welt existiert ein Hurensohn Junior, Mommy, ja? Er ist nicht weg. Ich hab den Hurensohn Junior Run gemacht, wo ich nur schlechte Entscheidungen treffen wollte. Da habe ich ihn leben lassen. Spoiler an der was Stelle. Was hat das für Auswirkungen? Niemand lässt ihn leben, deswegen kann ich es kurz verraten. Denn niemand lässt ihn jemals leben. Niemand lässt ihn. Ich habe eigentlich so auf Gnade wirken lassen und einmal musste ich jemanden, den ich sehr mochte, umbringen, weil die Quest einfach dahin verlaufen ist. Ich sag's mal nicht, wer es ist, aber es ist halt. Was, Johnny? Schon ein präsenter Charakter? Nein, nicht Johnny. Er ist ein präsenter Charakter und ich mochte ihn eigentlich. Johnny ist ein präsenter Charakter. Gut, dass du es aufgeklärt hast, Fully. Auch wenn er ein Arschloch ist, aber da verrät dann einen und du kannst halt nichts machen. Und generell sonst, ich habe so oft immer Gnade walten lassen, weil ich mir immer dachte, na, ich bin nicht der Gerard, der Leute umbringt. Das wäre ich auch. Aber bei Hurensohn Junior, ich glaube, ich habe da gesagt, nee, ich kann nicht, wir müssen ihn umbringen. Es geht nicht. Allein, dass der so heißt. Nicht weitermachen. Ich finde das so witzig. Ich kenne das Spiel ja nicht. Also, ja, dieser Hurensohn. Ja, sein Ding ist halt, dass er Prostituierte foltert und sowas. Ja. Ja, und der heißt auch so, oder? Ja, der heißt ja. Ich glaube, seine Mutter ist auch eine. Ich glaube, der Name kommt nicht von irgendwo her. Ich finde, ich mag es immer, wenn sich so Wörter trennen von ihrem herkömmlichen, also von der eigentlichen Bedeutung, wo man einfach nur Hurensohn sagt. Und dann das ist einfach ein schönes Wort, um es zu benutzen. Ich mag das Wort. Ich würde damit nie Sexworker irgendwie diffamieren, ist das falsche Wort. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man Hurensohn sagt, dann meint man damit nicht deine Mutter. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ist einfach nur worauf du hinaus möchtest. Ein gutes Schimpfwort. Es macht einfach Spaß zu sagen. Einfach ja. Hurensohn. Ja, das finde ich schon. Es ist einfach, es fühlt sich gut an. Oder mit Bastard, meine ich, ist mir auch egal, ob jemand dann geheiratet, ob die Eltern geheiratet haben oder nicht. Oh, scheiße, Mann, willst du gerade sagen, dass seine Eltern nicht unter dem heiligen, Bund der Ehe standen? Oh mein Gott! Du verdammter Bastard. Oh, das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Ja. Du musst einen Gang zurückschalten, John, jetzt ist zu hart. Fully hat das Wort vorhin sehr laut gesagt. Fully geht aus dem Briefkasten. Ich habe hier den Freifahrtsschein. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt noch, wenn man Hurensohn Junior am Leben lässt, es ist super enttäuscht, es passiert nichts, aber irgendwann später sitzt er in der Gosse und sagt, ich bin betrunken oder sowas. Und das war's. Ja. Es ist so enttäuschend. Cool. In der Biologie gibt es noch eine andere Definition für Bastard. Nachkomme von Eltern mit erblich verschiedenen Merkmalen, was absolut gesund klingt. Ist die Alternative Inzest oder verstehe ich das falsch? Ja, ich weiß nämlich auch nicht genau. Ja, müsste ich vielleicht nochmal. Ich habe das Gefühl, wenn das Erbgut gleich ist. Ja. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Ja, aber das ist, glaube ich, das biologische Wort dafür, weil es auch, ne, früher war doch eine Sache, heirate bloß nicht in irgendwie gesunde Menschen rein, nimm mal diese Inzest-Familie, mit der wir Connections haben. So hat man es natürlich nicht ausgeschmückt, aber. Nicht eheliches Kind, besonders eines Adligen und einer nicht standesgemäßen Frau. Und standesgemäß bedeutet kleiner Genpool. In den meisten Fällen. Das war was Positives.
Napoli? Das ist nicht einfach, dass es dann nicht legitim ist. Der was dann nicht unbedingt dein Erbe antreten kann, wenn du adelig bist. Außer du legitimisierst den dann, was, keine Ahnung, meistens eh nicht gemacht wurde. Es sei denn, du hattest keinen anderen. Ja, oder es ist so eine wahre Liebesgeschichte, wo der Adlige sich in das Bauernmädchen mit echten Gefühlen... Das eine schließt das andere ja nicht aus. Nee, nee. Ja. Aber dann ist es ein Bastard. Ja. Kann er wahrscheinlich deinen Scheiß erstmal nicht erben, solange er Bastard ist. Solange du ein Bastard bist, bekommst du kein Geld. Ich meine, so war das doch bei Adligen, oder nicht? Hat mein Arbeitgeber auch gesagt. Ja, verstehe. Sind wir jetzt in der Schimpfwortwoche? Was ist euer Lieblingsschimpfwort? Okay. Oder habt ihr noch welche, die euch auf dem Herzen lasten? Schimpfwörter? Hm. Ja. Apropos, oh mein Gott, Sache, die ich mal gesehen habe. Ja. YouTuber heulen ja immer, oh, ich darf kein Schimpfwort sagen und sowas, was man sagen darf. Es gibt dafür bei Monetarisierung immer dieses extra Häkchen, das man aktiviert. Und sie haben dafür ein Beispiel genannt. Scheiße. Warte, ich muss jetzt finden, was man für Schimpfworte zum Beispiel... Ich suche nach dem Beispiel direkt, okay? Ja. Okay. Dazu musst du ein Video hochladen. Ich glaube, sonst findet man diesen Tab nicht mehr. Ich hab immer was auf Vorrat, keine Sorge. Ja, aber ich glaube, du musst es... Sobald du es einmal abschickst, kannst du es nicht mehr ändern. Ja, ich habe was gerade. Ja. Du kannst in der Übertragung sehen. Ja. Und zwar, pass auf, folgende Sache. Man kann unangemessene Sprache, okay? Man sieht nichts. Seht ihr nichts? Nee. Mm-mm, ich sehe okay, nur schwarz. Moment. Fenster wechseln. Bildschirm. Warte, ist Bildschirm 1 der richtige? Ich bin ich mal sehr gespannt. Ist ja okay. Das ist auf einmal jede also, Form, die ein bisschen beleidigend sein könnte. Da ist es. Genau, und unangemessene jetzt, Sprache. Unangemessene Sprache. Was haben wir als Beispiele? Verkürzte, zensierte oder leicht vulgäre Sprache wie Scheiße oder Verdammt im Titel, Thumbnail oder Video. Verwendung von mäßig vulgärer Sprache wie Scheiße oder Schlampe. Sie haben Schlampe als Beispiel genommen, was ich super seltsam fand im Video. Gelegentliche Verwendung von ausgeprägter vulgärer Sprache wie das F-Wort. Ihr schreibt Schlampe aus, aber nicht Ficken, okay? Am Anfang nein, des nein, Videos... Nein, Moment, die Bedeutung von Schlampe hat sich sehr gewandelt. Es gibt Menschen, die so, keine Ahnung, 60 sind oder so, für die war das so ein ganz normales Wort für Schlampe. Ich wurde auch Schlampe genannt im Sinne von, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Was bist du denn für eine Schlampe? Was bist du denn für eine Schlampe? Räum mal dein Zimmer auf. Also so habe ich das Wort ursprünglich auch kennengelernt. Da ist die N-Bombe. Du solltest nicht zitieren. Extrem vulgäre Sprache im Titel, im Thumbnail oder an anderen Stellen im Video, wie zum Beispiel, weil du kannst diese Worte im Titel einfach schreiben. Das sind super, ich meine, Fotze, okay, ich verstehe nicht ganz, was daran so extrem vulgär ist. Vor allem wieso, so viel vulgärer als ist es ja ungeeignet. Das F-Wort. Die anderen beiden dagegen, warum genau darfst du dir den Titel schreiben und das Video monetarisieren? Weiß ich nicht, vor allem sie konzensieren es hier ja auch, das heißt, es müsste dann ja auch, also... Ja, weil es super diskriminierend ist. Ja, ich weiß. Titel im Thumbnail. Okay, aber interessant. Wenn du das auswählst und abschließt, ist es ungeeignet, oder nicht? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Aber warum ist es überhaupt sollte. Da? Vielleicht, damit man auch nochmal hier sieht, das darfst du halt nicht machen. Ja, aber es sind ja auch, ich meine, es sind generell Worte, die automatisch rausgefiltert werden, egal was du auswählst. Ja, deswegen ja. Verstehe ich ganz, was der Sinn auch ist. Nicht. Warum würde man das überhaupt einen Titel schreiben dürfen? Okay. Aber ja, Schlampe ist so, da gibt es auch 3 Fragezeichen-Folgen von damals, wo sie einfach nur sagen, das ist ja eine Schlampe. So einfach, das war so ein Wort für Leute, die schludrig sind. Genau. Die schlampig sind, würdest du sagen? Ja. 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 Das habe ich eben schon gesagt, ja. Ja, absolut, absolut. Ich fand es trotzdem ein bisschen seltsam, es zu lesen. Leicht vulgäre Sprache wie Scheiße oder Schlampe. Das heißt, ich darf einfach... Wie kommt man auf die... Also Scheiße verstehe ich, aber wie kommt so man Schlampe auf das ist doch auch Beispiel? Nicht so schlimm, vor allem in den ersten bin ich nicht 30... unbedingt Frauen damit diskriminiere, sondern... Ja, aber was, wie, in welchem Kontext, wen willst du sonst so nennen? Da geht's voll ja, okay. Und darum, dass es in den ersten 30 Sekunden stattfindet im Video, siehst du das? Ja, es ist alles sehr seltsam, deswegen. Ich mache immer... Bis zu 2-mal in den ersten 30 Sekunden, da dürfen wir das sagen.
Also bei Videos mit uns oder meine Streamaufzeichnungen, ich mache immer das erste Häkchen und ich denke, es ist sehr akkurat, ehrlich gesagt. Ja. No. Was haben wir eigentlich sonst so für Kategorien? Ich habe manchmal Videos, wo ich sage nichts davon. Ja, ich auch. Explizit für YouTube aufnehme, habe ich auch keine Schimpfworte drin. Ich habe überhaupt nichts gegen Schimpfwörter und ich nutze sie an sich auch. Ich würde sie nutzen, aber irgendwie mache ich es einfach nicht. Ich bin anscheinend nicht der Typ, dem sie oft einfallen. Ja. Deswegen kommt es oft genug vor, dass ich nur, ein kleines Video habe. Wenn wir halt ja zusammen was machen oder im Stream. Das Gefühl, wenn man eher etwas geselliger ist, aber wenn ich alleine was aufnehme, verwende ich auch schon lange keine mehr. Oder wenn man halt einen Joke macht, wo das Wort fuck oder so gerade dann lustig ist. Ja fuck. Das sage ich halt auch nicht allein. Da kann ich mich auch immer zu weit zusammenreißen. Aber was du bestimmt, was jeder sagt, fucking. Einfach nur als kleines Brückenwort. Ja. Das ist so fucking dumm. Das merkt man gar nicht. Das meint man auch gar nicht als Schimpfwort oder so. Na. Ich glaub, es ist ein Satzverstärkungswort. Ja, das verwende ich aber auch nicht auf YouTube, weil da hat man ja auch natürlich ein bisschen im Hinterkopf, wo man sich dann denkt, okay, nein, das Video ist gerade aufnehmen, nicht fluchen. Ja. Die streust du einfach in deine Sätze und die Leute... Inner nur für Erwachsene, romantische Szenen oder Küsse, Thematisierung von romantischen Beziehungen oder Sexualität ohne Bezug auf Geschlechtsverkehr, vollständig zensierte Nacktheit, die nicht erkennbar ist und nicht beabsichtigt, das Publikum zu erregen. Lass von einem professionellen Rahmen ohne vollständige oder teilweise Nacktheit, jugendfreie Sexualaufklärung oder ein Musikvideo mit sexuellem Inhalt ohne Nacktheit. Aber warum ist das dann nur für Erwachsene? Das letzte ist noch damals bei den Schimpfwörtern. Meistens gar nicht, das kann man gar nicht erst hochladen. Sichtbare Brüste oder vollständige Nacktheit, sexuelle Handlung, thematisieren von Fetischen. Es gibt diese Videos auf YouTube mit Penissen und Brüsten und so. Ja, und natürlich Nude Yoga. Und so medizinische Sachen. Ja, genau. Nee, es gibt auch einfach Nackt-Yoga. Das habe ich gerade gesagt. Weiß nicht. Achso. Ich weiß nicht, wie das einfach so ist. Ja, das ist okay. Ich denke, es ist Videos gefunden, wo jemand einfach die ganze Zeit seinen Penis misst. Da dachte ich mir so, was? Das zählt auch schon als, das ist ja noch okay, das ist irgendwo irgendwie. Ich meine, es klingt jetzt erstmal dumm, aber ich denke, es ist gut, dass es da ist, vor allem, weil es gibt auch viele Regionen, wo Aufklärung natürlich eine Sache ist, die nicht gerne gesehen ist in Schule und sowas. Und ich denke, es ist wichtig, dass es auch sowas gibt. Ein Maßband neben seinen Penis gehalten und der hat den auch so genommen und länger gezogen. Also irgendwas hat der daraus gemacht. Ja, es gehen natürlich auch ein paar Trittbrettfahrer damit einher, aber es sind auch. Aber dann verwirrt mich ja sowieso die erste Kategorie. Das wirkt ja genauso nach dem Punkt, man spricht halt Themen an, halt vor allem auch, um vielleicht Dinge zu erklären. Vielleicht, es soll lehrbar sein, aber warum ist das da unter der Kategorie nur für Erwachsene? Wäre das da nicht age-restricted? Obwohl da überall steht, diese Punkte werden nicht in dem und der Absicht irgendwie verwendet. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Lass uns aber mehr anzeigen. Eingeschränkte Werbung übrigens, wenn man das macht. Okay, das nicht mehr werden. Wenn du auf mehr Anzeigen klickst, was kommt denn da? Nicht abschicken übrigens. Das Sie nicht mehr zurücknehmen. Da haben sie Beispiele. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, weil wir wissen, dass... Da haben sie Beispielbilder. So, andere Spiele. Titel, wie heiße Küsse. Ich glaube, ich das letzte nur lesen bei Gewalt. Da ging es über ein Videospiel gerade. Das mache ich nie übrigens, weil ich es dämlich finde. Unbearbeitete Aufnahmen mit Fokus auf gewalttätigen Polizisten, drastische Darstellung von Leichen in Videos ohne pädagogischen Zweck, bearbeitetes Gameplay mit Hauptfokus auf grausame Gewalt, häusliche Gewalt? Und häusliche Gewalt wollen wir auch nicht. warum sollte sowas jemals monetarisieren? Warum sollte das überhaupt für Monetarisierung? Nein, das ist wirklich nur, weil man das dann anwählt, weil man ehrlich ist, darfst du übrigens nicht. Monetarisierung aus, das ist. Ich weiß. Vor allem irgendwas von dem, was hier die Vorstellung, irgendwas davon überhaupt zu monetarisieren, ist auch bearbeitetes Gameplay mit Hauptfokus auf grausame Gewalt. Wer sowas anklickt, nur um zu zeigen, dass das nicht monetarisiert wird. Dann. Wer sowas anklickt, der klickt auch bei Nein, und wenn da steht, bist du schon 18. Klickst du auch genau. Ja. Aber Mike, was sind das nur für Beispiele? Gewalttätige Polizisten, drastische Darstellung von Leichen in Videos ohne pädagogischen Zweck, außerdem bearbeitetes Gameplay mit Hautfokus auf grausame Gewalt, das wollen wir auch nicht.
Ja, das mit dem Gameplay und dem Rest steht überhaupt nicht auf einer Stufe, finde ich, oder? Also darfst du in Suicide Forest gehen und eine Leiche filmen, aber dann, aber da, das ist genauso wie wenn du Mortal Kombat Gameplay zeigst. Wir machen da keinen Unterschied. Ja. Ja, stimmt. Ja. Das ist so dämlich. Komisch. Schockierende Inhalte. Ich will nur das Letzte übrigens lesen immer davon. Enorm schockierende Inhalte, die den Zweck haben, bei den Zuschauern einen Schock hervorzurufen. Oh, das habe ich öfter. Allgemein wird kein echter Kontext hinzugefügt. Einfach nicht monetarisierbar. Während grausame und blutige Elemente, Leid oder ein unsachgemäßer Umgang klar erkennbar und offensichtlich. Was? Ja, ich wollte schon immer wie heißt das? Snuff? Filme auf ja. Entfernen von Ohrenschmalz oder Pickeln. Oh, da gibt's ganze Erklärung des Prozesses. Da gibt's ganze Nischen für wo das. Also wenn ich jetzt sowas Nischen hier mache, dann ist nicht okay. Mach das nicht. Wenn ich nicht erkläre. Ich drücke jetzt den Pickel aus. Verarbeitung und Verzehr von Tieren. Oh. Grausame und blutige Eingriffe, die ohne oder mit irreführendem Kontext gezeigt werden und bei denen im Großteil des Videos Körperteile, Körperflüssigkeit oder Ausscheidungen gezeigt werden. Was sind diese? Oh Gott. Oh Gott. Warum sollte das überhaupt? Das sagst du bei jedem dritten Punkt. Ich weiß, aber es ist so absurd. Ja, aber damit machen die nur deutlich, dass sowas auf YouTube nicht geduldet wird. Auf eine sehr seltsame Art machen sie es hier deutlich. Warum machen sie nicht deutlich, dass du es gar nicht erst hochladen darfst? Ich wette, wenn man das auswählt, darf man es nicht mehr hochladen. Ja. Man will es nicht ausprobieren. Ich würde es nicht mal anklicken jetzt, weil ich Angst hätte, dann wirst du auf der Liste. Wird dein Kanal direkt rote Fahne gemacht. Brutale oder grausame Darstellung der Verarbeitung in Klammern Häutung oder Tötung sichtlich leidender Tiere. Was zum Fick? YouTube. Der Grund, brutale Killerspiele. Also, ob das so ein Punkt ist, wie man so, ach ja, das trifft zu. Moggi, hast du bei deiner Smash or Pass Pokémon-Liste angegeben, ganz leichte sexuelle Thematisierung oder so? Nein, ich habe auch durch die Blume geredet. Ich hab's lieber gemacht. Ich glaube, meins war nicht so durch die Blume. Ich habe eine super Smash or Pass-Liste gemacht. Kontroverse Themen. Inhalte mit Schwerpunkt auf drastische Darstellungen und detaillierte Beschreibungen von kontroversen Themen. Kontrovers. Inhalt mit entweder drastischen Darstellungen oder detailliert Beschreibungen von kontroversen Themen, die auch Hauptthema sind. Ach so. Was soll das überhaupt bedeuten? Und das ist Bullshit. Was soll das überhaupt bedeuten? Das ist Bullshit. Das sieht schon fast so aus wie irgendwie politische Zensur halt. Persönlicher Bericht mit schockierenden Details. Eine Biografie oder ein ausführliches Interview mit Überlebenden über ihre Geschichte zu folgendem Thema. Alles, was fürchterlich ist. Werbung für kontroverse Themen und Verherrlichung dieser im Inhalt oder Titel Thumbnail, zum Beispiel wie man sich selbst tötet und ehrenhaft stirbt. Oh Gott! Oh. Was ist das für ein Beispiel? Wo nehmt ihr die Beispiele her? Naja, weil, ja, das ist wie dieses. Also, haben wir das von überall, wo ein Schild steht, dass man hier irgendwas nicht tun darf, was komplett bescheuert aussieht, da ist wahrscheinlich das mal passiert. Oh ja, es wurde super fürchtig Zeug auf YouTube hochgeladen, aber diese Beispiele sind, Nee, so Schilder auch im echten Leben, so hier bitte nicht Fäkalien oder so hinterlassen. Und dann ist es so auf so einem ganz normalen Ort. Man denkt sich, was hat dazu geführt, dass dieses Schild hier hin musste? Ich mag übrigens bei Definitionen, außerdem bedeutet es, und dann kommt ein Wall of Text. Außerdem. Dass eine längere Behandlung des Themas stattfindet. Die beiläufige Erwähnung eines als kontrovers oder sensibel geltenden Themas ist kein Grund dafür, dass Anzeigen deaktiviert werden. Oh, interessant. Okay. Und jetzt stellt euch vor, ein Video, was die Aufgabe hat, man nimmt sich vor, alle diese Punkte, den letzten, in einem Video zu verarbeiten. Das wäre ein Blockbuster. Ja, da hast du geblockt, hast du recht. Huiuiuiui. Da muss man viel erfüllen, ich wüsste nicht, wie man das anstellen soll. Ich meine, wenn du Bildmaterial aus Filmen verwendest, kannst du was machen. Aber ihr seht schon, Leute, Isaac Repentance 205 wird eine harte Folge. Ich meine, man kann auch ins Dark Web gehen und da einfach ein paar Sachen sich ziehen. Da sollte man es definitiv schaffen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber gut, das war nicht nur interessant. Es
War interessant auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir auf die, darauf überhaupt gekommen, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass wir Schlampe geschrieben haben. Ich wollte über das Wort Hurensohn reden, weil ich gestern auch mit jemandem darüber gesprochen habe. Das ist so, dass man, wenn man das sagt, nicht das meint, was es ursprünglich heißt, und wenn Leute dann darauf so rumpochen, dass es manchmal dazu führen kann, dass man, also, die Diskussion ist halt schwierig. Es gab noch so ein Wort. Bitch. Naja, also bei manchen Leuten, die Diskussion ist schwierig, wenn jemand das Gefühl hat, dass seine Mutter aus dem Milieu kommt und nee, aber bei, nicht so bei genannt dem Wort behindert werden will. Zum Beispiel. Was? Wenn das negativ, wenn man das Wort behindert zum Beispiel negativ belasten würde oder es so negativ belasten. Ich denke, du solltest in keinem Kontext das Wort behindert als Schimpfwort verwenden. Natürlich nicht. Und das meine ich. Achso, darauf wolltest du hinaus. Okay. Ja, und das wäre ein Beispiel, wo man sagt, oh, das hat sich doch so vom Originalen, von der Bedeutung gelöst, das ist doch eh getrennt davon, das ist doch genau wie Hurensohn, kann man doch einfach sagen. Und das ist halt schwierig, bei welchem Wort ist es jetzt cool und bei welchem nicht. Ja, bei dem einen ist es nicht cool, bei dem einen ist es halt, niemand nimmt das ernst. Und bei dem anderen ist es halt, es hat eine. Ja, aber wenn jetzt jemand erklärt, ach, das haben früher alle gesagt, das ist, man meint damit keine eingeschränkten, also geistig behinderten Menschen oder so. Es klingt ja schon seltsam zu sagen, der ist geistig behindert. Man denkt sich, oh, warum sagst du das so? Dabei war das ja ursprünglich mal der normale Begriff dafür. Ja, aber die normale Behandlung mit Leuten mit Behinderungen war historisch absolut grausam. Nee, das ist, ja, natürlich, aber ich meine jetzt nicht vor 70 Jahren, sondern vor 20 oder so. Geistig behindert, eine geistige Behinderung. Das Wort behindert ist doch auch gar nicht schlimm, es heißt doch nur hinder, versteht, also, oder? Du willst damit sagen, das Wort ist schon so durch den Dreck gezogen worden, dass es sich manchmal komisch anfühlt, es in seinem natürlichen Ursprung oder in der normalen Verwendung zu verwenden. Ja, das wirkt auch schon so. Manchmal denkst, warte mal, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Und abwertend, ja, ja. Ja, und das ist ja genau der Grund, warum man es so. Und das geht ja so weit, dass man es auch nicht mehr sagen soll. Im ursprünglichen Kontext. Ich habe das Gefühl, es ist ein abfälliges Wort, ehrlich gesagt. Ja, es fühlt sich so an, finde ich auch. Ja. Aber für sich ist es ja nicht, also behindert, da ist ja nichts, da steckt ja kein Wortstamm drin, der irgendwie was Negatives ist. Ja, aber das haben Leute beschlossen, die nicht davon betroffen sind. Ja, ja, ja. Das ist ein okayes Wort, ist das nicht, dass es das richtige Wort dafür ist. Naja, okay, doch, da steckt ja sogar dieses drin, dass man vielleicht sagt, ja, aber die sind nicht gehindert oder so, sondern man sollte eher, ich weiß nicht, was das, es gab ein neues Wort dafür auf jeden Fall. Ja, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja, ja. Und das meine ich mit, die Diskussion ist schwierig. Bei Hurensohn ist es ein einfacher. Wie gesagt, bei dem einen Wort. Vor allem, wenn man nicht betroffen ist. Die meisten Leute nicht unbedingt so sehr, oder? Was? Ich meine, niemand nimmt das Wort Hurensohn tot ernst, oder? Ja, jemand bestimmt. Also schon, aber viele Leute jetzt nicht unbedingt. Doch, das gab es auf jeden Fall auch in der Schule, dass die Kinder das gesagt haben und dann wurden irgendwie bei meinem Kumpel, bei meinem Mitbewohner war es so, er hat in der Grundschule das Wort, er kannte das gar nicht. So, ich auf jeden Fall vorsichtig, ich würde es nicht zu Fremden sagen, das ist, ja, ja, es gibt viele Leute, bei denen wirst du da einen Nerv treffen und das ist natürlich wieso, komisch. Wieso, das ist ja aber auch ein sehr, also zu Fremden ist dann, es ist ja auch schon so gemeint, dass das ein schlechter Mensch ist, wenn man das sagt. Du Hurensohn, was soll, das soll einen ja provozieren. Ja, genau. Aber so, kein Kosenamen halt so oder so. Wenn man das halt so in einem Kontext wie bei uns sagt oder wenn wir uns so gegenseitig mal so beschimpfen, niemand von uns würde das in dem Kontext ernst sehen und ich denke mal, das ist auch in den meisten Freundeskreisen generell so. Wir sagen es aber auch immer nicht, um zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Videospiel gegeneinander spielen und jemand macht den einen irgendwie haushoch besiegt und dann so, ah, du und so nicht, so, wir machen es doch immer nur als so, ich könnte gleich das Wort sagen. Ja, eben als Übertreibung. Ja, eben als Übertreibung. Ich glaube nicht, dass Maves jemals gesagt hat. Stimmt. Sein Leben hat das schon. Morgi, du zum Beispiel würdest es nur sagen als so, ja, was soll denn das? Bist du ein Hurensohn oder wie? So als Übertreibung. Wenn als Übertreibung, so damit es witzig ist. Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, einfach um ein sehr starkes Wort aus dem Nichts zu sagen. Ja, genau. Ja, genau. Eigentlich mache ich es auch nur so. Und dieses Video ist auf jeden Fall jetzt schon mal markiert. Ich mach bei allen Videos, die wir zusammen machen, das erste Häkchen. Ja, vorhin gesagt. Hast du nicht zugehört? Du. Ja, aber ich überlege gerade, ob es schon das zweite, ob es jetzt so oft kam, dass das ist schon ein höherer Rutsch oder so.
Ich habe ja genau, was ich aber noch sagen wollte. Ja. Ich habe das Gefühl, bei gerade Schimpfworten und Worten, die natürlich auch einen gewissen historischen Kontext haben, der immer ein bisschen schwierig ist. Ich habe das Gefühl, Leute, die nicht davon, die von diesem Wort nicht betroffen sind, ihr solltet keine so starke Meinung dazu haben, okay? Ja, absolut. Ihr absolut. Solltet die starken Meinungen den Leuten überlassen, die davon betroffen sind. Exakt, exakt. Ich hatte auch übrigens gerade nicht meine Meinung so ausgedrückt, ich habe nur erklärt, warum diese Diskussion schwierig sein kann und so. Naja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich denke, es war okay. Ich wollte es nur generell nur noch mal anmerken. Also, nichts davon war jetzt meine Propaganda oder so. Ich habe da gar keine Lösung oder eine Vorstellung davon, wie es sein sollte oder so. Ja, ich wollte es nur generell mal kurz noch sagen, weil es immer wieder klassisches Thema ist, wo sich jeder drüber aufregen kann. Ja. No. So, und dann würde ich sagen, lustiger Themenwechsel. Ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Erinnert euch noch, Achso, eine andere Sache. Okay. Als wir noch die Bildschirmübertragung aktiv hatten. Nee, ich erinnere mich, die ist aktiv. Okay, ist sogar der richtige. Ich muss die Übertragung wechseln. Wir müssen das richtig machen. Ich habe nämlich noch zwei Videos, die ich euch zeigen will dazu. In Morgis. Was? Ich hatte sogar gerade eben mit euch über die Übertragung geredet. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mein eigenes gar nicht anschaue. Oh. Okay, pass auf, folgende Sache. In letzter Zeit gab es, das hat auch schon generell jetzt vor vielen Jahren angefangen, es gab dieses Phänomen, ich habe davon irgendwie ein Video auf YouTube gesehen vor ein, zwei Monaten oder so. Und es war einfach, es war dieser Shitpost. Es war über Simpson und zwar war irgendwas von wegen, hey, erinnert dich noch an Greggle Simpson? Und jetzt werdet ihr euch die Frage stellen, wer ist Greggle Simpson? Sag mir auch. Das habe ich mir so gefragt. Greggle Simpson mir. Ist Oh, das habe ich gesehen. Was ist das? Was ist das? Ich habe das Thumbnail gesehen, glaube ich. Das war so das erste Bild. Greggle Simpson ist der Simpsons-Charakter, der immer bei der Show dabei war, aber sie haben ihn aus irgendwelchen Gründen rausgenommen. Ich weiß auch nicht ganz warum und das ist echt komisch. Viele Leute erinnern sich noch an ihn, viele auch nicht, aber wir alle wissen doch noch, wie es war, als der alte Greggle Simpson mit dabei war und die Abenteuer erlebt hat mit ihnen, oder? Er war immer auf Homers Rücken eigentlich. Auf jeden Fall. Er war immer dabei. Gerade irgendwas Wichtiges passiert ist. Okay, was soll das? Warum ist das einfach nochmal dieser Hundegag? Weiß ich nicht. Oder damals im Film? Oder in der 3D-Folge. Greggle war einfach immer da. und ich denke, was ich daran am meisten mag, ist, dass Greggle irgendwie genau in dem richtigen Ausmaß für mich Simpsons Uncanny Valley Rezeptoren trifft. Ich sehe und ich denke mir, irgendwie also habe ich das Gefühl, er sollte da sein. Der Shitpost ist überzeugend genug, sodass du selber ein bisschen hinterfragen könntest. War er da? Es ist fast wie so ein Liminal-Gefühl, wenn man Liminal Spaces anschaut oder so Träume. Als hätte man mal geträumt, dass man ihn in so einer Folge gesehen hat. Ja, genau. Und davon gibt es aktuell super viele Videos und Bilder. Es gibt auch viele Artikel, die es... Und auch viele Videos darüber, die den Witz komplett ruinieren, wie üblich. No. Mhm. Ja. Aber ich denke, das gehört dazu. Das ist relativ viral gegangen, tatsächlich, habe ich mitbekommen. Und ich finde es einfach super cool. Vor allem, es gibt auch... super funny. Ja. Aber es ist doch genau der Gag, wie mit dem... Wie heißt er denn, der Hund? Pucci, der Wunder. Ja, Pucci. Und dann hatten sie in der Folge doch einen Charakter tatsächlich, wo sie meinten, der ist doch schon immer da gewesen. Du meinst den alten Greggle? Oder halt... Es war Roy tatsächlich. Ja, genau, dieser College-Student oder was auch immer. Plötzlich der genauso aussieht wie Pucci. Ja. Und, oder Mr. Poopy Butthole aus Rick and Morty. Geht auch in die Richtung. Er war immer dabei. Leute haben ihn rein animiert. Recovered Scene. Sie haben ihn von den Simpsons rein animiert. Das war die Steinmetz-Folge. Nein, sie haben ihn ja raus animiert. Attaboy, Homer. I knew you'd pull through for your family. As your best friend and handy sidekick, Greggle, I cannot be more impressed. Sie sind so sauer. auf ihn. Aber das war animiert wie so Oni oder...
Ja, das ist so, wie sie damals animiert haben mit den Cells. Ich sehe jetzt nicht, was da so ungewöhnlich ist, ehrlich gesagt. Nee, ich finde, der Arztteil passt nicht so gut. Das ist ein starkes Standbild gerade, finde ich. Das war aber nur eins davon. Nur das Video, das ist, denke ich, super stark. Da sieht man, dass sie direkt einen Fernseher abgefilmt haben, noch von der alten VHS. Dann erkennt man ganz gut, dass es offiziell das ist. Das muss echt sein. Loser Weimer, und das ist von Brightside Ewan. Das ist die Folge, wo sie in Japan sind. Die Szene passt perfekt. Weil das ja auch schon so ein weirdes Knockoff ist. Ich fand die Folgen mit ihm halt auch immer noch besser, ein bisschen. Come on, kid. Let's go home. We are home. That was fast. Yeah, that was pretty fast, Homer. Ooh, boy. Oh, wie gut. Oh, das ist basically so Justin Roiland-Charakter. Boy. Oder ganz oben. Ja, da oben die rechts. Die ersten Folgen. Das? Doch die Pilots. Die Pilot-Episoden mit Greggy. I want you to forget about Greggy. Ich erinnere mich. Ah, das sind Bilder, ja gut. Ich werde das Video muten, aber ja. Sie wollten Greggy einfach streichen, aber wir werden ihn nicht vergessen. Ja. Wie haben sie das überhaupt gemacht? Das war schon sie das einfach digital kann man das leicht überarbeiten. Sie wollten uns glauben lassen, dass Greggy nicht existiert. Backpack Craggle ist auch der beste Craggle. Wer hat halt als erstes geschossen, ist die Frage. Es gab auch noch irgend so eine Szene, das war von der Tracy Ullman Show, und da war er auch sehr überzeugend in dem Bild. Ich hoffe, das wird dabei sein. Oh, und das ist einfach nur übrigens die Show, in der die Simpsons debütiert sind. Simpsons Hit and Run. Okay, das ist super. Oh, ich will das Lied nicht laufen lassen. Ja, yeah, als er als geheimer Charakter in Simpsons Hit and Run war. Ui. Und da war er auch. Ja. Ich werde ihn nie vergessen. Er sieht aus wie so ein Muppet. Der einfach bei dir lebt, wie so ein Alf. So ein nackter Mann. Also wenn Greggy wieder in Simpsons wäre, würde ich die Simpsons gucken. Jetzt müssen sie ihn ja wieder zurückbringen, oder? Ich hoffe es doch sehr. Ich finde, seit Disney Plus haben sie zu viel geändert. Ja, was haben sie denn geändert? Sie haben auch reingezoomt in die Folgen, sie haben Greggy rauseditiert. Ja. Mein Post-Production und sowas ist, ich weiß, dass viele Leute es in 16:9 die Folgen bevorzugen mit diesem fürchterlichen HD-Filter, aber sie hätten Greggy nicht entfernen müssen. Oh, apropos Disney Plus und Schimpfwörter, oder nein, ja, doch. Okay. Diskriminierende Wörter. Meine Lieblingsthemen. Worauf willst du hinaus? Über diskriminierende Themen. So. Ich habe mal Timon und Pumba auf Disney Plus gesucht, weil ich dachte, oh ja, die hatten ja einen Cartoon bekommen, weil sie ja, natürlich musste man es ausschlachten, dass sie die Comic Reliefs aus einem Disney-Film sind. Ich kannte nur die Serie für so lange Zeit. Ich mochte Timon und Pumba, die Serie, sogar sehr gern, weil die haben so Sachen gemacht wie, Hey Pumba, wo hast du dich versteckt? Bist du etwa hinter diesem Busch, der einfach anders farblich aussieht als der Rest des Hintergrunds und auf einer Cell irgendwie? Ja, also, so ein bisschen meta. Sie haben Cartoons immer sehr gut einfach ad absurdum geführt. Oder dass sie fallen so eine Klippe runter und sagen, vielleicht können wir uns retten mit den Gegenständen, die Cartoon-Charaktere immer hinter ihrem Rücken hervorholen. Und dann fangen sie an, irgendwelche Sachen rauszuziehen, Funwender und so. Aber bevor ich die Folge schauen konnte, war so ein Disclaimer auf Disney Plus, dass sich Disney davon distanziert, von manchen Dingen distanziert, die in dieser Show gezeigt wurden, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und ein Relikt seiner Zeit, aber man es drin lässt, auch als ja, um es halt eben nicht zu verschleiern und dazu zu stehen, aber um anzumerken, dass es nicht mehr cool ist. Und ich habe das gelesen und habe so gedacht, was war denn bei Timon und Pumba los? Und dann gucke ich die erste Folge und es sind direkt solche Schamanen, Masken tragenden, hüpfenden Karikaturen im Dschungel. Und dann später legen sie die Masken halt auch noch ab und sind dann Menschen unter diesen Masken. Die sind auch dann ein bisschen unvorteilhaft gezeichnet und so und inszeniert. Und da dachte ich so, das war gemeint. Ja, das war ziemlich normal damals. Aber ausgerechnet die erste Folge. Oh, bei Asterix und Obelix ist es irgendwie immer noch normal, habe ich das Gefühl. Was hast du immer noch Obelix noch gemacht? Ich bin mir unsicher. Es gibt neue Sachen, die von einem anderen Schreiber und einem anderen Zeichner gemacht werden. Sie haben es weitergeführt vor ein paar Jahren, das war so richtig groß. Aber ich glaube nicht, dass sie da noch. Okay, ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Ich habe Asterix und Obelix auf meiner, was würde eigentlich aus Liste stehen?
Ja, das ist ein gutes Thema, glaube ich. Dann weißt du jetzt, was draus wurde. Es ist vor zwei Monaten kam der neueste Band. Ich dachte, die Story wäre irgendwann mal beendet gewesen. Das ist eine Cartoon-Fully. Es gibt keine Asterix Obelix-Story. Doch, Obelix ist als Kind in den Dingens gefallen und da sind Römer. Nein, aber selbst die da Comics kannst du halt irgendwie zusammen ein Ende schreiben. Und die spinnen die Römer. Die Comics haben keine Over-Arc. Ja, aber du kannst, keine Ahnung, irgendwas machen. Keine Ahnung, das römische Kaiserreich ist gefallen. Ende. Stimmt, so ist keine es damals Belagerung passiert. Ich mein, das Kaiserreich ist gefallen und die Römer waren weg. Es dreht sich genau, ganz genau, selten die Römer waren sogar weg. Die haben sich einfach sehr aufgelöst. Es geht sehr oft überhaupt nicht darum, dass sie da belagert werden oder so, dass die Römer. Das ist alles, was ich dazu weiß. Ja, aber das ist nur die Prämisse, das ist ja das Universum, in dem sie leben. Aber die Abenteuer gehen manchmal um Ägypten und ja. Die suchen das One Piece. Das Universum, in dem sie leben, Holland, du meinst Europa. Ne? Nee, also dass sie da die einen sind, die nicht aufgeben und so. Das ist die Prämisse, das ist nicht die Handlung von jedem Comic. Das ist vielleicht der erste. Ich habe nie einen Asterix Obelix Comic gelesen. Ich glaube, die sind super cool. Ja. Bestimmt. Wovor habe ich, glaube ich, einen? Sind die in so einem Format wie das lustige Taschenbuch? Nein. Die sind so wie normale Comic-Hefte. Okay, also wie oder? Hefte. Also Hefte. Nee, ich nehme sogar ein bisschen größer. Die sind größer, glaube ich, als normale Comics. Die sind trotzdem Hefte. Okay. Ich habe welche hier, aber leider in Kartons. Nein, also ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Aber ich hab hier so bestimmt 15 Stück oder so. Ja, also ein bisschen größer als so eine Mickey Maus. Mehr wie so, wenn Comics halt in und die sind, gebundener Form, aber in hochwertigem Papier. Die sind doch nicht wie Comics. So, die haben so einen, ja, wie sagt man das, so einen flachen Rand. Also wie doch, so ein doch, nee, das ist ja genau das immer typische Comic-Ding, oder gebundene, nicht? Die gebundenen gibt's auch, aber nicht alle Hefte sind so mehr. Es gibt auch generell immer wieder mal gebundene Hefte. Zum Beispiel hatte ich auch so von dem Diddle-Maus-Magazin. Da gab es ja, die waren für eine Zeit lang auch gebunden. Ja, was ich meine, sind diese ganz dünnen, die haben da meist so einen Rand, einen Hartrand, aber dann der Rest ist halt wie so ein Taschenbuch an den Seiten. Da gibt es ganz viele Comics so davon. Ich meine, Lucky Luke oder so sind. Okay. Nein. Ich meine, die sind auch größer. Also die sind dann schon wie so ein Heft quasi in der Größe. Und ich meine auch zum Beispiel die ganzen Lucky Luke Comics sind so, die Garfield-Comics sind wie so ein Stück davon abgeschnitten, aber es genau in diesem Format und sowas. Aber auch immer neu gedruckt und neu rausgebracht. Und dann ja, vielleicht gibt es mittlerweile hochwertiger Form, in teurer ja, Form. Dann gibt es noch die alte Form, wo sie ursprünglich mal in irgendwelchen Kiosken als Schundhefte lagen oder so. Also gerade Comics waren total verschrien. Auch so Donald Duck und so, das war alles. Also die Superhelden-Comics haben sich ja eh überhaupt nicht durchgesetzt. Und wenigstens die Dr. Erika Fuchs, die Übersetzerin von Donald Duck, Karl Barks Comics, hat dann so Goethe-Zitate und so hochgehobene Begriffe und so auch eingebaut und dann konnten sie es so durchsetzen. Und das hat funktioniert? Ja. Wow. Das sind auch gute, sehr gute Übersetzungen. Die Frau hat diese Texte so smart und lustig teilweise gemacht, dass sie sich, also was heißt, ob es dadurch geklappt hat, weiß ich nicht. Es wurde halt irgendwann weniger verpönt, Comics zu lesen. Dann hieß es irgendwann, ja, wenigstens lesen sie überhaupt, die Kinder, und hören nicht nur ihre Walkman. Keine Ahnung. Es ging ja immer weiter. Schlimmste ist, wenn Leute in meinem Alter, wenn sie sagen, oh, aber wir sind damals ja noch rausgegangen. Ey, das ist dachte, so eine so viel Zeit drin Lüge. Von dem fucking Fernseher. Oh mein Gott. Wir sind die Gameboy-Generation und du redest davon, dass die verstrahlt sind. Das wurde zu uns gesagt. In großer davon, wie ich aufgewachsen bin. Das ist ein Triggerpunkt. Man wollte sich mit Freunden oder so auch treffen und Eltern haben einen oft rausgeschmissen nach dem Motto, geht raus und spielen. Man dachte sich, nein, wir wollen drin bleiben. Man hatte generell gar keinen Bock darauf. Das war alles nur, weil Eltern einen damals halt rausgeworfen haben. Ja, und nicht das war ein großer nur, davon, warum ich. Nicht nur, aber es war ein großer Teil draußen davon, warum man immer auch draußen war. obwohl man auch voll auf schon auch sehr gerne draußen. Lust. Ja, man hatte aber trotzdem voll auf Lust, irgendwie drin zu hocken, an der Konsole zu spielen, Gameboy zu spielen, Fernsehen zu gucken. Absolut. Man hatte so vielleicht jetzt damals nicht immer das eigene, ja. Es gab vielleicht auch kein Social Media und so, aber es, yeah, im Endeffekt läuft es immer auf Erziehung. Die Mentalität war die gleiche. Ja. Wie man einfach herangebracht wird an zum Beispiel auch draußen Dinge machen und ja, was so, wie viel wert ist im Leben. Und
es gibt heute genauso Kinder, die mit Stöckern draußen spielen, wie damals. Yeah. Und es gibt damals Kinder, die das nicht gemacht haben, oder die verstrahlt genannt wurden von den damals Älteren. Und jetzt machen Leute in meinem Alter den genau selben Fehler. Und das ist ja dieses so alte... ein Quatsch. Dieses Generationsphänomen gibt es ja schon seit... Hier, wo, kennt ihr diesen Text aus der Antike, wo drin steht, die jungen Menschen sind respektlos. Und da sind so bestimmte Sätze drin, die... Genauso sagt man das heute. Welcher Philosoph wurde dazu gezwungen, Gift zu trinken, weil er die Jugend verdirbt oder so? Weil die auf einmal komische Ideen hatten auch. Oh Gott. Ich habe vergessen. Es ist einfach ein Kreislauf. In dem Fall finde ich es aber, die nächste Generation wäre versaut. Ja, oder in dem Fall finde ich super interessant, dass auch zum Beispiel, dass das einfach eine Sache ist, die ich direkt vor meinen Augen sehen konnte, wie es bei einer Generation passiert, dass viele davon so werden. Was ich auch sehr interessant finde, ist, wenn man zum Beispiel, was ich für die Schmökerstunde gemacht habe, irgendwelche Bravos oder so aus den 70ern liest. Damals. Und dann, wenn man da auch so viele Dinge von den jungen Leuten, die damals reingeschrieben haben, was unsere Eltern quasi sind, vielleicht ein bisschen älter, aber wenn man dann deren Probleme und sowas sieht, wo man sich denkt, das sind einfach Probleme, die es eins zu eins, die man heute so lesen würde, dann auch dann die Sache mit, oh ja, aber mit meinen Eltern kann ich nicht reden, sie wollen, dass ich das trotzdem mache, wo ich nicht will und sowas, wo ich mir denke, aber vor tausenden von Jahren schon. Warum sind die, ihr seid genauso wie eure Eltern geworden, das ist so übel. Das passiert aber generell. Aber eine Sache gibt es, da bin ich halt auch voll mit reingewachsen und die hat mich schon, als ich da halt mit aufgewachsen bin, ziemlich gestört ist. Dadurch, dass halt immer mehr Leute, als ich halt auch älter wurde, Handys hatten und Smartphones hatten. Es hat mich ziemlich angepisst, wenn ich mit Leuten unterwegs war und die haben, also die haben mehr mit anderen Leuten geschrieben. Das pisst mich so an. Es hat mich wirklich auch voll aufgestört. Aber es ist anstatt, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, mit dem Rest so, keine Ahnung. Das pisst mich bis zum heutigen Tage so an. Aber das ist eine Sache von Taktgefühl und Werten und Erziehung und vor allem ich pack, wenn ich und nicht der neuen Technologie. Packe ich halt auch nicht mein Smartphone aus und schreibe irgendwas. Das liegt ja nicht am Smartphone. Ja, aber das ist halt... Trotzdem super fürchterlich. Aber das ist halt etwas... Das meine ich ja. Früher waren es dann ist, wenn man sowas ihre Zeitung aufgeschlagen haben und dadurch respektlos waren. Also es gab es auch schon in anderer Form. Ja, okay. Auf jeden Fall, das ist halt das. Ich meine, das sehe ich voll. Pack doch mal deinen Comic weg, wir essen hier oder so. Ja, stell dir vor, du redest mit dem Freund von dir und er packt seine Bildzeitung jetzt mal. Jetzt erst mal das Vorteil. In sich gekehrte junge Menschen, die dann ihren Eltern sich nicht öffnen wollen und dann nur so, oh ja, du bist da immer nur in deiner Höhle und solche Sachen. Es ist halt so ein leider ungesunder, falscher Approach. Zu denken, ja, das liegt dann an den PCs oder an den neuen Möglichkeiten oder am Internet oder an Killerspielen oder an irgendwas und sich nicht damit auseinandersetzen, ob die Person vielleicht sozial nicht Anklang findet in der Altersgruppe oder einfach ganz viele andere Probleme haben könnte. So. Und das, es wird immer darauf geschoben und so macht man es halt auch bei weniger drastischen Sachen als das, was ich jetzt meine. Indem man irgendwie sagt, ja, die ganzen Kinder jetzt mit ihren Smartphones, zum Glück hatten wir das damals nicht. So als. Das ist so eine dumme Aussage. Oh, wir hatten keine Smartphones, unsere Handys, die konnten nicht so viel. Also in deinem Alter habe ich noch mit Lego. Ich habe in deinem Alter mit Lego gespielt, mich nicht mit sowas auseinandergesetzt. Nein, warum verkaufst du dich so unter Wert? Du warst auch smart mit 9 und hattest trotzdem noch Spaß an total kindlichen Dingen. Das geht beides. Vor allem das Ding ist, was man, glaube ich, auch schnell vergisst ist und woran ich mich aber gut erinnere, wie oft hat meine Freunde und ich einfach tierische Langeweile, weil wir nicht wussten, was wir tun sollten. Und die ganzen Dinge, die halt Leute irgendwie aufzählen, wie oh, mit Stöcken oder so gespielt und dann voll das Fantasy-Ding, das war, weil wir verdammt gelangweilt waren und dann irgendwann auf so eine Schwachsinns-Idee kamen und dann hatten wir Spaß dabei. Aber davor haben wir eine Stunde rumgesessen und dachten uns, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ja, aber genau das ist es ja. Es ist halt auch einfach nur, weil... Wir saßen da, dachten uns, keine Ahnung. Was heißt denn Schwachsinns-Idee? Das ist ja nicht so ein Ding. Man hat vielleicht was gesehen, einen Film oder also so. Also so drastisch wie Fully würde ich jetzt auch nicht durchgehen. Ich meinte es so in dem Sinne, wollte von auch in die Welt rein halt. Es war nicht reine Kreativität, einfach nur weil, oh, wir waren so viel kreativer, sondern wir waren unfassbar gelangweilt, bis uns irgendwann diese Idee kam. Nicht unbedingt, das ist nicht der Punkt, den ich wählen würde. Ich würde sagen, so wie üblich ist halt auch, dass die eine Sache das andere nicht ausschließt. Du kannst auch zu Hause Rayman 3 spielen und dann trotzdem, keine Ahnung,
Woran ich mich noch erinnere, dass beim Freund, mit dem ich ja auch immer damals der Rayman und sowas viel gespielt habe, wir hatten dann PC-Zeit bei ihm von 2 Stunden pro Tag. Oder was? Ein oder zwei Stunden. Das war halt so, worauf wir uns dann gefreut haben. Und dann haben wir dann irgendwas anderes gemacht. Ja, ja, klar, klar. Mir ist vielleicht ist noch generell so ein bisschen von solchen Dingen so ein Limit setzen eine ganz gute. Man kommt auch immer drauf an. Ich bin generell überhaupt kein Freund von diesem halt die nächste Generation zu schämen für irgendwas oder sich darüber zu stellen oder zu vergleichen oder so. Das finde ich unfassbar uninteressant. Wenn man nur diesen negativen Approach hat, darüber zu reden, was alles anders ist und so, finde ich super. Und mir ist gerade eingefallen, dass es, also vor allem dann wusste ich, was das für ein Schwachsinn auch ist, sich darüber tatsächlich zu denken, dass man da was auf der Spur ist. Dadurch, dass ich auf TikTok oder so gesehen habe, wie Leute, die jetzt so 16 sind, darüber sprechen, also Videos sehen von vor 6 Jahren, wo sie halt 10 waren, von den Nickelodeon-Serien, so irgendwelche Sitcoms, irgendwie Henry Danger, die ich absolut grausam finde, wo ich mir so denke, boah, die Cartoons früher, so Kim Possible und dann so Avatar, das stimmt ja auch, sind super Serien, die waren der Shit und dann kam so dieser Scheiß und die 16-Jährigen jetzt sagen, oh, damals, als auf Nickelodeon noch diese Brotfrösche da liefen oder diese fucking Sitcom, die so grausam ist, das waren noch gute Serien, heute läuft da nur Scheiße und ich denke so, es ist so ein Cycle, es passiert immer wieder, dass diese Serien, die ich so unfassbar schlecht finde, dass die so geliebt werden und dann die nächsten gehasst, einfach nur, weil man, es ist nicht mehr für dich so. Pass auf, ich habe letztens 2 Folgen von der Tex Avery Show geschaut, weil ich will generell noch ein paar Folgen davon schauen, vielleicht ein Video dazu machen, von wegen, ja, das halte ich jetzt davon oder sowas. Ich glaube, habe ich davon nicht sogar letzte Woche schon erzählt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich kann sowas schon erzählt, auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, es war letzte Woche in der Folge. Ich habe auch Kommentare ein bisschen gelesen, weil ich mir dachte, oh, da sind bestimmt solche Nostalgie-Geblendeten. Und ja, ja, da waren einige. mein liebster Kommentar war... Oh ja, die Serie war nicht so gut, aber immer noch 1000-mal besser als das, was heutzutage. Das ist so eine Scheiße, die ist es wirklich nicht, aber warum nimmt man sich überhaupt raus, das zu sagen? Schaust du Kinderserien heutzutage oder was? Und schaust dir die an und sagst dir, oh ja, das da fand ich die Tex Avery Show war besser. Und pass auf, bevor du weitermachst, ich will noch eine Sache sagen. Leute finden die Tex Avery Show so super, dass die erste Folge von diesem halblegalen YouTube-Upload 350.000 Views hat und Folge 2 dann 12.000 oder so. Niemand hat mir die anderen Folgen angeschaut. Ich meine, die Tex Avery Show damals schon scheiße. Sie ja, ist eben, unfassbar Maves grauenhaft. Perspektive ist ja auch interessant, zum Beispiel dann so mit DuckTales und Teenage Mutant Ninja Turtles, das war so der Shit und dann kam vielleicht Hero meine Serien, die du scheiße fandst und so, und die fand ich dann richtig geil. So, es ist halt einfach dieser Kreislauf, wo man es ist so unfassbar unclever. Man steigt da quasi als Zuschauer aus und denkt sich so, ja, jetzt bin ich alt genug, das ist was für die kleinen Kinder. Und es bleibt halt dann so im Kopf halt. Und wenn dann bei mir ist das mit iCarly. Ich weiß immer nicht, was Leute mir mit iCarly erzählen, weil ich habe die Scheiße nicht geschaut. So, und ich das war für viele. Ja, siehst du, und das ist dann für andere wieder gewesen. Oh, damals, als iCarly lief, da waren die Serien noch gut. Wo du schon sagtest, ja, das interessiert mich ja null und das ist ja komplett over the top. Oder da war ich auf jeden Fall zu alt dafür. Also ich will nicht sagen, es ist schlecht, weil ich war nur zu alt. Genau, aber ja, das verwechselt man wahrscheinlich leicht einfach. Genau, es ist aber auch trotzdem so, dass natürlich Scheiße gesendet wird und es wurde auch damals Scheiße gesendet, die man vielleicht mochte sogar. Es wurde so viel Scheiße gesendet. Genau, aber es wurde auch richtig guter Stuff gesendet und ich habe auch teilweise das Gefühl, was gibt's denn noch so für Cartoons, die ich wirklich auch gut finden würde, aber die gibt's dann schon. Also dann, keine Ahnung, ich glaube Kipo auf Netflix ist cool und es gibt immer Beispiele. Ich bin halt nicht so... Jira oder so. Ich bin halt in Cartoons nicht so drin, aber es ist halt einfach ein Fakt, dass man sehr viel mehr qualitative Shows heutzutage hat. Natürlich ist da viel Scheiße irgendwie immer dabei. Das wird sich auch nie ändern. Die Hochzeit ist aber schon vorbei von Cartoons vor allem. Das kann sein, aber es gibt halt trotzdem offensichtlich sehr beliebte Cartoons, die immer noch laufen. Ja, das und die Leute sehr lieben und die auch durchaus qualitativ gut produziert werden und sowas. Es ist so... Zu pauschalisieren, dass das heutzutage alles scheiße ist, ist halt einfach so. Ja. Vor allem, du bist nicht die Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass du es anschaust. Warum sprichst du es überhaupt an? Und es pauschalisiert, dass damals alles gut war. Sonst würde ich mich hinstellen und sagen, Mann, die aktuelle Yu-Gi-Oh!-Meta, die finde ich echt scheiße. Damals mit meinem blauigen weißen Drachen, das war noch was. Ich habe keine Ahnung, was die aktuelle Meta ist. Ja, auch nicht. Ich habe noch keinen Spaß am modernen Yu-Gi-Oh! Ich finde es generell etwas Älteres mehr.
ich finde es immer so unclever, wenn Leute, das kommt mir immer vor, als gäbe es so Menschen, die sind so Facebook als Mensch. Die sagen einfach nur das Oberflächlichste und das Erste, was sowieso irgendwie von der Allgemeinheit kritisiert wird oder so. Und das, ich weiß, und denken was dann, du das, das wäre clever, ja, oder so. Das mache ich dir nicht zum Vorwurf, weil ich denke mir so, ach komm schon, das ist so uninteressant irgendwie zu sagen. Das ist interessant, was alle sagen, anstatt dass du jemals mal sich eine Minute hingesetzt hast und überlegt hast, warte, war das? Nee, das meine ich überhaupt gar nicht. Wirklich einfach, so, die, oder wie? Sind so einfach so Sprüche und dann so tun, als wäre das der eigene Charakter. Das finde ich so seltsam. Hm. Also so zu sagen, ja, das ist ja alles scheiße, was jetzt läuft. Keine Ahnung, das ist so wie so eine Facebook-Gruppe, die so heißt. YouTube war früher auch viel besser. Ne? Ist alles scheiße, was heutzutage läuft. Also ich sag's euch, seit YouTube von Google gekauft wurde, 2005, nee, 2006, YouTube war so eine gute Plattform. War danach so war es einfach nur scheiße. Mhm. Ja. Als 2006 als YouTube. Peak, als doch nicht alle Geld damit verdient haben, ja, da haben die es ja einfach nur aus Spaß und Leidenschaft daraus gemacht. Das war da so war viel besser. Da war richtig Herz dabei, nicht so wie heute. So das ist super interessant, wenn ich so zurückblicke. Es gab auch immer wieder mal. Manchmal empfindet man ja wirklich so. Aber es ist halt nur so oberflächlich. Da konnten wir noch Sterne geben. Das war auch eine gute Zeit. Ich erinnere mich noch, dass es auch immer wieder solche, oh, YouTube ist tot, Videos gab und sowas. Und das ist super interessant, wenn ich zurückblicke, wenn man denkt, es war irgendwie von 2015 oder so, wo ich mir denke, heutzutage, also der Content, den man auf YouTube bekommt, ist so viel besser, als der jemals war. Es ist nicht mal ein Vergleich. Ja, ja. Mhm. Aber, jetzt gerade, so viele Nischen, aber jetzt gerade gibt es auch so viel Shit, der so wirklich sehr steril wird, immer mehr mit diesem ganzen Reaction-Ding, weil es halt funktioniert hat. Ich schaue Reactions nicht an, für mich ist ja, das... Ja, aber es wurde so eine ganze Kultur draus. Ja, ja, okay. Aber halt so... Man hat schon manchmal das Gefühl, wo sind die ganzen aufwendigen Sachen? Aber es werden ständig gibt's halt auch solche coolen Video-Essays und so in meinen Vorschlägen gespült, und wo ich so denke, das ist alles. Es gibt halt immer super Trends, und die kommen und gehen. Wie halt auch stundenlange Video-Essays. Wer weiß, wie lange das gehen auch noch bleiben wird. Oder die werden immer bleiben. Die werden nie gehen. Was soll das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht bleiben die für immer. Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr so cool, super lange Video-Essays zu machen. Das wird mein Leben ruinieren. So 5-Stunden-Essays zu einem 2-Stunden-Film oder so, ja. Aber ich habe gestern ein Video gesehen. Nebenbei habe ich es hauptsächlich laufen lassen. Er hat irgendwie alle Tony Hawk-Level gerankt. Das war 3,5 Stunden. Oh, es gibt doch dieses berühmte... Das hast du wahrscheinlich noch weniger mitbekommen. Victorious. Das war so noch nach... Alkali, nach Zoe 101 und so. Noch nie gehört. Also Moggy, ja, Victorious, da gab es auch dieses 12-Stunden-Video zu, was da schiefgelaufen ist oder warum das aus heutigen Sicht irgendwie nicht so gut ist. Irgendwie so, das soll ein sehr gutes Video sein. Video. Ja, der 12-Stunden-Video. Victorious fand ich aber damals auch schon so, ich weiß nicht. Ich dachte mir immer so, was passiert hier überhaupt? Warum sind die Leute so komisch? Ja, aber, oder manche, nicht alle. Für andere ist das die Serie so, oh, das war noch geil. Das kann sein. War noch, ja, eben, ist es immer so. Ja. Meine Meinungen gehen bei allem auseinander. Vor allem Medien. Ja, ja. Nein. Gen Z ist auch an dem Punkt, also diese Unterteilung finde ich sowieso immer so. Aber ich finde die so bescheuert. Aber, Ich mag die Gen-Z-Einteilung, weil ich habe das Gefühl, Leute, die wirklich zu die Geburtsstunde des Internets wirklich mitbekommen haben und sowas und auch ohne gelebt haben, ist dann doch, vor allem bei denen, wenn man Internet unterwegs ist, doch immer bei vielen Dingen eine andere Perspektive. Ja. Ja. Es ist nicht so viel Zeit dazwischen, aber es ist doch genug Zeit, um durchaus Unterschiede zu sehen. Aber es ist halt immer so, es ist immer so eine Sache, so, ich könnte mit jemandem befreundet sein, der ist so einen Tag oder einen Monat älter als ich. Ja. Wer denn diese reinen. Ja, und die Person dann ja, und die Person dann ja auch wieder und so, wenn man das so weiterspinnt, dann hat man ja immer eine Mischung aus allen Generationen auch in sich, durch Geschwister, durch halt eben Freunde, die ähnlich alt. Also man würde immer sagen, ich bin gleich alt wie Fully, das würde er so nie sagen, aber ich bin so alt. Nein, ich bin älter. Und, und er sagt es wieder über jemand anderen, ja, ich bin ja gleich alt wie der so 2 Jahre jünger ist. Und der hat wieder einen 2 Jahre jüngeren Kumpel und ja, wir sind ja ungefähr auf einem Level, so. Und da, du hast halt so eine Range, deswegen ist es mit der so du dich schwierig, irgendwann zu sagen, kannst. Wo ist jetzt Gen Z? Du hast halt eine Range, mit der du dich selber identifizierst. Nein, wer 2000 geboren wurde, ist Gen Z. Ja, nein, ich meine, du kannst aber trotzdem nicht mal alles draus schließen, was diese Person ausmacht. Du hast halt so ein paar Jahre plus. Das ist ja auch nicht der Sinn dahinter. Das weiß ich, ich hab's nur nochmal erwähnt. Das ist ja kein Horoskop. Ja, aber es ist ja so schleichend, dieser Übergang zwischen Generationen.
95 ist halt schwer, das ist so Millennial, aber irgendwie auch nicht. So gerade so noch Millennial, da bin halt ich zum Beispiel. Und ich bin sowieso dann mit älteren Geschwistern, aber ältester in der Schulklasse. Ich bin das immer so Johnnys zwischen den Welten. Johnnys ewiger Konflikt. Rotten Mushroom, Maeve. Das ist einfach so, da bin ich so dazwischen. Aber das ist das, was ich gerade sagen wollte. Du hast halt eine persönliche Range, mit der, also eine Altersrange irgendwie, wo du dich mit Leuten noch so irgendwie gut identifizieren kannst, auf wie man aufgewachsen ist, ähnliche Interessen, ähnliche Erfahrungen. Das ist so plus minus ein paar Jahre und nicht irgendwie, was ist eine Generation, 20 Jahre oder so? Ja, und da gibt es Leute so in meinem Clear Alter, Cut, die wirken, als wären die 40. Das gibt's ja alles. Ja, das gibt's natürlich auch, klar, klar. Aber ich mag das auch und ich wollte nur sagen, Gen Z kommt jetzt auch an den Punkt, wo sie merken, oh, die danach vermiesen uns jetzt alles. Das ist nicht mehr das Neueste und so. Alle werden älter und verbitterter. Ist jetzt Gen Y? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr froh, dass wenigstens Millennials und Gen Z sich so weit einig sind, dass alle davor alles ruiniert haben. Ja. Ja, ja. Und wir uns dann aber auch darauf ausruhen, dass es halt eh schon zu spät ist. Will ich nicht sagen, aber... Nein, es ist ja eine sehr aktivistische Generation eigentlich auch. Nur gezwungenermaßen. Ja, aber die davor sagen, wir waren die aktivistische. Und die davor waren sie sagen, wirklich wir waren nicht. Die aktivistische. In den 60ern waren das vielleicht. Gerade, ja eben, ja. Es ist wirklich alles Zeit. Es kommt immer drauf an. Es passiert immer wieder und irgendwie so. Es kommt auch immer auf welche Bubble das jetzt ist. Der eine war natürlich nicht aktivistisch, die anderen total. Und das passieren immer wieder die gleichen Dinge, alle in nur den 60ern anders verpackt. Waren so und wir, unsere Bewegungen. Und ja, ist ja auch richtig, aber immer dieses Vergleichen mit denen davor und danach und sich irgendwie besser dazu. Es ist dieses typische, boah, meine Kindheit war die beste Zeit, Kind zu sein. Aber es kommt drauf an, was du für Eltern hast, was du für eine Familie hast, was du für Freunde hast und nicht, welche Medien da laufen. Weil dann ist es immer schön. Wenn das gut läuft, dann findest du auch ein Medium, was unfassbar cool und nostalgisch ist. Man kann heute als Kind keinen Spaß mit der Switch haben. Das ging nur mit dem Gameboy. Boah, die Switch als Kind muss so cool sein. So eine gute Konsole. Erinnert mich an die eine Frau, die ich beim Einkaufen gesehen habe, die ein Shirt getragen hat. Ich erinnere mich an eine Kindheit ohne Handy. Ja, genau. Oh, ich werde die Frage gestellt haben. Das glaube ich sowohl ein Front an andere Eltern. Ich weiß nicht mehr, ob du ein Elternteil bist, denn du hattest kein Kind dabei, aber all die Schnauze. Vielleicht kann es auch ganz gut sein für Kinder, per Handy erreichbar zu sein. Wann hattet ihr euer erstes Smartphone? Also, kann super praktisch sein. Die sympathischsten Menschen. Smartphone. Die sympathischsten Menschen für mich sind auch die, ich habe so ein paar, eine Handvoll immer mal kennengelernt, so richtig alte, so Großeltern, die total offen gegenüber der Generation und Parallelen sehen zwischen sich und denen und überhaupt nicht irgendwie darauf, das alles so schlecht machen. Und das sind so interessante und sympathische Gespräche, die man mit solchen Leuten hat. Das ist einfach viel angenehmer, auch sich selbst nicht immer so zu verbittern über solche Sachen oder über andere zu stellen oder so. Oder dem so hinterher zu trauen, was man damals hatte. Ja. Sondern zu sehen, oh, was haben die denn heute und was beschäftigt die denn, was auch total interessant sein könnte. Ich denke, es ist super cool, wenn es irgendwie ältere Leute sind, die sich mit Zeug auseinandersetzen. Keine Ahnung, wenn jemand ist, der, keine Ahnung, sagen wir ein 60-Jähriger oder so und er geht mit als Hobby Drachensteigen oder sowas, hat der Instagram-Seite dafür, so, dann denke ich mir, oh, das ist super cool. Ja. Ja. Ich hatte Gespräche mit einem Ehepaar, das entfernt voll mit meinen Eltern war und dann in Dänemark mit in diesen Urlauben manchmal da ist und so. Und der eine war, glaube ich, Suchtberatungshelfer für Jugendliche sein Leben lang. Und dadurch, obwohl er jetzt so 70 ist oder so, so reflektiert und so auf Augenhöhe mit mir reden konnte, das war richtig beeindruckend. Das fand ich unfassbar cool. Der hat so alles verstanden, was es noch so gibt. Und er hat gesagt, ja, das ist mit den PCs das, was ich vorhin auch meinte, mit diesem Einschließen vielleicht in der Jugendzeit in sein Zimmer und nicht Anklang finden bei der Familie und so, das hat er genauso, dann gab es damals nicht den PC, sondern irgendwie Alkohol oder der hatte da irgendwelche Drogen, so Trenddrogen dann erwähnt und so, weil er sich mit sowas auseinandergesetzt hat, das fand ich super interessant. Aber oh, mein Onkel hat vorgestern gesagt, ich habe ihm die Wohnung hier gezeigt, meine Familie war das erste Mal hier, also die etwas weiter gestreute Familie, und meinte dann so, ja, ist ja auch guter Ausblick hier, und ja, hier oben, dritter Stock, meinten wir so, ja, das ist ziemlich cool. Ja, und dann hat er gesagt, ich zitiere, ja, und dann musst du dich auch nicht mit den ganzen Plebs da unten rumschlagen.
Und mein Onkel ist 70. Und ich fand das so gut, dieses Wort aus seinem Mund zu hören. Und hab dann erst verstanden, oh, das Wort ist irgendwie, so haben die Römer das gemeine Volk genannt oder so. Also er hat das natürlich, er hat das aus Witz auch als Joke gesagt, aber ich kannte das so von Twitch. Ja, so, ja. Die ganzen Plebs da, so, ich hatte keine Ahnung. Oh, ich dachte, er hat das gesagt, weil er das wusste, dass du das Begriff von mir hast. Nein, er hat das auch, wo er jünger war, schon benutzt, das Wort Plebs. Das hat man in seiner Jugend in Konstantinopel gesagt. Ja. Bei Asterix und Obelix, als die Comics rauskamen, da gab es noch das Römische Reich. War ein politisches Statement, das Ding. Es war tatsächlich eine Vlog-Reihe. So, sorry, ich habe jetzt wirklich genug geredet, Fully. Genau, Fully. Ja, ich wollte halt die Frage stellen, weil es mich halt so interessiert. So, wann hattet ihr, also mit wie vielen Jahren hattet ihr euer erstes Smartphone? Weil. 22. Also ich hatte. Ja, okay, also auch recht spät. Ich hatte mit 18 mein erstes. Ich meine, die waren super teuer und ich hatte nicht wirklich zu viel Nutzen dafür. Ich hatte dann für lange Zeit halt noch dann reguläres Handy. Schon. Ich glaube 15. Und so 2-3 Jahre vorher hatten immer andere schon eins. Ich hatte halt wirklich kein Geld für ein Smartphone übrig. Ich glaube, ich war 23. 2006? 7? Nein, da kam iPod raus, oder? Also das iPhone kam 2006 raus. Ja, genau. Okay. Die iPods kamen auch schon so ein bisschen. Ja. Ein paar Jahre vorher hatten Leute schon, da war immer dieses, ist das Touch? So als Handy ist kein Touch. Ist das Touch? Und dann war es Touch. Hör auf! Und dann ein paar Jahre später hatte ich relativ früh für meinen Geschmack eins, aber alle anderen in der Klasse, also sehr viele andere in der Klasse hatten längst eins. Hey, gucken, ich glaube Galaxy S2 war mein erstes Smartphone. Ich war 15, 16 so. Ich hatte 15, 16 aber auch generell mein erstes Handy. Ich hatte mein erstes mit 12. Und ich hatte so ein Nokia-Sicherheitshandy, falls mir was passiert, dass ich meine Eltern anrufen kann. Ja, ich hatte aber eins, was ich so benutzt habe als Freizeit. Objekt. 2011 Warum passiert das ständig in diesen... Das passiert mir nie im Stream. Warum geht mein Licht immer ständig? Weil das ist so seltsam. Ich habe ausgeführt, dass mein Zeller geworden ist. Meins ist noch nicht hell genug. Ich muss irgendwie noch mal gucken, wie ich das Keylight überhaupt kontrollieren kann. Ich habe es einfach mal angeschlossen, weil ich es brauchte. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dem sage, wie ich die Lichteinstellung ändere. Keine Ahnung. Ja, muss ich mal. Hilf mir, Fully. Du hast das gleiche wie ich, oder wie? Nein. Hilf mir, Fully. Was habe ich sonst noch verpasst? Also, gar nichts. Überhaupt nichts. Wann mein erstes Handy rauskam? Ich habe vorletzte Woche mein Skript zu Was wurde eigentlich aus Sony Ericsson geschrieben. Das heißt, ich bin aktuell im Thema drin. Yo. Ich hatte sogar mal eine Zeit lang Sony Ericsson. Ich auch. Ich hatte so eine kleine Lautsprecherbox, wo man den Lade die Sony Ericsson-Lautsprecher reinsteckt. Ja. Wofür ich das halt meistens hatte, mein erstes Handy wurde mir leider geklaut. Ich habe halt nie herausgefunden, wer es geklaut hat oder so. Es war halt in der Sportumkleide. Weswegen eigentlich ist gut, wenn man die in so eine Kiste packen kann, die dann irgendwie weggeschlossen wird in Sport. Wenn sie dann weggeschlossen wird, ja. Ich weiß nicht, wie lange ich es geschafft habe, das von meinen Eltern geheim zu halten. Oh, Gott, das ist ein anderes Handy. Werde ich direkt. Auf jeden Fall. Ganz kurz, da war dann immer so ein kleiner Anhänger dabei. Das ist heute auch viel später als sonst. Der hat dann geblinkt, wenn angerufen wurde oder ein Signal kam, weil der so auf Radio, so auf Telefonsignale reagiert hat. Nice. Ich habe auch ein ungefähr so altes Handy da. Meins ist von der Ericsson. Fully fand's nice. Hinga, Dinga, Dorging. Ich finde, das hat halt irgendwie Charme. Aber ja, irgendwie, ich habe es 1,5 Jahre geschafft, von meinen Eltern geheim zu halten, dass ich kein Handy habe. Und ich habe dann irgendwie immer versucht zu erklären, warum hast du nicht angerufen? Ich wollte euch nicht stören oder so. Oh, ich habe versucht, dich anzurufen. Warum bist du nicht rangegangen? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie das... Vor allem derjenige, der es geklaut hat, der hat das Handy ja dann irgendwie angehabt oder so, dass dann Anruf überhaupt durchging und nicht... es hieß kein Anschluss unter dieser Nummer. Die SIM-Karte nicht ausgewechselt, das ist interessant. Ja, das ist auch irgendwie nicht... Also ich weiß gar nicht, wie die... Das ist super interessant. Dann irgendwann, die Aldi... Also Aldi Talk war bei uns groß und
haben mir halt Freunde damals irgendwie ein Handy geschenkt, damit ich halt mit Aldi Talk mit einer Karte, die hatte ich auch vor lange benutzt, damit ich mit denen halt einfach nur schreiben kann. Und dann später hat der gleiche Freund mir irgendwann ein altes Smartphone vor dem geschenkt, nur damit ich mit ihm über WhatsApp schreiben kann. Das ist eigentlich krass, dass wenn ich überlege, meine Handys waren echt nur dafür da, damit ich irgendwie mit Freunden schreiben konnte. Das war halt so der eine Grund, warum ich die hatte. Da hat Pictochat nicht ganz gereicht. Pictochat hat nicht gepasst. Pictochat Range ist leider nur gut, wenn die Sonne scheint. Es war wirklich immer nur, Pictochat war, wir dachten uns so, was sollen wir denn, wie soll das denn jetzt, was können wir denn da jetzt machen? Und dann saß man einfach nur im anderen Zimmer. Und der andere war auf dem Klo oder weißt so. Weißt du, damit machen kannst, Johnny? Du könntest zum Beispiel das gesamte Bild schwarz anmalen. Ja, natürlich. Und dann Bild mit der Bilder reinmachen. Und dann habe ich, kleine Animationsfilme mit Pictochat gemacht, weil man L gedrückt halten konnte und dann flippt das so durch. So, das sah nicht so gut aus, aber ich habe es versucht. Nice. Was mir gerade eingefallen ist, ich habe für das Sony Ericsson Video, ich habe noch ein paar Sony Ericssons gekauft, weil man die super günstig bekommt. Und das ist super interessant. Schau euch die Tasten da an. Das ist, so wie ich es verstanden habe, ist, wenn man es zugeklappt hat, kann man da dann entweder Musik durchwechseln, hat da ein bisschen was auf dem Display oder so, oder durch Radiosender. Das ist natürlich zum Aufklappen. Oh, ich weiß noch. Das war der gute Stoff. Das muss so teuer gewesen sein. Smartphones gehen zurück zu Klapphandys. Es gibt Klapp-Smartphones. Ja, aber die haben diese Falte. Die werden sich nie durchsetzen. Das ist irgendwie total komisch. Aber es gibt den Aufwand, dass man irgendwie scheinbar doch wieder dorthin zurückgeht. Er wird sich nie durchsetzen. Klapphandys sind aber trotzdem eine coole Sache. Schon allein, weil so ein Klapp-Smartphone fucking unbezahlbar ist. Na, das stimmt. Ja, alles ich bin nicht gut darin, Trends im Vorfeld zu erkennen. Generell ist das Smartphone, man ist halt generell schon lange am Ende seines Entwicklungszyklus angekommen. Man wundert sich, warum ist da so lange Stillstand? Warum kommt da nichts Neues? Wann kommt Smartphone 2? Ja. Ja. Das ist wirklich die Frage. Weißt du, wie schnell sich Handys verändert haben und dann zum Smartphone wurden? Das Smartphone ist dann einfach, keine Ahnung, hat ein paar Jahre gedauert und dann... Ja, aber was soll da groß passieren? Da muss irgendwer eine bahnbrechende Idee haben. Das ist keine natürliche Entwicklung mehr. Ja, dann mach mal. Ja. Aber das ist tatsächlich etwas, das war vor einigen Jahren noch viel spannender, generell in vielen technischen Geräten. Ich meine, auch bei Spielekonsolen, die jetzt nicht Nintendo sind, haben wir jetzt auch quasi eine geupgradete PlayStation, eine geupgradete Xbox. Es ist halt nicht mehr irgendwie so experimentell, was man vor ein paar Jahren noch mal hatte, so da wusste man nicht genau, okay, was funktioniert, in welche Richtung wollen wir gehen, und das ist jetzt, man weiß halt ein bisschen deutlicher, okay, das funktioniert. Also die Switch, wenn ich frage ich mich jetzt, was kommt. Also komm schon, die Switch ist auch sehr safe gespielt. Ich habe gesagt, nicht, ich meine, die Switch Nintendo ist aber ein bisschen kreativer als aber PlayStation und Xbox. Aber PlayStation und Xbox war noch nie mehr als ein Upgrade, oder? Das ist ja genau, darauf wollte ich hinaus. So, irgendwann war dieser feste Weg da und dann wusste man, ja, wir gehen in die Richtung. Und Handys sind halt auch jetzt, Smartphones sind halt jetzt auch nur noch Upgrades. Genau, man ist bei Smartphones, es gibt ja Variationen. Es sollte ja mal hier die Google Glasses geben halt. So als, ich denke schon, dass Augmented Reality schon noch eine Sache, noch mal was wird. So. Virtual Reality haben wir ja schon durch, aber Augmented? Und wann hast du denn hier dein SD-Karten? Ich würde nicht zustimmen, dass wir Virtual Reality durch haben. Ich würde sagen, dass wir auch da noch sehr am Anfang sind. Yeah, nein, das Thema, nicht, sorry. Achso, wir hatten darüber mal gesprochen. Ja. Wollte ich gerade sagen, also, wenn du so ein riesiges Teil vor deinen Augen hast, das eine super miese Auflösung hat, ich sehe da noch nicht das Ende. Mhm. Aber ja, vor allem was PCs, Handys, Konsolen angeht, die waren halt, als sie noch nicht halt herausgefunden haben, eindeutig, okay, das ist der Weg, den wir einschlagen, da gab es halt so viel mehr seltsamen Shit. Bei Handys war der Fokus damals so auch ganz anders. Die großen Handyhersteller waren nämlich, es waren welche, die Budget-Handys gemacht haben, also Nokia oder Sony Ericsson in dem Fall. Nokia? Es waren halt Handys. Nokia? So spricht man es richtig aus. Ich versuche mich dran zu gewöhnen. Echt? Oh. Okay. Ich muss mal nachschauen. Ich glaube, man spricht so aus. Wie auch immer. Das ist ganz schön gemein gegen die Autofirma Kia. Ja. Yeah. Hokkaido-Kürbis. Kein Kia. Auf jeden Fall waren die meisten Hersteller, sie haben relativ günstige Handys gemacht und das war natürlich die Sache. Handys davor waren natürlich für den professionellen Markt und sowas, deswegen sie waren groß, sie waren teuer,
riesige Teil, die man halt fürs Arbeitsumfeld hat. Deswegen, wenn man zum Beispiel auch nach älteren Ericsson-Handys oder sowas schaut, sind dann alle noch in so einer, oder oftmals in so einer Plastikhülle und sowas, was sie natürlich hatten, wenn man, keine Ahnung, auf dem Bau ist oder so, damit es nicht beschädigt wird, damit man einfach Kontakt bleibt. Und dann wurde natürlich die Technik günstiger und sie haben einfach, sind einfach den Weg gegangen. Generell kann es sein, dass vielleicht so ein 2000er-Ding auch war, dass immer stärker man Richtung Sparen gegangen ist. Wo auch, wir hatten in Deutschland zum Beispiel auch, ich meine, Discounter war wahrscheinlich erfolgreich geworden war so sein. Wir hatten Geiz ist geil bei Saturn als Motto. Was schüttelt so im Kopf, ein gutes geil. Motto. Genau, und deswegen, keine Ahnung, was genau der Grund dafür ist, ehrlich gesagt, warum sich ausreichend günstiger Handys durchgesetzt haben. Aber das war die Sache, sie waren bunt, sie waren einfach nur kleine, bunte Handys, mehr oder weniger Spielzeug, wie man es heutzutage nennen wollen würde. Und dann als Smartphones rauskamen, ging das Ganze wieder mehr in den edlen Bereich, ich denke hauptsächlich, weil Apple das Ganze damit angefangen hat. Und es war einfach so viel teurer. Und inzwischen, Smartphones wurden nie günstiger, sind halt alle scheiß teuer. Deswegen, ich denke, da sieht man wirklich Platz für Spielereien, wie es damals der Fall war mit normalen Handys, wo du einfach, keine Ahnung, ein dummes Handy bringen kannst, dass du zuklappst und hast du irgendwie ein dummes, komisches Radio-MP3-Player-Teil, ein extra Display dafür. Aber Handys waren auch immer sehr teuer, auch die alten. Kommt drauf an, aber sie waren nicht mal fast so teuer wie Smartphones. Wie Smartphones. Vor allem, wenn du heutzutage halt schaust, ich habe mal für das Video hab ich auch geschaut, was mit Sony-Smartphones ist und man kann das nächste Modell vorbestellen, sind einfach 1.200 €. Und wenn man nicht ganz so teures Modell will, für 800, das halt. Ja, gut. Damals hat halt ein Handy, keine Ahnung, 250 oder so gekostet. Das war für damalige Verhältnisse auch viel. Ja. Ich weiß noch, wo MP3-Player halt eine Sache waren und dann diese iPods und sich so viele Leute nicht wussten, dass ein iPod nur von Apple ist, sondern dann hieß ein MP3-Player auch, ja, ich habe jetzt ein iPod. Und das war nur irgend so ein anderes Echt? Ding. So, ja, ja, MP3-Player waren iPods für lange Zeit. Nee, wobei, ja, genau. Nee, das hatten wir nicht. Bei uns war immer... Das hatten wir nicht. iPod war immer, man hat sofort erkannt und es war super futuristisch und super cool. Und die nur einen MP3-Player hatten, Sparfuchs. Ja, aber was für iPods waren das? Nur von Apple? Nur von Apple. iPod gibt's weil es gab noch andere super mit den runden Touchscreen. Ja, natürlich. Die jungen Menschen kannten es auch, aber ganz viele haben dann MP3-Player trotzdem iPods genannt, weil sie dachten, das ist so das neue Wort dafür. Ja, Smartphones hießen anfangs auch iPhone. Ja, genau. Ja, okay. Das mit aber natürlich die da Wert drauf gelegt haben auf Apple-Produkte, die wussten es immer dann. Nein, das hier ist ein iPod Nano. Und der war sowieso cool. Bei mir war das sogar teilweise so. Nee, der sah ästhetisch aus, finde ich. In Bezug auf MP3-Player gab es sogar einiges an Trash-Talk eigentlich bezüglich Apple-Sachen, weil es gab dann dass es Trash-Talk bezüglich Apple gibt. Na, viele hatten iPod. iPod war super cool. Also der Smartphone, das Smartphone ohne Phone iPod. Du meinst den iPod Touch. iPod Touch, so. Exakt. Genau, iPod Touch. So, den fanden halt das viele war einfach Scheiß nur ein cool. Smartphone ohne die Funktion ohne zu Phone, telefonieren. Ja. Was heutzutage auch basically das, also so viele brauchen das ja eh nicht. Ja, auf jeden Fall. Dass es ein Handy mit einer SIM-Karte sein muss, aber. Aus irgendeinem Grund bei den originalen iPods, die ja dann eigentlich cool waren, weil sie einen Screen hatten, also einen größeren Screen, der beleuchtet war als MP3-Player und nicht dieses USB-Stick-Ding waren, sind irgendwie zurückgegangen und haben den Screen entfernt. Und voll viele, die ich kannte, die hatten dann irgendwie so einen screenless MP3-Player und dann haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, dass sie halt nicht einmal irgendwie richtig durchscrollen können und dann wollten die mal erklären, oh nein, das ist so viel besserer MP3-Player, weil keine Ahnung, was deren Argumente waren. MP3-Player ohne Screen ist so eine Scheiße. Ja, und dann, oh, ich weiß ja, was ich höre. Ich kann das ja hören, was ich da höre. Ich kann ja nur ums Hören. Und dann... Ja, aber du kannst nicht durchscrollen, das ist cool an dem Ding. Oder? Warum konnte man beim regulären, bei Super Basic MP3-Playern auch kleine Ordner öffnen und sowas? Du konntest das Zeug einfach sortieren. Nicht mal bei den billigsten MP3-Playern war nicht mal ein Bildschirm. Also die hatten auch alle einen Bildschirm. Ja, es war irgendwie so eine kurze Phase, wo sich Apple dachte, ja, lass mal keine Bildschirme drin haben. Oh mein Gott, Leute haben es gekauft. Ich hatte gerade eine Epiphany darüber, dass Hören so ein eindimensionales... so eine eindimensionale Fähigkeit ist und Sehen zweidimensional, also klar, das 3D-Ding mit den zwei Augen und so, aber eigentlich zweidimensional und Hören, du kannst immer nur linear dadurch, also du kannst nicht mit den Ohren, ohne hinzugucken, schon wissen, was als nächstes kommt, versteht ihr? Was? Das ist vielleicht... Nein, ich denke, das ist interessanter
Interessanter Der Punkt. Ist bestimmt interessant, die Scheibe müsste ich erst erreichen. Und wenn sie dich erreicht, ist es zu spät. Und Augen, klar, du kannst auch nur das Licht was erreichen. Aber du kannst nicht vorausschauend hören. Und du kannst aber vorausschauend sehen, sozusagen. Also du kannst natürlich nicht wissen, was noch passieren wird. Also du kannst ich meine nur, der Screen sehen, was auf dich hinzukommt. Du weißt, dass der nächste Song kommt, weil das steht da halt. Ah. Aber du kannst es nicht hören, logischerweise. Aber das fand ich gerade nur interessant. Irgendwie. Naja, es steht nicht immer da. Manchmal steht es auch erst da, wenn das Lied läuft. Nein, aber die Möglichkeit ist da, dass die Augen wissen, okay, schon mal darauf vorbereiten, was als nächstes kommt. Und du könntest natürlich so, nächster Song so und so. Dieser Song, das. Und dann hörst du es und dann weißt du es. Aber ich meine ja nur. Das war so ein Johnny-Moment gerade. Du kannst mehr Informationen auf einen Blick haben, als du hören kannst, weil hören kannst du die Dinge eher so nacheinander, informationstechnisch. Ja, du kannst mit den Ohren wenig multitasken. Ein bisschen schon. Dazu sollte man sagen, wir Menschen können all dies. Ja, natürlich. Aliens können. Ich meine auch generell, keine Ahnung, wie läuft, wenn eine Fledermaus ein bisschen so nah um sich herum schießt, sollte doch auch über Ohren arbeiten, oder? Ach so, ja klar. Wir haben auch, weil wir zwei Ohren haben, eine Fähigkeit zu wissen, wo kommt etwas her. Du könntest sagen, eine Stereo-Anlage haben wir. Oh mein Gott. Das ist so eine alte Stereo. Die kennen heutzutage mit ihren Stereo-Anlagen. Das hat ein Lehrer von Fuli gesagt. Nee, die Geschichte. Auch von dir? Ja. Ich dachte, es wäre von Fuli gewesen. deswegen freut sich doch schon so sehr um die Story. Ich habe mich daran erinnert. Da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Fuli sah auch aus, als ob er sich daran erinnert. Ich habe zu Fuli geschaut. Ich fand's so witzig, weil ich habe auch schon Stereo-Leute sagen hören. Also. Das Nokia. War der Physiklehrer meiner Schwester. Das war nicht mal mein Lehrer. Vielleicht habe ich die Story so erzählt, als wäre es mein Lehrer, weil wozu sollte man erwähnen, dass es von der Schwester ist? Aber das hat mich gerade zurückgeworfen. Ja, warum erwähnst du das? Ja, nee, weil es noch weiter weg war, jetzt wo Morgi das angesprochen hat. Es war nicht mal mein Lehrer. Stereo-Anlagen. Wie Ferrero? Cola Zero. Was steht da drauf? Sie sagt nicht Zero, sie sagt Zero. Zero. Ja. So fucking Clip. Warum? Ich sollte Leck mich doch am Zückerli in meinen Wortschatz einbauen. Ja. Definitiv. Ich frage mich manchmal, wie viel bayerischen Einfluss hast du in deiner Muttersprache, sag ich mal. Ja, genau. Wie kommt es eigentlich, dass du nicht bayerisch sprichst? Da kommt es bei mir nicht. Also da merke ich kaum Dinge, die du sagst, die so irgendwie dialektbedingt sind oder so. Also, wir haben ja verschiedene Faktoren, die miteinander spielen. Zum einen Tatsache, dass es wird jetzt viele Leute schockieren, aber nicht überall in Bayern spricht man einen sehr starken Dialekt. Okay. Ja. Bei mir zum Beispiel hat man nicht unbedingt zu viel geredet. Es gab Leute, die haben mehr Dialekt geredet, aber es waren üblicherweise eher welche, die aus Dörfern waren tatsächlich. Das heißt, da war es dann immer so, ich hatte immer das Gefühl, dass jemand, der zu stark Dialekt und sowas spricht, dass das so ein bisschen, was eigentlich sehr schade ist. Dass es so ein bisschen negativ behaftet war, so ein bisschen, oh, das sind die Bauern und sowas. Oh. Ungefähr so, wie der Rest Deutschland gerne als Klischee Bayern sieht, oh, das sind die Bauern. Dann in Bayern gab es natürlich auch noch die Stufe, wo man jemand gehört hat, vielleicht reden sie wirklich wie Bauern. Das war so ein bisschen die Sache. Und dann natürlich in Kombination hätten wir die Tatsache, dass ich immer ein sehr introvertiertes, in mich geschlossenes Kind war, das sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbracht hat. Und Dinge aufgezeichnet hat. Ja, yeah. Ich denke, ich werde mir dadurch auch einiges angewöhnt haben, keine Ahnung. Und dann, beziehungsweise als ich mit Videos angefangen habe, ich glaube, da war noch ein bisschen mehr Dialekt da. Aber üblicherweise kam es auch oft vor, dass bei manchen Dingen Leute sich sehr negativ zu geäußert haben. Und dann übt sich auch mehr davon ab. Aber es war generell halt nicht zu stark. Zum Beispiel, was bei mir war, dass ich das Wort statt fragt, fragt gesagt habe. Und das haben Leute nicht gerne gehört. Da gingen hitzige Diskussionen los. Ich bin immer, ich stolper immer über die, wenn du sagst, ich hab dran gedacht. Weil ich würde immer sagen, ich hab dran gedacht. Also nicht dran gedacht, sondern dran gedacht. Der Rhythmus von wie ich spreche ist sowieso komplett runter und drüber.
Ja, und das hörst du vielleicht nicht gerne, aber ich finde das super so. Aber nein, es ist mir egal, du hast es so oft erwähnt, es hat jegliche Bedeutung verloren. Okay, ist abgestumpft. Ich meine, ich kenne wirklich niemanden, der diese Sprachmelodie und so bestimmte Formulierungen so macht wie du. Das war überhaupt nicht, das war eigentlich nur positiv gemeint. Aber ich frage mich, ob in deinem Umfeld Leute eher so reden. So. Aber ich kann es nicht prüfen. Ja. Keine Ahnung. Also ob das auch ein Regionsding ist oder ob das einfach so du bist, der so spricht. Weil logischerweise redet ja jeder auf seine eigene Art. Ja, absolut. Fully auch. Fully hat auch so eine gewisse Klangfarbe. Ich könnte das jetzt nicht irgendwie imitieren, euch beide oder so, aber man erkennt es einfach, oder? So Unterschiede, wie Leute reden. Meintest du nicht mal, dass ein Freund von dir auch mal, er meinte, dass er mich irgendwie nachmacht und es war so überhaupt nicht. Ja, also zum einen so richtig nasal, was ja viele bei dir hören, das höre ich selber zum Beispiel. Oh, meine Lieben. Ja. Das höre ich am liebsten. Es ist nicht so extrem, wie Leute tun. Putz mal deine Nase. Manchmal, dass du halt irgendwie so redest, so wird das auf jeden Fall vorhanden. Und dann, wenn in den früheren Videos aber so klingt das für mich nicht. Redest du mit Absicht so oder tut er nur so? Ich meine, komm schon, es ist wirklich nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Manche Leute sind auch so komisch, als ob die irgendwie. Ich weiß überhaupt nicht, wenn du mit Leuten normalerweise redest, merkst du ja, jeder hat so seine eigenen Arten und seine eigenen Ticks und seine eigene Stimme einfach. Ja. Und dann, wenn du da irgendwie einen YouTuber hörst, vielleicht mit einer Art und Weise, was du noch nicht vorher gehört hast, wie kommt es, dass manche Leute so extrem schockiert sind, als ob deren Welt zusammenbricht und die dann denken, ah, der tut nur so, als ob er so redet. Niemand redet Fully, so normalerweise. Der Punkt ist, weil ihre Welt zusammenbricht. Weil sie wirklich Angst davor haben, dieses was Neues zu erleben. Sie denken sich, warte, er sieht so aus, aber er klingt so. Und die Synapsen, sie brennen gerade durch. Denkt sich, das kann nicht sein, das macht mich sauer. Das macht mich sauer, dass die Welt so funktionieren kann. Es gibt viele Leute, ich kann die genau sauer so ein Lied auf Dialekte davon werden. Weil sie finden, dass das einfach hässlich klingt. Ich denke mir so, du hast einen Punkt, du darfst das gerne hässlich finden, aber du musst akzeptieren, dass das einfach nur davon abhängt, wo du geboren bist. Das hätte dir genauso passieren können. Niemand spricht klares Wort. Das hätte dir passieren können, als wäre es ein Unfall. Ja, das hätte auch dein Schicksal sein können. Das hätte auch dich treffen können. Ihr alle hättet im Saarland geboren werden können. Ich weiß nicht, haben die überhaupt einen Dialekt? Ich habe keine Ahnung. Da wohnt ja niemand. Niemand weiß es. Keine Ahnung. Aber ich kann da ja auch ein Lied von singen, nur weil ich eine hellere Stimme habe, dass so viele Leute irgendwie automatisch annahmen, ich bin jünger oder so. Das ist halt auch so ein Ding. Nö. Das ist eine Redewendung. Ich weiß. Nein. Ich erkläre dir jetzt, was seine Rede. Nein. Fully redet wirklich so eingebildet, er tut nicht so. Da müsst ihr mit umgehen. Klinge ich eingebildet? Nein. Aber. Okay. Obwohl, also tatsächlich. Klinge ich so? Also dann ist es absolut keine Absicht von mir. Ich rede einfach nur so. Ich finde, du hast eine sehr coole Geheimnis für dich, Synchronsprecherstimme. Eingebildete Leute haben auch nicht die Absicht, Arschlöcher zu sein. Das stimmt. Ey, Jungs, wenn ich eingebildet wäre, würdet ihr es mir sagen? Ich traue mich nicht, du bist so. Ja, was wolltest du noch sagen? Hochnäsig. auf jeden Fall, das Ding ist halt, es gibt halt generell auch so viele Männer, die einfach auch eine hellere Stimme oder höhere Stimme haben. Und allein die Tatsache, also, ich meine, Wollo hat ja auch zum Beispiel auch eine super hohe Stimme, finde ich. Und ich habe ihn ja damals auch nur gehört und ich habe auch nicht gewusst, wie er aussieht. Aber ich habe ja jetzt nicht gedacht, keine Ahnung, das ist jetzt ein 14-jähriger Junge oder so. Ihr habt auch Jokes drüber gemacht, dass er irgendwie super jung ist. Und dann dachte ich mir, ist er vielleicht der Jüngste in der Gruppe oder sowas? Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Aber ihr habt wirklich Jokes drüber gemacht. Dabei war er halt der Älteste. Aber trotzdem, mir kam halt nie in den Sinn, allein auch, wie er sich artikuliert hat und dass das nicht irgendwie ein erwachsener Mann ist, der da sitzt. Also frage ich mich, wie kann das so schwer sein für manche Leute, das irgendwie zu begreifen? Ich finde, du klingst überhaupt nicht jung. Ich finde, du klingst wie ein erwachsener Mann mit etwas kleinerer Stimme. Ja, oder meistens hängt es dann ja auch wirklich körperlich damit zusammen, dass die Stimmbänder einfach ein bisschen kürzer sind. Ja, aber man merkt eindeutig, dass du im Stimmbruch warst. Es klingt nicht jung. Es klingt einfach nur hell. Eben, exakt. Habt ihr mal jemanden gehört, der nicht im Stimmen. Habt ihr mal Kinder gehört, wie die klingen? Also, ich meine nicht Kinder, es kann auf jeden Fall klingen, als wärst du halt gerade so im Stimmbruch.
auf jeden Fall nicht komplett davor, aber eher so ein bisschen, keine Ahnung, wie ein 14-Jähriger oder sowas. Das sehe ich auf jeden Fall. Und, ja, aber der ist ja auch im Stimmbruch. Ja. Ich meine, ja, aber du weißt, was ich meine, aber er ist ja, nicht ja, durch okay. und sowas. Ja, das ist eine Sache, die, ich meine, es kann passieren, ist natürlich ungünstig und sowas, aber es ist, wie es ist. Ich hatte mein Stimmbuch mit 17 oder so. Die Art und Weise, wie Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nur, und, wenn man dann irgendwie das als Angriff auslegen will, ist so, ist ein bisschen komisch. Mhm. Ja, absolut. Ich meine, ich verstehe, dass es anfangs, dass man das hört, man denkt sich, oh, das ist ein bisschen ungewohnt, aber das ist okay, es gehört dazu. Manchmal hört man jemanden reden oder ja, so, vielleicht klar, auch, klar. Je nachdem, welchen Dialekt er auch wenn da wieder sind, redet oder mit welcher Stimme so. Es kann ungewohnt sein, aber ist okay. Auf meinem Let's Play Channel war ich damals, da war ich 16 geworden schon, aber ich war noch nicht im Stimmbruch, also gar nicht. Bei mir hat sich das ja alles so irgendwie gestretched oder verzögert. Und ich meine, es gibt auch nicht dann, diesen einen Stimmbruch. Nee, aber da wurde mir einfach nicht geglaubt. Dann meinte jemand, alle, die ich kenne in meinem Umfeld, sind mindestens mit 14 in den Stimmbruch gekommen. Du lügst über dein Alter, warum machst du das? Ich habe das also, nicht einmal realisiert. Manche Menschen können das nicht akzeptieren, dass irgendwer mal da so rausbricht aus gewissen Schämen so. Generell Alter raten ist so eine Unmöglichkeit eigentlich. Du kannst richtig lieben, du kannst es versuchen. Klar, es ist nicht irgendwie so, dass also bei es gar, mir nicht, schon dass es gar nicht stimmt. Aber du siehst Menschen, ob jetzt Männer oder Frauen, du kannst sagen, ja, die Person sieht aus wie 30, dann ist sie 16. Die Person sieht aus wie 15, ist 25. So, es ist so unfassbar schwer. Bei mir gab es auch schon alle möglichen Dinge, schon fast bis 40 rum, was Leute geraten haben. Also, ja, es geht alles. Ja. Vor allem, wenn du dann wahrscheinlich auch zum Beispiel fragst, ja, wie alt schätzt du mich denn? Dann sind ja manche auch verunsichert und wissen jetzt ja überhaupt nicht, okay, woran mache ich das jetzt überhaupt fest? Ich will das nicht schätzen, ne? Das ist das Schlimmste, wenn Leute sagen, oh, wie alt schätzt du mich? Ich werde die Antwort aber dann nicht verraten. Nicht mal ja, das ist natürlich doof. Du musst dann, wenn dann schon, eine Antwort geben. Komm schon. Ja. Generell die Frage ist, nein, das ist, ich weiß, dass irgendwas versucht, lustig zu sein, aber es ist ein bisschen dumm. Ja. Absolut. Ich weiß auch nie genau, ob ich jetzt eine dunkle Stimme für Leute habe oder eine helle Stimme. Ich kann es nicht sagen, weil die einen sagen zu mir, du warst schon im Stimmbruch. Ich habe das Gefühl, manchmal verschwimme ich da auch mit Fully, dass Leute dieselben Sprüche bei mir machen, einfach weil sie auch bei Fully gemacht werden, manchmal. Keine Ahnung, oder zumindest hatte ich dann manchmal den Eindruck so, hä, ja, aber Johnny, anhand der Stimme bist du ja voll jung. Ich denke mir so, nein, bei mir war das Optische das, was eher jung geschätzt wird. Und die Stimme eigentlich nicht, aber ich weiß es nicht. Du hast schon eine bassige Stimme, aber ja. Die ist trotzdem hell. Ja, ne? Ja. Ich glaube nicht. Aber das ist das gleiche, Amina so zumindest rede, bei mir auch gesagt. Es ist ja auch immer ein Unterschied, ob man jetzt einfach nur redet oder ob du ein Spiel spielst, wo du ein bisschen aufgeregt bist. Absolut. Oder? Ja, aber ich könnte zum Beispiel die ganze Zeit so reden und mir das angewöhnen, habe ich das Gefühl, meine Stimme immer so ein bisschen drücken. Es ist vorhanden. Aber das ist nicht die normale Sprachenergie. Ich überlege gerade, was will mir einfach, was man sagen würde. Es gab diese, gibt es wahrscheinlich immer noch diese Commentary-Kanäle, die auch immer solche 17-Jährige und so sind. Und die reden dann auch immer so, okay, ich hab das Gefühl, reden wir mal darüber. Selbst Most Critical und wie hieß der nochmal? Well, this is my voice and I'm talking like this in a commentary. Markiplier. Ja gut, aber klar, man macht dann so ein bisschen seine Showstimme, aber es gibt Leute, wo ich so das Gefühl habe, die täuschen auch dieses Desinteresse die ganze Zeit so vor. Absolut, das ist genau das, was ich halt bei diesen, keine Ahnung, ob es immer noch der Fall ist, ich gehe davon aus, weil ich das Gefühl, es ist relativ natürlich für die ganze Community. This fucking guy is so stupid, I don't even care about it. So die ganze Zeit. Diese Commentary-Kanäle. Ja, genau. Ey, es ist Pyrocynical damals und heute klingt so komplett anders. Der hat so dunkel, also der hatte so eine tiefe und dunkle Stimme, dabei war er super jung auch. Er wollte diesen Kontrast einfach, das ist so ein psychologisches Phänomen wahrscheinlich auch ein bisschen zu überkompensieren. Wie ist es bei euch, wenn ihr irgendwo anrufen müsst? Weil ich habe das Gefühl, also ist zumindest bei mir so, ich mache immer, meine Stimme wird immer höher so. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich hätte dann auch eine höhere Stimme. Ja, natürlich. Hier in diesem Podcast rede ich auch nicht so, wie vielleicht rede, wenn wir jetzt einfach nur irgendwo zusammen sitzen würden. Warum? Na, doch, soll das? Oh, doch. Da mal hier ein Mikrofon ist. Nein, im Call schon, aber wenn man jetzt einfach nur sich entspannt und dann so. Ich würde da, glaube ich, eher mehr so mit euch reden, dass ich die ganze Zeit so
nicht versuche, laut zu sein. Also ich würde lieber ein bisschen natürlicher mit euch reden. Das war jetzt ein bisschen schwachsinnig, weil ich absichtlich runtergegangen bin, aber... Also ich wollte irgendwie simulieren, wie es klingt, wenn ich nicht das hier mache, was ich jetzt gerade mache. Das Problem ist, wenn man sich... Oder so redest du ja auch nicht immer. Das ist die Situation, wenn man sich denkt, bei irgendeiner Situation, man wird für irgendwas gefragt, man denkt sich so, okay, oh, ich muss gar nicht lügen, ich kann die Wahrheit sagen. Und dann formuliert man so ganz komisch, dass du geschauspielert klingt. Man denkt sich so, fuck, warum habe ich das gemacht? Und das sind die schlimmsten Stellen, wenn ich im Stream irgendwas ganz vorsichtig sein will zu irgendeiner Meinung, die ich habe und das so ausdrücken will, weil ja das öffentlich ist. Und dann denke ich danach, wieso hast du es gesagt? Das ist gar nicht unbedingt das, was du denkst. Du hast es nur so... Du warst überfordert damit, wie du es jetzt ausdrücken sollst. Ja. Das ist das Schlimmste. Aber zu Maeve, ja, am Telefon gehe ich mit der Stimme hoch. Und ich glaube, ich habe mir eine Tonlage angewöhnt, weil ich ja, wenn ich Charakter spreche oder so, habe ich mir halt gewisse Arten angewöhnt, wie ich halt weibliche Charakter spreche. Ja, hallo, ich glaube, hier ist Fully. Ich bin halt durchaus, glaube ich, so, ja, schönen guten Tag. Und dann gehe ich dann halt in diese Tonlage rein. Und dann, wurde des Öfteren schon... als Frau betitelt. Ich meine, ich habe halt geschmunzelt und dann mir, okay, whatever. Das ist auch ganz witzig. Zu Peach. Ich weiß nicht, warum. Aus einem Mario RPG. Aber das habe ich irgendwie schon viel gehört, dass man einfach so die Stimme hoch macht beim Telefon. Ahnung, ich denke, weil man freundlicher klingen will. Wahrscheinlich, ja. Könnte sein. Ich habe letztens deine Stimme nachgemacht, also deine weibliche Vorlesestimme. Mensch, das ist ja das erste Mal, dass du das gemacht hast. Ja, okay, sorry. Reden wir nicht drüber. Ich habe sie sogar gerade eben nachgemacht. Ja, man macht es gerne, ne? Sehr gemein. Ich habe sie nur nachgemacht von Johnny, die man nachgemacht hat. Ja, Fully stöhnt halt so beim... Es ist halt Voice Acting, ne, so ein bisschen. Das ist die Methode, eine weibliche Stimme dann zu imitieren. Nein, zumindest das, was ich mir beigebracht habe. Bestimmt kann ich, wenn ich mich mal hinsetze, bessere Techniken lernen. Das erwarten nämlich alle. Das so unbedingt, das ist so richtig. Nein. Du musst eins zu eins. Aber ich habe halt Spaß dran. Ich, so sehr, ich liebe das. Ich würde so gerne Vorlesestreams machen. Ich würde so gerne einfach Bücher vorlesen oder so, aber es ist halt kein Material, was mir gehört. Ich könnte nur so öffentliche Sachen. Ja. Oder Dinge, die... Oh mein einfach Freund. Die Nachrichten vorlesen. Mein Freund, wie stehst du zu Pikachus Ferien? Ja. Soll ich vorlesen? Ah, den hast du mal gemacht, ne? Ich habe das vorgelesen und das Buch zum ersten Pokémon-Film. Ja, darf man das? Johnny, diese Bücher werden seit 20 Jahren nicht mehr verkauft. Ich weiß, ich habe aber Angst, es sind dumme Kinderbücher zu dem Kinderfilm, es interessiert niemanden. Oh, ich würde so gern Nero Corleone vorlesen, halt, ne? Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Was sind so, also ich kann keine Bücher vorlesen. Kannst du nichts machen, vorlesen. Was tatsächlich Leute interessiert? Ja, oder was Leute, ja. Wo es tatsächlich Hörbücher zu kaufen gibt zum Beispiel. Ja, genau, es ist ja ein Amateur-Hörbuch in dem ja, Sinne. Ja, genau. Halt, da stelle ich mir halt genauso die Frage, wie ist das? Hat da jemand überhaupt Erfahrung mit? Hat das jemand schon mal gemacht? Und kam da Komplikationen zustande oder sowas? Also ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der Bereich ist zu nischig, damit irgendwie ja, wahrscheinlich. Es nicht mal zu einer Einigung diesbezüglich so wirklich kam, wie zum Beispiel bei Let's Plays, wo sie könnten jederzeit das runternehmen und sowas, ja. Aber es wird natürlich überall geduldet und auch Streams. Und ich habe das Gefühl, bei Hörbüchern... Könnte mit Büchern genauso sein. Könnte es so sein? Ich denke, es würde nicht so sein, weil die Industrie dahinter sehr alt ist. Es tut mir leid, aber ich sehe da sehr viele alte Leute bei Büchern. Aber und generell, es ist zu nischig, denke ich. Ja, und man macht ja auch wirklich nichts anderes. Also beim Let's Play zeigst du einfach nur das Spiel. Und beim Buch zeigst du auch einfach nur das Buch, aber beim Buch ist es wirklich so, ja, deine Performance ist halt eine gänzlich andere als von jemand anderem, von jemand, der es professionell macht zum Beispiel und vorliest. Ja, klar. Ja, ja. Ja, aber du trotzdem, du gibst einfach eins zu eins das geistige Material wieder, was da drin steht, als hätte man es gekauft. Ja. Nur, dass man es nicht kauft. Aber das vielleicht ist bei Videospielen kann man was anderes. Du kannst nicht das Gameplay, du kannst es nur zeigen, das wie du es spielst. Du kannst nicht dem Zuschauer das Gefühl geben, er drückt gerade die Knöpfe. Die Argumentation sehe ich ja mal, aber ich finde sie ehrlich gesagt so schwachsinnig. Nein, aber man kann vielleicht ein Argument. Bei dem Hörbuch ist wirklich nichts anders, weißt du? Man kann ich vielleicht bei der Performance wirklich das Argument finden. Ja, es ist offensichtlich eine Amateur-Performance und nicht so wie das Offizielle. Und da sind Versprecher drin, der Rhythmus ist nicht richtig, die Betonung ist Quatsch oder so, ne? Also man kann ja auch amateurartig professionell werden.
Also ja, kann ich kurz noch mal sagen, das passt eigentlich auch zu der letzten Das sind einfach Argumente, die man finden Thematik kann. Von meinem letzten Mal. Ich persönlich sehe, ich gesagt, bei Videospielen, ich sehe absoluten Unterschied, wenn jemand auf einem hohen Skill-Level ist, wenn es ein Speedrunner ist oder sowas, der einfach wirklich, oder Pro-Spieler oder sowas, der halt auch wirklich was macht, Dinge zeigen kann, die man gut macht, der halt wirklich mit dem Spiel vertraut ist und Dinge erklären kann darüber. Das sehe ich absolut, dass die eigenen Inputs den großen Unterschied machen. Aber wenn man jetzt da sitzt und das Spiel zum ersten Mal spielt, ist halt... Mhm. Ich meine, du hast Interaktion und sowas, aber... Ich habe nicht gesagt, dass es einen riesen Unterschied macht, sondern... Halt echt dass so viel Unterschied, ja. Das Medium ein anderes ist. Und dann gibt es Graphic Novels. Nee, wie heißt das? Visual Novels. Das ist einfach nur ein hübscher Name für Comics, oder nicht? Nee, sorry. Visual Novels, also ein Videospiel, was du dann lesen kannst wie ein Buch. Ach so, ja. Das geht dann ja wieder, dass du dann... Keine Ahnung, deswegen habe ich auch Layton so gerne. Oder streame ich gerne sowas, weil das wie Vorlesen für mich ist. Dann. Nur mit bisschen Gameplay dazwischen. Oh, sowas wäre nicht am schlimmsten für einen Stream. Es kommt auf das Spiel an. Ich würde jetzt kein ewiges RPG mit so Texten machen oder irgendeine Visual Novel. Es muss schon was sein, wo ich einen Bezug zu habe, aber dann macht mir es sehr Spaß, die Charaktere zu sprechen. Na, das sehe ich nicht. Na. Ich mache irgendwann, mache ich ein Hörbuch und dann seid ihr verschiedene Rollen. Dann muss Morgi durch die Hölle gehen. Warum ich? Du meintest, du magst es nicht so gern. Ich glaube, Maeve wird damit viel mehr Probleme haben. Ach, Maeve. Maeve kriegt das hin. Maeve macht das schon. Bin ich echt Maeve? Sprich dir alle gleich. Du kriegst nur eine Rolle, alles gut. Ach so. Ich darf dann wie du klingen. Was für Rollen gibst du mir, Johnny? Ich wollte gerade sagen, ich vergesse dann, wie die klingen. Bulli kriegt 5. Cool. Was für welche? Auf jeden Fall schon mal eine Frau, weil das machst du so gut. Natürlich. Vier verschiedene Frauen und ein Mann. Ich kann auch Männer sprechen. Junge ja, Männer wahrscheinlich, absolut. Aber you know. Ich bin ziemlich sicher, du kannst schon dunkel reden. Ja. Es gibt Methoden und Wege. Gibt es so ein Gegenteil von Helium irgendwie? Tatsächlich ja. Ich weiß aber nicht, was es ist, logischerweise. Ich habe ein Video davon mal gesehen. Es ist so seltsam. Man atmet es ein, es klingt einfach so, als hätte man... Es wäre einfach noch runtergepitcht. Es ist ja, so wild. Geil. Es ist so dumm. Habt ihr mal Helium eingeatmet und gesprochen? Selbstverständlich. Jeder hat sich mal den Ballon geschnappt und die volle Dröhnung gegeben. Ich war, eine ganze Stange halt schon, bis ich das mal hatte. Also auch die Gelegenheit dazu generell. Bei Gaspionage, wo wären wir da? 79%. Ja, ich habe auch eine 76 im Kopf gehabt. Ich war auch bei 70er. Was war die Frage? Wie viele Helium? Menschen haben in ihrem Leben schon mal Helium eingeatmet? Boah, 30%. Nein, hast du es mal gemacht, Maeve? Hat fast jeder gemacht. Ich glaube nicht. Du hast die Helium eingeatmet und dann... Ich hätte es auch nur ein einziges Mal. Du bist ja in diese Richtung gesprochen. Ich glaube nicht. Was? Warum kann das so leicht machen, wenn man einfach einen Ballon hat, der mit Helium gefüllt ist? Mhm. Ja, aber wo kriegst du diesen Ballon her? Bei einer Öffnung vom Kaufland. Ja, stimmt. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Helium-Ballons gibt es gar nicht. Kann ich so einen Luftballon haben? Ja, klar. Ich meine, als Kinder, wenn man drauf gekommen wäre, dann ja. Aber irgendwie oft Helium-Ballons in der Art habe ich auch, glaube ich, als Kind nie so gehabt. Ja, so oft, glaube ich. Irgendwie, das war ein bisschen seltener, vielleicht auch einfach nur in meinem Umfeld. Oder ich habe das auch nur einmal gemacht, muss ich sagen. Aber ich hasse für man sollte das einmal gemacht haben. Super seltsam. Ja, es ist ganz witzig. Die McDonald's-Ballons sind so fake, das fand ich so dreist wieder. Die haben immer einfach... Naja, einen normalen Ballon mit Luft für unten einen Stock dran. Ja, genau. Das war so ein Stab immer, ja. Und dann hatte man am Ende immer diesen Stab mit noch so Rest geplatzten Ballon dran. Oder so Flaunen. So richtig, ja. Und dann hat man mit dem noch irgendwie ein bisschen gespielt, bis er dann im Müll war. Ich habe nie mit dem Ballon von McDonald's gespielt. Nicht? Ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt da oben, weil das so eine kleine... Kuhle oder Kerbe halt hat, wo dann der das so weiß ich auch ist. Tatsächlich noch. Ja, Gott, ja, ja, ja. Sie haben drei so Teile an den Seiten, wo man ihn drüber stülpen kann quasi. Ja, ja, genau. Ihr könnt euch in eurem Zimmer umgucken und alles, was ihr anguckt, könnt ihr ungefähr wissen, wie es sich anfühlen würde, das in den Mund zu nehmen oder abzulecken. Was? Obwohl ihr es nie gemacht habt. Versuch's mal. Ja, ja, doch, ja. Du weißt genau, wie es wäre, jetzt diese Tapete abzulecken oder
den Controller in den Mund zu nehmen oder mit der Zunge die Knöpfe. Oh ja, yeah, das funktioniert. Das ist so cool. Ich meine, es ist nicht so ein Ding, weil man als Baby sowieso so viel in den Mund nimmt und also die Erfahrung vergisst du einfach nicht. Das ist genau, aber nicht nur, weil du es mal hattest, sondern weil du als dein Gehirn lernt einfach. Alles eingescannt. Genau, was es zu erwarten hat. Und manchmal gibt es auch Konsistenzen, wo man dann so erstaunt wäre. Man kann es auch gut übertragen. Man kann auch Dinge mit den Händen halt anfassen und dann sich vorstellen, wie es im Mund wäre. Dann siehst du da deine Switch-Cartridge und denkst dir, ja, es schmeckt wie Plastik. Und dann wirst du bitter enttäuscht. Ist gut. Guter Satz. Ich fand eine Switch-Cartridge, ich finde die nicht so bitter, wie Leute sagen. Die sind aber bitter, oh, kannst du nicht sind schon. Aber die sind nicht so schlimm. Also Leute meinen, oh, das ist da das Bitterste, was es gibt. Das ist jetzt kein Center-Schock. Und ich da mir so, also sie haben nicht vor, Leute umzubringen mit dem Geschmack. Es soll nur ein kleiner Schock sein. Das Extrembeispiel halt. Achso. Du sollst nicht umkippen, vor allem nicht Kinder. Und das ist da, um vor Kindern zu schützen. Das Spiel vor Kindern zu beschützen. Johnny! Erschreck ihn doch nicht, dann verschluckt er das wirklich noch. Ja, echt. Haben wir noch Peps? Ist schon sehr bitter. Es ist sehr bitter. Ja. Und die sollen anscheinend auch unterschiedlich schmecken. Anscheinend war Breath of the Wild sehr viel bitterer als heutige. Die haben die Rezeptur geändert. Da war noch die knallharte Mischung. Ja. Ich fand das damals besser, war leckerer. Ich stelle mir die Frage, ob es das ist oder ob sie einfach nur weniger drauf gemacht haben. Ich denke. Wahrscheinlich. Ich fand es gerade nur lustig, so zu tun, als wäre es ein Produkt, wo man dran hängt. Jetzt ich meine, irgendjemand muss das Zeug herstellen. Achso, ja. Mhm. Ja, ich hätte gerne eine Sammlung von verschiedenen Switch-Cartridge-Geschmäckern. Das ist auch so ein Ding. Ein paar hast du, ja. Heißel ist dem auf der Spur. Das ist auch so ein Ding, das wird wahrscheinlich... Das wird in ein paar Jahren irgendwann so ein obskurer Fun-Fact. Oh, bei der Switch wusstet ihr, die Cartridges, die waren bitter. Kann sein. Und die hatten unterschiedliche Bitterkeit und so. Das war jetzt schon weird. Ja, aber man hat sich dran gewöhnt. Aber so ein paar Jahre, so 10, 15 Jahre später, ja, das sollte nicht mehr so ein Public Consciousness drin und dann ist das wieder witzig, weil man das neu lernt. Außer Datenträger werden auch relativ lange kleine Karten sein, die man bitter macht. Das wäre ganz schön bitter. Okay, und ich würde sagen, damit haben wir den Rekord aufgestellt für die neue längste Ersatzbank. Und das, obwohl wir davor Videos aufgenommen haben. Ich hatte den Teil in den letzten 5 Minuten im Blick und ich dachte mir, na, ich lass die noch weiter. Ich hatte schon, es wurde schon sehr viel ruhiger, deswegen dachte ich mir, oh, vielleicht werden wir den neuen Rekord nicht aufstellen. Ich will ehrlich sagen, seit einer Stunde habe ich übertriebene Kopfschmerzen. Aber ich denke, nein. Warum sagst du nichts? Ja, durchziehen. Ja. Macher, sagen, Gönn, Macher sein. Fürs Team. Okay, dann würde ich sagen, wir hören auf. Man, wie würde sich wohl dieses Mikrofon in meinem Mund anfühlen? Du weißt. Ich hab nichts Unhygienischeres in diesem gesamten Wohnung als dieses Schaumstoffteil vorne an dem Mikrofon. Aber mach's bitte nicht, ich will's irgendwann haben, ne? Ich will das hier noch holen. Morgi, guck dir diesen Furby hinter dir an. Ja. Yeah. Du bist es genau, wie es wäre, ihn zu züngeln. Was ist denn das Wort? Ich habe überlegt und da dachte ich mir, ja, das werde ich sagen. Jetzt die Aufnahme beenden. Tschüss. Ciao.